Party People. Moin, moin. Ah, nee, falscher Stream. Falscher Ort, meine ich. Hey, grüß Gott. Willkommen vom Oktoberfest 2017. Ich habe mich ein bisschen in Schale werfen lassen. Ich habe da einen guten Stylisten. Mehr dazu später. Und wie ihr seht, sind wir hier draußen noch nicht ganz im Oktoberfest drin. Die Frage ist, was ist erlaubt und was nicht. Ich habe sehr viel telefoniert, ich habe sehr viele Anfragen gestellt, ich habe sehr oft an diese Anfragen erinnert. Das erkläre ich alles ganz genau gleich. Aber damit ich zum Beispiel einfach, weil es interne Vorgänge sind, mich nicht irgendwie um Kampf und Kragen rede, habe ich einen Juristen wieder mit dabei. Unser bekannter Juristen aus Bamberg, hier ist Malte Oentel Junior. Hi! Hey, hallo. Hey, hallo! Hallo, na? Du auch hier? Hi, na, wie geht's, wie steht's? Ihr habt ja auch schon gute Trachten dabei. Assalamu alaikum. Yes, malab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 
Am Montag hieß es, es wird bearbeitet. Es hieß, vor dem Zeitraum des Oktoberfestes wird jede Anfrage garantiert bearbeitet. Danach könnte es ein bisschen dauern. Kein Problem, habe ich bis gestern gewartet. Gestern Vormittag angerufen, ich werde zurückgerufen, hieß es. Nachmittags nochmal angerufen. Kein Problem. Nachmittags hieß es, ich werde noch zurückgerufen. Dann habe ich heute Morgen angerufen und gesagt, ja, ich sollte ja gestern zurückgerufen werden. Sorry, falls ich ein bisschen drängel. Ich rufe jetzt noch zum vierten Mal an. Ist ja auch nur heute Abend. Wir streamen nur in Full HD. Hat sie gesagt, oh, Entschuldigung. Also die war super nett am Telefon, ja. Aber konnte dir leider nicht weiterhelfen. Aber ich war ja auch super nett. Aber sie konnte mir nicht weiterhelfen, sagte, ja, dann gebe ich Ihnen die Durchfall von der Chefin. Oh. Die ich wiederum am Nachmittag angerufen habe. Die hat gesagt, ja, ich sehe Ihre Nummer auf dem Display, ich rufe gleich zurück. Mm. Hat sie nicht gemacht, dann habe ich mir gedacht, ach komm, spaßeshalber, holst du dann nochmal um 17.40 Uhr in der U-Bahn Richtung Theresienwiese deine Drehgenehmigung telefonisch ab, weil es ja auch natürlich genauso läuft mit den Akkreditierungen. Und dann ging es los. Dann habe ich 15 Minuten lang telefoniert, in denen ich erstmal das Format erklärt habe, welches ich extra in Kurzform schon in das Formular gepackt habe. Ich habe extra die Startseite geändert, weil ich schon gemerkt habe, okay, vielleicht wollen die nicht so viel Eskalation, ja? Ich muss die Startseite heute Abend erstmal wieder zurücksetzen. Ich habe den Trailer von dem Eskalationsvideo und so weiter, das habe ich alles erstmal weggemacht. Ich habe den Zusatz Sicherheitsbehörden schrecken auf, habe ich weggenommen, weil ich mir dachte, das ist vielleicht keine gute Idee. Ich habe der komplette Auftritt wurde restauriert, weil ich nämlich telefonisch schon gestern erfahren habe, man soll das alles so aussehen lassen, dass es einen dokumentarischen Charakter hat, denn es dürfe nicht sein, dass das Oktoberfest zur Kulisse wird. So hatte sie das gesagt. Mhm. Was habe ich am Telefon geantwortet? Nein, nein! Das Scarlett TV Live ist doch niemals der eigentliche Ort, nur die Kulisse. Jedes Mal, wenn wir da 4 Stunden lang die Sendung machen, gibt es Fakten, Fakten, Fakten. Wie bei der Fakten-Challenge. Wie geht's, wie steht's? Hallöchen. Müsst ihr auch draußen bleiben? Ja. Zu besoffen. Ja, so ging's dann die ganze Zeit. Dann habe ich gesagt, also sie meinte, genau, das müsste ein Charakter haben, dass es auch nicht nur eine Kulisse ist, sondern dass man auch, dass es über den Ort geht. Da hat es doch. Dann habe ich die Startseite von SkylineTV.live nochmal angepasst, habe geschrieben, jedes Mal steht der Ort im Fokus und Adam erkundet den Ort. Oh, das dürfen die Leute mit den nächsten Drehanfragen nicht hören. Ach, schneide ich raus. So, dann habe ich eben mit ihr telefoniert und habe gesagt, nein, 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 wir kümmern uns sehr um den Ort. Ich habe Spiele rausgesucht, wo wir mit den Passanten Fakten über das Oktoberfest raussuchen. Habe das sogar per E-Mail vorbereitet und so weiter. Dann sagt sie zu mir, oh, sie haben Spiele vorbereitet. Und ich dachte so, nein, oh nein, oh nein, was ist jetzt das Nächste? Dann meinte sie, ja, also eigentlich mögen wir es nicht so gern, wenn da Spiele gespielt werden. Also das müsste eher so einen dokumentarischen Charakter haben. Und dann habe ich natürlich gesagt, ja, aber dann hat sie mich unterbrochen und gesagt, ja, haben Sie denn überhaupt einen Presseausweis? Kurze Erklärung an die ganzen Hater auch da draußen. Presseausweis zu bekommen ist sehr, sehr schwer. Unser guter alter Kameramann aus Berlin, der ganz, ganz häufig ausgeholfen hat, häufig einfach durch die Nacht gemacht hat oder erst nachts um 3, 8 Stunden zugefahren ist, einfach um dieses Projekt dann auch gegen Sommer und Frühling zu ermöglichen, der hat einen Presseausweis vor ein paar Monaten nach ganz viel Gezedere bekommen. Ich habe halt noch keinen. Also ich habe schon einen, aber der ist halt, also die Druckqualität ist nicht so gut. Ach so, ja, so einen habe ich auch. Und dann dachte ich mir, okay, den zeige ich nicht vor. Und außerdem bräuchte ich eine Akkreditierung, die mir auch zulässt, zum Beispiel diesen Rucksack mit reinzunehmen. Mhm. Gut, habe ich also gesagt, nein, ich habe keinen Rucksack. Doch, den Rucksack habe ich. Dann habe ich gesagt, nein, ich habe keinen Presseausweis. Und dann meinte sie, ja gut, aber dann wäre das sowieso nur gewerblich möglich. Dann müssten Sie das bezahlen. Und dann habe ich gesagt, ja, wie bezahlen, was kostet das? Und dann meinte sie, ja, das wäre dann ein halber Tagessatz. Sie wollen ja von 18 bis 22 Uhr machen. Das wären dann 375 Euro. Warst so teuer wie ein bayerischer Kameramann. Davor haben wir darüber geredet, dass wir ja auf keinen Fall die Leute belästigen, dass ich nicht zu irgendwelchen Ständen auf einmal gehe, weil sie meinte, ja, nee, sie wird mir dann lieber irgendjemand empfehlen. Aber nachdem ich sie darauf hingewiesen habe, dass es ja in 15 Minuten ist, dieser Livestream, ist ihr eingefallen, ja, okay, nee, dann stimmt, dann wird es doch ein bisschen knapp. Oh, Entschuldigung, ich dachte, das wäre irgendwann die Tage. Nein, ich habe ja nur immer gesagt, ja, ist ja heute Abend und so weiter. Das ist doch komisch, dieses Oktoberfest, wenn die Anfragen dann währenddessen kommen, dass die auch währenddessen noch davon filmen möchten und nicht erst ja, im nächsten Jahr. Ne? Was soll ich machen? Es entscheidet sich halt nur eine Woche vor. Ich habe es auch in die Anfrage mit reingeschrieben. Hast du dir erklärt, geht halt ne? Nur kurzfristig, ja. Die Zuschauer entscheiden immer, wo es nächsten Donnerstag hingeht. Und deshalb spendet jetzt für Augsburg Hauenstetten. Zum Beispiel. Oder Dresden-Prowitz. Oder. Oder Greifswald-Schönwalde 2. Heiko sagt, keine Absage heißt auch Zusage. Naja, es ist ein bisschen komplizierter. Das Gespräch ging ja noch ein bisschen. So, sie meint, dann habe ich gesagt, ja, okay, also das heißt, ohne Presseausweis kostet das so viel. Dann meinte sie, ja, und dann habe ich gesagt, gut, also gesetzt dem Fall, wir entscheiden uns dafür, das jetzt dann zu machen für 375 Euro. Was muss ich dann tun?
Und dann hat sie mir erstmal 5 Minuten lang eine Wegbeschreibung gegeben, wie wir jetzt hier dann an den Eingängen vorbeigehen können, um dann, dass ich diese Genehmigung abholen kann. Nur das Telefonat war zu Ende um 17:58 Uhr. Wie soll ich das machen? Deswegen entscheiden wir zusammen. Soll ich für 375 Euro auf dem Oktoberfest drinnen nicht eskalieren? Oder sollen wir hier draußen für nicht 375 Euro eskalieren? Hier können Sie uns gar nichts. Hier ist Panoramarecht. Also, ihr habt die Qual der Wahl. Ich weiß nicht. Ihr müsst bedenken, wenn ich jetzt dahin gehe zu der Dame, die noch nicht mal weiß, dass wir live sind. Ich dachte, ich füge das lieber hier nachher noch hinzu. Ja, was soll ich denn machen? Auf der Startseite stand es noch irgendwo. Ich habe nur 2 Stück entfernt. Den dritten Hinweis auf live habe ich nicht entfernt. In dem Fall müsste ich erstmal zu dieser Pressestelle hin, müsste die Rechnungsdaten hinterlegen, damit es mir natürlich auch die Rechnung von 300 noch was Euro zuschicken kann und so weiter. Und das wird ein bisschen dauern. Ja, Chat, ihr müsst entscheiden. Die meisten sagen jetzt schon draußen eskalieren. Draußen eskalieren? Ja. Bist du auch bereit für Eskalation? In meinem Krankheitszustand? Möchtest du einen Boncher? Nee, danke. Okay. Ich bin Profi. Hi. Ja, wollen wir so Richtung Eingang gehen? Ja. Das sind jetzt zu viele lustige Leute hier. Es gibt ja auch viele Eingänge, nicht nur einen. Ja. Vor allem gibt es auch, glaube ich, keinen offiziellen Haupteingang oder nur so halboffiziell. Du bist ja als Anwalt in Spee mit dabei, also du machst jetzt gerade... Ja, vielleicht auch Richter in Spee. Richter in Spee? Oh, okay. Du bist ja auf jeden Fall auch dafür da, dann mich wieder auf dem Rechtlichen hier zu leiten, mir zu sagen, was erlaubt ist und was nicht. Ja, dafür bin ich da. Was ich mich frage, wo fängt das Gelände eigentlich an? Das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, unterscheiden muss man hier auf jeden Fall zwischen, sag ich mal, dem inneren Bereich und dem äußeren Bereich. In den Innenbereich, da kommst du nur rein nach Taschenkontrollen. Das ist auch im Prinzip ersichtlich. Also vor einem Jahr haben die das ja jetzt zum ersten Mal so gemacht, dass es feste Eingänge gab. Und davor die Jahre konnte man quasi überall reingehen. Da gab es so keine festen Eingänge oder nicht. Insofern würde ich sagen, hier quasi ungefähr dort, wo das Banner hängt, da würde ich sagen, fängt das Gelände an. Okay. Hier ist ja der Ausgang. Hier gehen die Leute raus, nachdem sie entweder rausgeschmissen wurden, so wie wir dann vielleicht, wenn wir reingehen würden, oder weil sie irgendwie keinen Bock mehr haben. Denkst du, das bessere Publikum findet man am Ausgang oder am Eingang? Am Ausgang. Aber noch nicht um diese Uhrzeit. Ah, okay. Also um 22 Uhr wird wahrscheinlich hier, da werden die deutlich besseren Partypeople sein. Aber Moment, da braucht man die Leute, glaube ich, am Eingang, die dann noch... Na, die wollen ja selbst eskalieren, deshalb sind sie hier, weil sie 10,80 Euro für eine Maß Bier, in der nur 0,9 Liter Bier drin sind, bezahlen wollen. Ja. Dann brauchen sie auch Geld durch deine Spiele zum Beispiel. Da freuen sich alle. Das stimmt. Wenn du und da die sagst, haben wir vorbereitet. Willst du 10 Euro haben, willst du spielen? Da sagt auch keiner nein. Ich habe eigene Spiele mitgebracht, aber ich habe auch ein Quiz wieder von Chris86 bekommen. Oh. AKA Chris87. Ich habe jetzt nach jahrelangem Spenden von seinem Konto habe ich gemerkt, dass er eigentlich Chris87 heißt. Ist er nie älter geworden? Nein. Nein, nein. Wie witzig, dass auch diese Mädels hier finden, einfach so in das Bild zu springen, ne? Ja, das hast du halt in irgendwelchen verschlafenen Kuhdörfern nicht. Das hast du nur, wenn die Leute schon angetrunken sind. Was sind das für komische Sperrschilder dort, hat jemand im Chat geschrieben. Sperrschilder? Fuxi hat das geschrieben. Was für Sperrschilder? Sperrschilder? Ja, ihr meint wahrscheinlich die hier, ne? Das ist der Ausgang einfach. Das heißt, glaube ich, quasi, das soll so eine Art Einfahrt verboten sein. Typisches Kennzeichen eines Ausgangs. Ja. Ja. Ich erzähle dir noch einen Funfact. Ein Funfact? Ja, die Frau hat ja gefragt, von wann bis wann wollen Sie das denn überhaupt machen? Und ich denke mir, guck auf die Drehanfrage, guck doch einfach drauf da. Also hab so vor mich hingesungen. Dann meinte sie 18 bis 22 Uhr. Oh, da werden Sie sowieso keinen Spaß da haben. Das ist sowieso eine schwierige Zeit. Dann habe ich gesagt, ja, aber auch am Donnerstag und auch in einem Full-HD-Stream? Das mit dem Full-HD habe ich jetzt gerade dazu gedichtet. Das konnte sie sich ja denken. Ja. Das stand ja in der Drehanfrage. Stand weit und... nee, das nicht. Das nicht? Nee, wahrscheinlich weil dachte sie... Sonst hätte ich schreiben müssen, dass es live ist. Ach so, ja, stimmt. Ja. Wahrscheinlich dachte sie, dass du jetzt so ein Publika 84p Hobby-Dokumentarfilmer bist und... Wenn sie gewusst hätte, was für ein tolles Format Skyline TV live ist, wenn sie jetzt nicht mal angeschaut hätte. Du Olle, von diesem Presseanfang. Oh, ich weiß nicht, ob das gut ist. Wenn du dir die Scheiße mal angeschaut hättest von letzter Woche. Na gut, von letzter Woche nicht, weil von letzter Woche ist nicht online. Aber von der Woche davor. Ist auch noch nicht online, oder? Aber von davor. Doch, Moment. Doch, ich hab's alles hochgeladen. Das Sprachstudio, CF, wird das gleich freischalten. Ich hab beides. Ich hab dann jetzt Jadebusen und Bimbam. Nein, ich hab Bamberg gemacht. Beides. Und der Graz ist schon am Rendern.
Ja. Ja, dann kann man quasi gleichzeitig die Aufzeichnung von letzter Woche schauen und Skyline TV Live, Oktoberfest München. Grandios, Adam. Das stimmt. Da sehr, sehr viele Leute fragen, was das hier für eine Produktion ist. Hi, wie geht's dir stets? Ja, ist alles gut. Ja. Wir kommen aus dem Schwabenlände. Das ist gut. Ach, ich komme auch aus dem Schwabenlände. Ich komme aus Augsburg. Also, ich wohne in Augsburg. Augsburg. Tuttlingen nicht. Ich meine Stadt. Ja. Du hast gerade gefragt, wer wir sind und so weiter. Ich gebe dir ein Kärtchen, dann kannst du aber nachschauen. Ich habe gefragt. Er hat gesagt, du kommst einfach neu in Video und dann auf YouTube. Ja, genau. Und dann, so läuft das hier. Und du bist jetzt gerade live auf YouTube. Ja, ist so entspannt auf jeden Fall. Ja. Ich muss schon sagen, Grüezi miteinander. Grüezi. Hi, hi, hi. Servus. Warst du drin oder gehst du raus oder Päuschen oder wie ist so der Status? Wir gehen erst rein jetzt. Das ist gut, ja. Wir haben jetzt gefrühstückt um 4 Uhr nachmittags, so wie sie es gehört. Ja, und seit wann seid ihr hier? Seit wann? Seit gestern. Gestern ein bisschen eskaliert, aber heute... Eskaliert schon rein. Nein! Das ist nein. Eskaliert ist schon mal das richtige Wort hier, weil wir sind auch so ein bisschen auf der Suche nach Leuten, die gut eskaliert haben. Ja, was ist denn die allgemeine Frage, wenn ihr so ein Gespräch führt? Ja, ganz viele verschiedene. Was ist eure Intention? Ja, im Prinzip jetzt gerade geht es gerade los. Ich habe den Leuten gerade erzählt, wie wir überhaupt keine Drehgenehmigung bekommen haben auf dem Oktoberfest. Ich habe keine Nee, weil das kostet 400 Euro. 400 Euro? Ja, das ist ein bisschen schwierig. Ich muss nur die Frau nochmal anrufen und dann Bescheid sagen. Also wir stellen es mal einen halben Meter weit weg, sonst hört man die so stark. Nee, ich meine 400 Euro für eine Drehgenehmigung. Und dann dürfen wir da drin noch nicht mehr eskalieren. Hier draußen können wir alles, hier ist halt Straße und so weiter. Da habe ich mir gedacht, ach komm, gucken wir mal draußen, was für nette Leute kommen und dann reden wir mal mit denen. Ich muss schon sagen, 400 Euro für eine Drehgenehmigung ist halt für dich. Komm jetzt. Vor allen Dingen, weil es öffentliches Gelände ist, ne? Das ist schon. Ja. Was trinkt ihr für Bier? So ein Löwenbräu. Löwenbräu, Oktoberfestbier sogar. Ja, richtig. Machen die es in Flaschen, verkaufen die es da drin? Das schmeckt ganz gut, ja. Aber ich denke, ich hab schon gehört, dass das Oktoberfest die Maß halt so wie Spülwasser schmeckt. Habe ich schon gehört. Habe ich schon gelesen in Facebook jetzt. Also, muss mal gucken. Habe auch schon mal gesagt, dass ich jetzt mal mich selber davon überzeugen lasse. Jetzt aber mal schauen. Ja. Mit was habt ihr denn gestern eskaliert? Auch mit dem Flaschenbier? Gestern hatten wir Augustiner, Oktoberfestbier. Und 3 Flaschen Wodka zu viert. Also, es ist schon ein bisschen hart eskaliert, ja, muss man schon sagen. Ich habe jetzt, weil ich ein Vollidiot bin, nur 3 Tage vorher geguckt, welche Hotelpreise es hier gibt oder überhaupt wie viel die ganze Einrichtung kosten und so weiter. Wo übernachtet ihr? Bei ihm. Also er studiert hier jetzt, ja. Er fängt an zu, jetzt, kommen Sie mal rein. Drauf. Wenn es live ist, dann sowieso. Live immer, ne? Da kann man nämlich nicht nee, wir haben es gerade geschaut. Ja. Achso, habt ihr schon geschaut? Ja, gerade eben. Sehr gut. Im Moment. Aber wenn es nicht live gewesen wäre, wärt ihr nicht vorbeigekommen, ne? Nein. Deswegen, wir machen es. Nein, natürlich, doch. Achso, das ist sehr gut. Ja. Kein Problem, alles gut. Ich muss nur kurz sagen, das ist der Robin und der studiert jetzt hier in München und hat uns halt eingeladen, dass wir vorbeikommen. Sehr gut, ja. Auf den Schwabenländer mal hier ein bisschen Geld reintreiben, mal ein bisschen... Bruttoinlandsprodukt mal ein bisschen steigern hier in München, ja. Ein bisschen was ausgeben, ein bisschen was die Wirtschaft ansteigern. Ja, ja, schon fündig geworden heute oder legt ihr gleich erst los? Ja, wir legen gleich erst los. Wir fahren jetzt mal so langsam, dann mal gucken, wie es sich so entwickelt. Steht auch eher auf dem Nenner, das ist natürlich schwierig. Ich sehe bestimmt so aus, als würde ich so. Nee, also ich bin schon so frauenfokussiert, das ist schon besser. Ja, das ist eine gute Auswahl. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal weiter und trinken. Und dann. Vielleicht sehen wir uns ja später nochmal. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Dankeschön, vielen viele Dank. Frauen und alles Gute. Vielen Dank auch. War ein cooles Interview. Dankeschön. Macht's gut. Alles Gute. Viel Spaß. Und vielen Dank, dass du deinen Freunden die Übernachtungsmöglichkeit anbietest. Später. Ich habe gerade einen Bonschein. Hustenbonschein. Nein. Ja, komm, ich mach trotzdem. Eskalation. Oktoberfestbier. Oh ja. Ist geil, gell? Trink genauso, wie ich mir Oktoberfestbier vorstelle. Genauso schmeckt's. So, viel Spaß. Ja, mir auch. Ach ja. Siehst du, also ich glaube, hier draußen geht schon mal deutlich mehr als drin. Meinst du, wir schaffen es, heute Abend niemanden anzusprechen und uns nur ansprechen zu lassen? Das können wir schaffen, aber ich... Dann haben wir nicht mehr die Selektion, ne? Dann kommen, glaube ich, nur so. Wobei die Mädels waren auch schon gut dabei vorhin, mit ins Bild springen und so. Aber ich glaube, die gute Mischung macht's. Also manchmal, wenn Leute neugierig sind, wenn sie vorbeikommen, wenn sie ins Bild springen, das ist gut. Aber ab und zu, wenn da jemand Lustiges vorbeiläuft, dann können wir ihn auch selber ansprechen, auf ihn zugehen. Und eskalieren. Im Chat heißt es von einem User, dass wir uns erstmal mit den Polizisten anfreunden sollen und dann sollten wir dadurch, dass wir mit denen befreundet sind, etwas auf das Gelände schmuggeln. Oder wir sollen uns quasi auf das Gelände schmuggeln. Aber also wenn man für 375 Euro diesen halben Tag kauft, dann darf man einen Rucksack mitnehmen, ne? Ich glaube ja. Also
Das ist ja schön. Also wenn ich dann 400 Euro bezahle, dann darf ich meine Bombe mit aufs Gelände nehmen. Toll, toll, München. Super, gut gemacht. Das Problem ist, ich habe zu der Frau eben einfach im Affekt, ja, es war laut in U-Bahn, es war eng und so weiter. Und ich wusste halt nicht. Ich wollte ja die Leute erstmal abstimmen lassen. Ich habe zu ihr gesagt, ja, ich komme dann gleich vorbei, wahrscheinlich. Aber ich glaube, das wahrscheinlich hat sie nicht mehr gehört. Also diese? Eigentlich wartet sie noch. Ich müsste vielleicht ihr absagen oder so. Weiß ich nicht. Ruf sie mal an, sag ihr ab. Das gehört sich. Ich habe nur die Datenkarte hier drin. Ich müsste dann von einer anderen Nummer anrufen. Meinst du, der Typ steckt sich an? Smash meint, ich hätte ihn jetzt infiziert. Nach dem Oktoberfest ist man sowieso immer eine Woche im Koma. Meinst du, die Leute im Chat schreien statt Eskalation Infektion, wenn ich hier ordentlich niesen werde nachher? Das könnte passieren. Ja, okay. Nur Datenkarte, ja, das ist natürlich blöd. Ja, soll ich absagen oder soll ich einfach mir denken, ach nee, komm, tschüss, du Betrüger. Wenn du jetzt nur eine Datenkarte hast, dann geht es natürlich nicht. Außer... Nee, ich kann die Nummer an das Sprachstudio, an CF senden und der kann die absagen. Und wo er sich jetzt wahrscheinlich ach, denkt, ja... sorry, Frau, die 375 Euro hast du der Stadt München verschenkt. Ja, weißt du, was für tolle Dinge man für 375 Euro machen könnte? Das alles kann die Stadt München sich jetzt nicht mehr leisten. Die Stadt München, die ja eigentlich wirklich am Hungertuch nagt. Minus 19% Umsatzsteuer. Die kommen ja noch drauf wahrscheinlich. Wahrscheinlich hat sie mir nur Nettopreis genannt. Oh. Ja. Und sie hat dreimal gefragt, ja, aber erklären Sie mir nochmal, wie stellt sich das geschäftlich auf? Und da habe ich gesagt, ich verdiene an der Sache nicht. Ich zahle drauf, es ist ein YouTube-Kanal. Dann ist es ja irgendwie nicht so richtig gewerblich. Ne? Das Geilste ist, also ich kann das bestätigen, ich habe dann mit ihr darüber diskutiert, wie viele Views ein Video haben muss, damit sich das finanziell lohnt. Weil sie meinte, ja, sie werden doch bestimmt dann Einnahmen haben durch das Video. Und da habe ich gesagt, naja, pro Schnitt sind die Werbeeinnahmen, weil sie genau die Werbeeinnahmen auf YouTube angesprochen hat. Sind die so im Durchschnitt bei irgendwie 20 bis 50 Cent oder so. Und da meinte sie... Das rechnet ja, sich irgendwie nicht. Gut, das waren dann die bisherigen Videos. Aber jetzt, wenn sie Oktoberfest haben, dann rufen das bestimmt mehr Leute auf. Oh, dann rufen es 1000-mal so viele Leute auf, dann sind es 20 bis 50 Euro. Ich habe dann auch gesagt, es müssten mindestens 100.000 aufrufen, damit man ansatzweise irgendwie so Richtung 300 Euro geht. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber YouTube sperrt die Videos eh als werbeunfreundlich ab. Kaum habe ich sie hochgeladen, sagt YouTube schon werbeunfreundlich, von daher... Alle mit weiter auf eure Spendengelder angewiesen sein, Leute. Ja. So, wollen wir jetzt mal richtig eskalieren oder wollen wir stehen bleiben? Aus dem Chat heißt es noch, kannst du nicht dich in deinem Rucksack versteckt aufs Gelände schmuggeln? Nee, das geht nicht. Man könnte den Rucksack in Adam verstecken. Das ginge. Das aber stimmt. Nicht Adam im Rucksack. Ich habe nämlich wieder Hunger. Ich habe den ganzen Tag nichts gegessen, weil ich so im Stress war. Ah, jetzt hab ich aber Hunger. Oh, der Deutsche Presserat hat gespendet. Wofür denn? Für Siegen. Siegen? 11 Euro kam da rein. Was ist schlimmer als verlieren? Siegen. Richtig. Erklärung. Siegen ist der Name der Stadt, aber bedeutet gleichzeitig auch, dass man siegt. Ich finde das cool, wenn man das dann einfach noch so erklärt. Lass uns das den ganzen Abend so machen. Ja, ihr könnt nämlich für den nächsten Donnerstag abstimmen. Wo soll ich wieder hin, wo ich eine Drehgenehmigung nicht bekomme? Das könnt ihr einfach in den Titel schreiben. Ausland, Inland, alles ist möglich. Ausland ab einer gewissen Mindestgrenze. Auf skylandtv.live könnt ihr Geldbeträge senden. Vielleicht reicht es dann ja für eine nachträgliche Drehgenehmigung auf dem Oktoberfest in München. Oder nächstes Jahr. Gorminister sagt 169 Zuschauer. Eher nicht so rekordverdächtig, wie die Dame vermutet. Vielleicht, wenn du der Dame sagst, wenn sie jetzt anrufst und sagst, jetzt gerade 170 Zuschauer. Vielleicht winkt sie dann ein. Kann man per Skype auch telefonieren, oder? Wenn du Guthaben hast. Weil, nochmal kurze Erklärung, ich habe ja nur die Datenkarte hier in meinem Handy drin. Also wenn du Skype-Guthaben hast, ne, dann geht das. Brauchst du so ein Special. Aber ich würde sagen, scheiß drauf, oder? Okay, scheiß drauf. Weil ich weiß ja nicht, wenn ich sie jetzt ungefragt auch noch abhöre, vielleicht guckt sie jetzt wirklich den Stream, weil sie ein schlechtes Gewissen hat, weil sie 4 Tage lang... Ja, liebe Frau, ich habe es Ihnen eben schon erklärt, es ist zu spät. Nein, irgendwann ist auch mal Ende. It's gelände. Too late to accept a Drehgenehmigungsanfrage. It's too late. Außer, okay, komm, wir wollen noch mal Gnade vor Rechter gehen lassen. Wenn Sie uns jetzt innerhalb von 30 Sekunden die Drehgenehmigung, natürlich gebührenfrei, geben... Dann gehen wir nochmal auf das Oktoberfest heute drauf. Ausnahmsweise, weil wir einen guten Tag haben. Ich lege noch was drauf. Stadt München, wenn ihr innerhalb der nächsten 20 Minuten, ihr seht meinen Standort bei skylandtv.live, hierher kommt und sagt den Codesatz Adam, es tut uns leid, natürlich geben wir eine Drehgenehmigung, denn sie streamen in Full HD, dann verspreche ich, werde ich skylandtv.live den ganzen Winter über nur noch hier aus München machen. Oh! Ist das was? Ich ändere das Konzept und das Konzept ist heilig, denn ich ändere es nie. Es sei denn, ihr erscheint jetzt gleich. Also, Chefin und die Kollegin, die immer die Anrufe beantwortet hat, von denen sie behauptet hat, dass sie an die Chefin weitergeleitet hat und ich in den nächsten 5 Minuten einen Rückgriff bekomme. Ihr beide, ihr habt die Gelegenheit. Ihr könnt auch Teilung machen. Da.
Hier Paxi Faxi und Lixi, glaube ich, im Chat hat gesagt, sie gibt uns 5 Euro, wenn wir in einen Kiosk gehen und uns Rubbellose kaufen. Oh, auf. Fuxi LP, Entschuldigung. Fuxi LP? Okay. Ich habe das falsch verstanden. Ja, dann auf. Ja. Aber Moment, halt, stopp. Erst halt. Spende. Erst Spende, dann gehen wir los. Ja, aber sie weiß ja nicht, ob die Leistung überhaupt eintritt. Aber das machst du doch immer so. Stimmt, seit dem letzten Mal Smash gesagt hat, ich gebe euch 5 Euro, wenn ihr nicht zu dem Laden fahrt und wir 5 Minuten gewartet haben, bis wir dann nicht zu dem Laden gefahren sind und einfach nur unseren Preis gedreht haben und diese 5 Euro nicht kamen, mag ich es eigentlich jetzt immer. Aber wenn wir keine Rubbellose finden, dann muss ich einen Käuferantragsschutz eröffnen oder so. Ach, findet man bestimmt. Aber nur bis 20 Uhr, weil Bayern. Vielleicht, ach so, stimmt, dann, müssen wir's, dann machen wir das als erstes. Ja. Dann kommen wir vielleicht nochmal in einen ruhigeren Bereich, dann können wir sagen, bald geht's zum Oktoberfest und dann machen wir das gleiche Spielchen wie jetzt, danach, wir gehen aber nur in den Eingang. Danach geht's mal Schauerberg, ja? Hast versprochen. Es war eine Überraschung gewesen, hätte gewesen oh, sein sollen. Oh, 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 oh nein, oh, wie blöd. Ja, okay. Oh, Livestocking ist aus. Stimmt, weil ich mein Handy neu angemacht habe, weil ich die SIM-Card gewechselt habe, nachdem ich die Frau angerufen habe bis zur letzten Minute. Guter Hinweis, dann mach ich's kurz an. Smash sagt, na und, ihr seid hin, aber und deswegen keine Kohle. Aber wir waren schon da, als du das Gebot gemacht hast. Sachen gibt's. Sissy meint, das ist auch wirklich komisch. So, Glimpsy. Jetzt ist der Standort wieder aktuell für die nächsten 4,5 Stunden. Ah, Malte, ich hab so richtig Bock. Ich bin so gesund, ich hab richtig Bock. Weißt du, was nächste Woche wieder ist? Dann bist du krank im Bett und dann gibt's am Donnerstag um 20 Uhr einen Livestream aus deinem Bett, wie du krank bist. So wie bei Bochum damals. Nur wenn jemand spendet und sagt Bett. Und das damals, das war ja noch nicht die reguläre Geschichte. Das war ja die Bonustour. Deswegen bin ich noch froh, dass ich keinen regulären Stream gemacht habe. Wenn wir jetzt zum Kiosk gehen, dann lass uns doch einfach hier quasi nochmal links abbiegen, weil ich glaube, das wird sonst sehr anstrengend mit den ganzen Leuten. Nicht wahr? Ah, jemand im Chat meinte, mit Full HD dürfen wir auf den Markt gehen, da bräuchten wir keine Drehgenehmigung. Ach, die Kollegen, hallo. Na, kommen Sie auch nicht rauf? So. Gibt es überhaupt Kioske? Also ich glaube, hier Straße Richtung Hauptbahnhof wird es welche geben. Ob hier welche gibt, weiß ich nicht. Oh, Malte, Internet-Rambo sagt, nimm den Bullen die Knarre weg und schieß ein bisschen durch die Luft. Ah, das ist eine gute Idee, oder? Ja. Ja? Ja. Oh, nein, Adam, nein, nein, nicht auf die Straße gehen, das ist gefährlich. Ach, das darf man das, nicht. Nein, das ach, Internet-Rambo, ich hätte so gern gemacht. Ach, hier ist der Haupteingang. Glaube ich, ja. Dann gehen wir danach hin. Es gibt halt nicht so einen richtigen Haupteingang oder sowas, aber ich glaube, das ist der größte oder da, wo die bei diesem Einzug, wo die Wirte, naja, irgendein Münchner wird schon besser erklären als ich. Ich weiß auch nicht, weil ich bin noch nie auf dem Oktoberfest gewesen und ich bin zum zweiten Mal in meinem Leben in München. Komm, jetzt schleift dein Taschentuch mit. Er hat es gerade aufgehoben. Ah, jetzt hat es gemerkt, schade. Er wird es nicht los. Er kämpft, aber er wird nicht los. Warte, Bild. Achso, jetzt ist er durchgewonnen. Aber da ist immer noch so ein Rest dran am Schuh, ne? So ein bisschen so ein Scheißefetzen quasi da dran. Stimmt. Ich muss ihm das eigentlich entfernen. Solche Leute verstehen Spaß. So. Was ich nicht ganz verstehe. Oh, Holger K. hat 5 Euro gespendet. Vielen lieben Dank, Holger K. Irgendwo mit Gorminister als Host. Das ist gut, dass Gorminister nicht andersrum gespendet hat. Sonst hätte nämlich Holger K. gewünscht, aber er will ja nur Holger K. als Absender angeben. Wenn er es ist, man weiß es nicht. Wer ist Gorminister? Ah, ein User im Chat. So. Der hat auch einen YouTube-Kanal und so weiter. Achso, ja. Oh, grün. Vielen Dank für das Gebot von 4 Euro, ich glaube 33, für diese Spende. Oh, 2,34. Nun wollen wir die Spende nicht größer machen, als sie eigentlich ist. Ich hätte fast das Doppelte draus gemacht. Nein, vielen lieben Dank für diese 2,34 Euro, für den Ort aus Adams Bett. Von wem kam das? Wollen nicht alle in Adams Bett, zumindest die Frauen. Und oh, Fuxi LP hat gespendet 5 Euro für, wahrscheinlich für die Rubbellose, oder? Bail Ether cleared. Kennt das jemand? Kennt das jemand von euch? Nee. Ich glaube, das habe ich schon angesteckt. Oh. Fuxi LP hat gesagt, Fuxi LP sagt, sie hat gerade, ist es eine Sie eigentlich? Fuxi LP, kannst du kurz ein Foto von deinem Geschlechtszeit schicken, damit wir es bewerten können? Nein, Spaß. Aber wenn das jetzt eine Frau ist, dann fühlt sie sich wirklich angemacht. Aber ich dachte, das wäre ein Typ, deswegen dachte ich mir, Dickpics sind im Internet normal. Habe ich mal gehört. Habe ich auch. Von einer Freundin. So. Deine Freundin schickt dir mal Dickpics? Nee, von irgendwem habe ich das irgendwo mal in der PM, Wissenszeitung.
So, Fuxi LP hat jetzt gesagt, ja, ich habe dir den Betrag geschickt, aber sie hat ja für den Ort gespendet. Welchen Ort finden wir es? Rubbellose beim Kiosk kaufen? Sie hat irgendwas einfach reingetippt, aber rechtlich gesehen ist es eine Ortsspende. Da würde ich dich jetzt nochmal bitten. Da muss ich jetzt als Jurist sagen, da steht eindeutig, die Spende ist zweckgebunden für den Ort. Du hättest natürlich als Ort sagen können, Kiosk, Klammer auf, Rubbellose kaufen, dann wäre Adenauer vielleicht nächsten Donnerstag hin. Aber ich würde sagen, vielleicht machen wir aus Bilanz so ein bisschen was. Weißt du, man muss ja seinen Zuschauer so ein bisschen bei Stange halten. Ja, vielleicht, ja. Bevor es so läuft wie bei dem Typen, der sein Geld zurückhaben wollte, weil er einfach nicht vorgelesen wurde. Und ich ihm das Geld zurückgeschickt habe, würde ich einfach sagen, okay, guck dir, okay, lass mir das Geld. Vier Spenden, keine einzige hast du vorgelesen. Das weiß, darf nicht nochmal. Ich weiß, ich bin ein Unmensch. Ja. Wir arbeiten mit großen technologischen Verfahren daran, dass wir das wieder in Gange bekommen. Fuxi ist männlich. Okay, interessant. Fuxi, dann würde ich sagen Fixi und auf zum Kiosk. Sprachstudio, weißt du das wegen des Dickpics oder ist das... Okay. Ist sogar ein Panoramabild, ewig groß. Oh, okay. Ach, das ist doch cool. Und das kriegt man nur mit, wenn man hier mal ein bisschen außen herum geht. Diese Briefkastenanlage steht Ihnen im Zeitraum vom 15.09. bis anschließend 4.10. leider nicht zur Verfügung. Warum? Kann das nur liegen? Woran kann das liegen? Dass jemand reinkotzt? Ist jemand rein uriniert? Nee, ich denke, es werden einfach nur so viele Postkarten verschickt, das kann die Briefkastenanlage nicht aufnehmen. Dass jemand Müll entsorgt da drin? Nein, Brief. Dass jemand rein onaniert. Rein onaniert? Was bist du denn für ein ekliger Bar? Weil hier ein Schlitz. Vorschlag. Vorschlag. Ist ja nur eine Frage, ist ja ein Vorschlag. Moment einmal, wer läuft hier eigentlich wem hinterher? Weiß nicht. Ich soll einen Fußgänger fragen, warum hier so viel los ist. Ist hier irgendein Fest oder was? Ja. Ja, können wir den Kioskmann fragen? Sollte ich das in meiner Tracht fragen oder solltest du das fragen? Du in deiner Tracht. Mhm. Fuxi sagt, ich wollte dir eigentlich 5 Euro per Stream-Tipp schicken, aber das ging leider nicht. Oh, das tut mir leid, dass es bei dir nicht ging. Aber das sagen sie alle. Sofortüberweisung spenden? Das geht nämlich nur bei uns Spende. Ja, das stimmt. Gut, falls ihr gerade dazu geschaltet habt, wir sind Luftlinie 20 Meter vom Oktoberfest weit weg. Bald geht es dorthin. Die gehen nur vorher zu einem Kiosk, denn es sollen Rubbellose werden. Und wenn du 375 Euro bei den Rubbellosen gewinnst, dann? Dann gehen wir sofort da rein und eskalieren nicht, denn das ist die Bedingung für diese 375 Euro. Ich wette, wir können auch einfach irgendeinen Ordner am Eingang mit 50 Euro bestechen. Ist billiger. Ich habe mal in den Top 10 der Sachen, die man auf dem Oktoberfest nicht tun soll, gesehen, dass man den Security-Typen nicht versuchen soll zu bestechen, weil das hat 0% Erfolgsaussicht. Also Dinge, die man nicht tun soll, nicht Security-Typen bestechen. Heißt also im Umkehrschluss, man soll sie bestechen. Na dann ist doch alles gesagt. Oh, ob ich das jetzt falsch wiedergegeben habe? Naja, da ist ein Kiosk. Der Typ sieht auch so aus, als wenn er Bock hat, uns einen Rubbellos zu verkaufen. Aber es ist keine Lottoannahmestelle. Am geilsten finde ich, dass es hier noch einen Laden gibt, der Dirndls verkauft. Das ist bestimmt gute Qualität. Das sind so Einweg-Dirndl. Für ab 29 Euro steht da. Okay, also wir suchen eine Lotto-Annahmestelle, denn das ist unsere erste Challenge, die spontan dazugekommen ist. Wir sollen Rubbellose besorgen. Und derzeit quatschen wir uns schon mal warm für die große Eskalation heute hier. Hauptbahnhof? Ja, nee, in die Richtung. Ja, wissen wir. Wir können den Chat kurz fragen. Nee, dem Chat traue ich nicht. Ja, der hat mich auch schon oft fehlgeleitet, aber grundsätzlich vertraue ich ihm sehr. Sehr, sehr, sehr. Okay. Aber jetzt sind sie doch mit dabei. Die Pressestelle München ist auch die Pressestelle, die vor wenigen Jahren gesagt hat, ich glaube, es war noch nicht mal eine Empfehlung, ich glaube, es war ein Verbot. Das Verbot, dass irgendwelche Pressefotografen im Oktoberfestgelände drin irgendwelche Leute ablichten, die sich oben ohne zeigen. Finde ich, klingt vernünftig. Daraufhin haben sich die ganzen Presseleute beschwert und gesagt, ach, das lassen wir uns doch nicht vorschreiben, das ist doch schon Zensur. Wo ich mir dachte, naja... Zensur. Also man muss natürlich abwägen, die Persönlichkeitsrechte der Besucher einerseits, andererseits kann man sagen, ja, die ziehen sich ja freiwillig aus, dann andererseits muss man sagen, die sind sich vielleicht nicht bewusst, dass sie dann fotografiert werden, sie vertrauen vielleicht darauf, dass die Stadt München sie schützt vor solchen Bissfotografen. Ja, aber wer der jetzt zum Oktoberfest geht, wer vertraut denn daraus, dass die Stadt München einen schützt? Würdest du das Mikro kurz halten, dann würde ich mir einen Schnürsenkel machen. Ja, dann mach mal. Ich kann mich kaum bücken mit diesem Ding. Er hat Bücken gesagt. Ja, Party People. Irgendwie, ich glaube, wir müssen in eine andere Straße.
Eskalation im Auto. Ja, das Auto hat sich geöffnet wie ein Sesam. Ja, aber wer war das? Oh, guck mal, jetzt hat sich schon wieder... ist das anstrengend hier. Die sind echt unbequem, ne? Ich habe wirklich so einen Plan, ja, wo ich dann nachvollziehen kann, welcher Knopf in welchen Knopf reingeht. Ich glaube das gar nicht, wie kompliziert das ist. Wenn man damit auf Toilette geht, dann gute Nacht Deutschland, weil du musst hier den Knopf und dann musst du noch... ja. Ich habe auch eine Stunde gebraucht, um das zusammenzufriemeln. Hm. Aber dann habe ich mir gedacht, nein, ich habe keine Lust. Ich ziehe das nicht an. Es ist zu kalt. Hat Fuchsi LP uns diese Challenge jetzt in Rubbellos zu holen gleichgestellt, weil er ganz genau weiß, dass es hier weit und breit keine Lotto-Annahmestelle gibt, weil die genauso geschlossen haben, aus Sicherheitsgründen? Guck mal, wie leer das hier ist. Ja, das muss man mal vorstellen. 100 Meter weit weg und da läuft man sich über den Haufen. Und hier. Vielleicht ist es wie in Nevada. Nevada ist ja, glaube ich, einer der einzigen oder ein... Ich weiß nicht, ob es der einzige ist, aber jedenfalls einer von wenigen US-Bundesstaaten, in denen es keine legale staatliche Lotterie gibt. In Nevada. Ah, okay. Kannst du mir den Sinn dahinter erklären? Hat Adam die Tracht eigentlich gekauft oder befindet sie sich bereits in seinem Besitz? Weder noch. Die volle Auflösung erzähle ich euch später, wenn die Person dabei ist, weil dann muss ich es nicht doppelt erzählen, beziehungsweise dann weiß sie, wie ich das würdige. Kommt auch noch. Mhm. Nein, aber sie kommt nicht hierher. Sie schaut zu Hause zu. Okay. Weil sie kommt noch in den Stream quasi. Als Zuschauer. Kannst du mal kurz halten, ich muss meine Nase putzen. Oh. Boah, ich würde auch sagen, dass wir auch so langsam schon zum Ende kommen, weil... Ja, sorry Party People. Erkältung. Heute mal nicht so lange. Rechtlich gesehen war ich hier gewesen und deswegen... Oh. Naja, also die Spende war Oktoberfest München und du hast am Anfang gefragt, wo beginnt die Grenze des Geländes? Und ich habe erklärt, wo es beginnt, beim Banner, und wir waren nicht hinter dem Banner, also waren wir nicht an dem Ort, für den gespendet wurde. Meinst du, ich sollte zum Zaun laufen? Hinter dem Zaun? Ja, das wäre juristisch notwendig. Du könntest ja, das könnte man machen, das wäre ein juristischer Kniff. Du gehst kurz auf das Gelände drauf und wir filmen von außerhalb. Das können wir machen. Das stimmt, das ist eine gute Idee. Dann haben wir voll die coole Thumbnail. Oh, eine Hose. Was brauchst du? Brauchst du eine Hose, brauchst du Handschuhe? Ist alles im Angebot. Was ist das für eine Größe? Ich habe normalerweise immer in der Hosentasche ein Geldbündel. Vielleicht findest du da auch einen. Das ist nicht meine Größe, Leute. Das ist 26,32. Kann damit irgendjemand was anfangen? Nein. Wir hätten hier ansonsten auch Handschuhe. Auch nicht. Zu groß, ne? Und ja, ein Schal. Also normalerweise würde ich jetzt mitnehmen und auf eBay verticken, aber ich habe keinen Rucksack dabei, weil ich mir dachte, hey, nimm gar nichts mit, nichts, nada, null. Ich habe gedacht, die geben uns eine Pressefreigabe, da darf man das mit rein. Oh, hier ist ein Car2Go. Oh, ein Car2Go. Wollen wir es halt einfach blocken, falls irgendjemand im Chat auf die Idee kommt, zu sagen, hier, besorgt euch ein Rubbellos oder so und wir müssen dann mit dem Auto fahren? Ja. Bist du bei Car2Go angemeldet? Nein. Ich auch nicht. Hm. Ich bin bei Flinkster angemeldet. Bei Flinkster? Chat. Oh, Sprachstudio CF sagt gerade, er glaubt, er kann es von seinem Sprachstudio aus reservieren. Wie geil ist das denn, oder? Du fährst. Dann würde das hier gelb leuchten. Wie geil ist das denn, oder? Echt? Mach mal. Aber kann ich dann damit überhaupt fahren? Er probiert es gerade mal. Es reicht aus, wenn es gelb leuchtet. Fahrzeug verfügbar. Sie können diese Fahrzeug mit der Car2Go-App mieten. Okay. Soll ich dir... Hier ist so ein was ist denn das? So ein komisches Nokia 3330 Bildschirmding. Soll ich das abdecken, weil da irgendwie hier ein Arm... Dings da Pins oder sowas draufstehen? Nee, warum sollte da, man, das wäre irgendwie auch schwach. Ja, kann ja sein, dass da steht, hallo CF, ihre PIN 3744 wurde akzeptiert oder so. Also das würde ich für aus Sicherheitsgründen für bedenklich halten. Oh, Tankfüllstand nur noch 50%. Siehst du? Das wissen jetzt nämlich auch alle Leute. Naja, aber ich meine, wenn man sich so ein Fahrzeug reserviert und dann können andere Leute von außen irgendwie irgendwelche privaten Daten von dir sehen, das wäre doch irgendwie ziemlich bescheuert. Ja, aber man steht ja angeblich davor. Also Sprachstudio selbst hat gerade gesagt, er kann uns das, öffnen und wir können es dann auch fahren, oder nicht? Dann sollten wir es fahren können. Ich glaube, wir können es fahren, aber ich glaube, wir dürfen es nicht fahren. Dürfen wir es dann fahren, liebes Sprachstudio? Ich glaube, das ist AGB-rechtswidrig. Also es verstößt gegen die AGB von Car2Go. Sprachstudio sagt, ist alles scheißegal. Sprachstudio, hast du auch schon so ein Oktoberfestbier gezwitschert? Nein, hat er nicht. Okay, dann... Na gut. Also, falls ihr gerade zugeschaltet habt, wir haben keinen Car2Go-Account, aber der Sprachstudio, welches wir immer den Chat zusammenfasst, ist eine reale Person, unser lieber CF, der auch auf Twitch streamt, jeden Sonntagabend. Und der hat Car2Go-Abo und der wird das jetzt freischalten. Wie geil ist das denn, oder? Das ist geil. Er sucht gerade, nee, den Hauptbahnhof, glaube ich, brauchst du nicht. Warte mal, guck auf die Homepage. Ist die alleine?
Achso, er hat Livestocken an, okay. Du musst schnell sein, lieber CF, weil vielleicht ist jemand schneller und dann checkt jemand anderes dieses Fahrzeug aus. Aber dann fahren wir ja auf seinen Namen würden wir doch dann fahren. Warum sollte man das jemand tun? Die Straße heißt Schwanthaler Straße. Ja, genau, es ist es. Das ist es. Er hat das Auto gefunden. Ja. Es ist gelb. Es ist reserviert. Ja, es leuchtet gelb. Oh, cool. Es ist gelb. Vorher war es grün. Er fragt, ob er es öffnen soll, damit wir damit fahren. Welchen Sinn hat das? Wir können Rubbellose suchen. Mit dem Auto? Noch ist es hell, dann kann man fahren. Passen wir da überhaupt zu dritt rein? Ach so. Das Sprachstudio weist darauf hin, dass wir ja zu dritt sind. Das ist ein Smart. Ja, das wird etwas eng. Sprachstudio, kannst du das Auto wieder abgeben? Okay, danke schön. Ach, haben wir halt nicht mehr. Sorry, Leute. Ich meine, wir sind 100, 200 Leute oder so. Hat halt keiner dran gedacht, dass wir mit drei Leuten hier nicht reinkommen. Hm. Gut. Das heißt ja auch Car2Go und nicht Car3Go. Ja, stimmt. Das Auto ist wieder verfügbar. Schön. Ja, es leuchtet grün. Wie viel hat dich das jetzt gekostet? Ist es so eine Mindestpauschale oder so, liebes Sprachstudio? Kommt eine fette Rechnung auf mich zu. Naja, gut. Oh, Sprachstudio CF sagt, nicht weit von uns ist eine A-Klasse. Eine A-Klasse? Das ist unter meinem Niveau. Nee, aber wie ist denn das jetzt wirklich versicherungstechnisch? Hat irgendjemand irgendeine Ahnung? Irgendjemand von euch vielleicht im Chat, von euch Hobbyanwälten? Ja, du hast das Gefühl, dass du nicht gebraucht wirst als Jurist. Ich fühle mich auch ein bisschen auf diese Rolle komprimiert und degradiert. Ach so, deswegen habe ich ja den Chat gefragt und nicht dich. Ah. Ja, keine Ahnung. Ich würde sagen, geben wir dem Rubbellos eine letzte Chance, laufen wir die Straße ab und wieder zurück. Okay, welche Straße? Die da. Okay. Ist es die da oder die da? 1, 2 oder 3. Letzte Chance. Vorbei! Ach, Malte, ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn jetzt gleich so eine richtige Fontäne aus dem Brunnen hier rauskommt. Eigentlich ja, wenn das Licht angeht und das Licht geht nicht an, also stehe ich hier wohl falsch. Betrug, falsche Bude. Wir warten auf grün. FC Bamberg. FC Bamberg. Oh, Fleischfluppe hat uns eine Lotto-Annahmestelle verraten. Wo ist die? Ganghofer Straße 23. Sprachstudio, guck gerade, ob das bei uns in der Nähe ist. FC Bamberg. Ich habe übrigens mal nachgeschaut, jetzt nach unserer Bamberg-Folge, wo du auch schon zu Gast warst. Ja. Die sind insolvent. Der FC Bamberg? Ja. Oh. Also so richtigen FC Bamberg gibt es irgendwie gar nicht. Also, entweder ist es Eintracht Bamberg oder irgendwas anderes, aber so nicht. Grün. Nee. Das ist ein ganz schönes Stückchen entfernt, sagt CF. Aber es geht. Dann brauchen wir vielleicht doch den Car2Go. Mit Kamera eine Stunde. Ja, ist ein bisschen weit weg. 5 okay. Euro. Wir werden schon was finden. Ich meine, am Hauptbahnhof, da muss es doch irgendwo eine Lotto-Annahmestelle geben. Der ist doch hier irgendwo in die Ecke. Ja, auf jeden Fall. Cool finde ich diese Asiaten, die auch schon hier mit dem Dönel rumlaufen. Da gibt es ganz schön viele von. Eine Gruppe ist uns gerade entgegengekommen. Das finde ich sehr lustig. Menschen in Dirndl oder Asiaten in Dirndl? Asiaten im Dirndl. Ja, die finden es ja auch lustig, Asiaten, wenn ich mich cosplaymäßig anziehe. Alle. Alle Menschen dieser Welt. Ja. Neue sagt CF. Da, Lotto. Ja? Echt? Ja, Lotto. Wir haben eine Lotto-Annahmestelle gefunden. Sehr gut. Was solltest du mal spielen? Rubbellose, ne? Ich sollte Rubbellose kaufen. Jetzt nur die Frage, wie viele? Ich sollte es nur einfach, ich glaube, die Challenge war Rubbellose kaufen. Ja, so wenig wie möglich, ne? Für 5 Euro Rubbellose kaufen, höre ich gerade. Nein, das würde ich nicht sagen, nein. Aber ich muss es doch versteuern. Wenn ich die Umsatzsteuer 5 Euro bezahle, dann habe ich doch jetzt drauf gezahlt. Wenn ich gewinne. Also ich würde sagen, die Vereinbarung war, du kriegst 5 Euro und dafür kaufst du Rubbellose. Wie viele war nicht vereinbart? Ich schlage vor, ich gehe einfach mal so rein. Guck mal, hier kann man noch gut von außen filmen. Dann frage ich einfach, ich tue mal einfach so, als wenn irgendwas, keine Ahnung. Ja. Ich kaufe jetzt mal, ich kaufe euch mal lose. Fünf 1 Euro lose oder ein 5 Euro los oder 2 Euro lose und ein 1 Euro los. Alles. Oder ein halbes, 10 Euro los. Kauf einfach ein Los für 1 Euro oder 2 Euro, weiß nicht. Jedenfalls nicht für 5 Euro, weil Leute, denkt doch mal daran. 5 Euro Bruttoeinnahmen, davon gehen ab. 50 Euro PayPal, 50 Euro Bankgebühren, dann nochmal 100 Euro Steuer der Stadt München. Dann zahlt Adam für eure 5 Euro Spende 587.626,50 Euro drauf.
Zahlt man überhaupt auf rubbellose Umsatzsteuer? Also, stimmt. Kann ich mir die wiederholen? Dann muss ich aber nach einer Quittung fragen. Wie peinlich ist das denn? Können Sie mir bitte auf die rubbellose eine Quittung geben? Ja, das können Sie doch eh nicht versteuern. Doch, weil das läuft gerade im Stream. Ich weiß es nicht. Ich weiß, probier's aus, frag, mach doch einfach. Mein Komm, hallo ist. Ja, okay, bis gleich. Bis gleich, Jung. Sorry. Wir müssen mal gucken, ob das Mikro reicht vom Empfang. Okay. Aber ja, wir gucken mal. Tschüss. Hallo. Servus. 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 Ja, ich trinke kein Bier, das ist das Problem. Ich bin auf dem Oktoberfest und trinke kein Bier. Hab eine Tracht an und trinke kein Bier. Das ist scheiße. Ja, irgendwie schon, ja. Hallo. Ich brauche rubbellose. Sind Sie die Lottoannahmestelle? Ja, die indischen. Haben Sie indische Rubbellose? Indischen Schokolade. Indische Rubbellose? Indischen alles. Ach so, okay. Dann ist da Lotto wahrscheinlich, ne? Ja, Lotto. Okay, ne, dann kaufe ich irgendwas anderes. Haben Sie irgendwie so einen Reissack, den niemand interessiert? Reis? So? Ja? Ja, welcher Reis? Oder Basmati oder Sona Masuri? 8,49 €. Ja, nein, das ist nicht der Preis, das ist das. Das ist 5 Kilo. 5 Kilogramm Reis. Das ist 2 Kilo, das ist 1 Kilo. Wie viel kostet der 1 Kilogramm Reis? Das ist hier 3,29 €, das ist 3,29 €. Das ist 2 Kilo, das ist 5,29 €. Ach, dann nehme ich ich nehme die Britannia Time Pass Kekse. Ja, ja, die sehen mir sehr indisch aus. Ja, ach, ich nehme die hier. Okay. Die kommen auch aus Indien, die Britannia Time Pass Kekse. €0,69 Ja. Das eins, oder? Ja, das passt so. Ja, ich dachte, hier wäre Lotto drin, deswegen habe ich es verwechselt, aber ich kann nicht rausgehen, ohne nicht irgendwas einzukaufen. Dankeschön. Ah, ja, gerne, dann kann ich es versteuern, weil das im Stream gekauft wurde. Dankeschön, tschüss. Falscher Kiosk. Ich wollte nicht rausgehen, ohne irgendwas zu kaufen. Deswegen dachte ich mir, indische Kekse, Time Pass aus Britannia. Keine Ahnung. Hier, bitteschön. Ich wollte jetzt den Reissack kaufen, ne? Ohne Scheiß. Ich wollte rauskommen mit diesem 5 Kilogramm Reissack. Aber dann habe ich eine Sekunde mal den Verstand eingeschaltet und mir gedacht, ist halt kurz lustig. Aber wenn der 8,49 € kostet, was machst du dann damit? So ein bisschen wie dieses Steak aus dem Steakautomaten. Ja. Ja, aber ich glaube, vielleicht gegenüber. Da ist Lotto. Ja, da läuft ein bisschen GEMA-Musik, aber scheiß drauf. Scheiß drauf, warte mal. Oktoberfest ist noch einmal im Jahr. Okay, dann bis gleich. Kannst du ganz kurz halten? Ja. Dann schnaufe ich einmal kurz aus. Dann hört man die Musik gar nicht. Also, wer gerade eingeschaltet hat, ich kaufe gerade rubbellose, denn Fuxi LP wollte das so. Fixi Lexi. Und Fuxi LP gehört zu einer Stammzuschauerschaft. Ah, jetzt endlich mal Nase. Ziemlich witzig, wie ich. Also, eigentlich schaue ich jede Woche, aber trotzdem, manche User kennt man davon. Aber gut, manche gucken auch nur und kommentieren nicht so viel. Und ja, aber wir sind ja auch so viele schon geworden. So viele Leute. 200 Party-People, ja, jedes Mal. Und dann erst die Leute, die die Aufzeichnung angucken. Zusammen gibt es einen Verdienst von 379 € pro Stream. Wie viel waren das? Wie viel? 375, ne? Ja. 375. Mindestens. Ich müsste die Frau eigentlich echt mal anrufen. Die Frau. Schick dir einfach per SMS den Streamlink. Als ob sie den nicht schon hätte. Ja. Ist das rubbellos oder? Ja, ich nehme wieder das Mikro mit. Okay. Okay. Bis dann. Tschüss. Bis gleich. Hallo, ich brauche rubbellose. Ich nehme zweimal das Bayernlos und einmal irgendein Los für 1 €. Aber wann kann ich den klein machen hier? Mhm. Ja, genau. Bayern los. Dankeschön. Tschüss. Bleiben in Kontakt. Oh Malte, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Also ich habe jetzt, wie Fuxi LP gesagt hat, Lose im Wert von 5 € gekauft. Dann ist mir aber aufgefallen, das sind keine Rubbellose hier. Also das ist ein Rubbellos. Also oh. Rubbelgalaxie ist ein Rubbellos, aber nicht das hier.
Aber es steht los drauf. Also juristisch bin ich immer noch der Meinung, dass es vollkommen ausreichend ist, weil du hast einen Rubbel losgekauft und das war das Vereinbarte. Ich glaube, das war der gleiche Inder wie vorhin auch, also in dem anderen Kiosk. Ausweiskontrolle. Ausweiskontrolle, das ist mein Ausweis hier. Das ist rubbellos. Wollen Sie mitrubbeln? Wir haben drei Lose. Sie sind der Dritte. Aber ich glaube, das war wirklich der gleiche, weil dort steht jetzt keiner mehr. Und der, geht, steht der geht hin und her. Dann lass doch jetzt mal wieder diese Großbritannia-Kekse hier kaufen. Dann muss er wieder in einen anderen Laden rennen. Das ist aber ziemlich gemein. Ja, es ist der arme Mann. Und dann sagen, kommt aus einem fremden Land hierher, arbeitet hart und du willst jetzt so verarschen. Ah, die Rassismuskeule. Ja, okay, da hast du natürlich recht. So, wie wir alle wissen, Inder sind die besten Menschen. Sam sagt, you had one job. Ja. Er hat es auch geschafft, er hat ja Rubbellose. Das wenn du gar keinen Rubbel hast... Rubbellos hättest du mir nicht dem zustimmen. So, wollen wir das jetzt aufrubbeln? Ich mache jetzt das, was man auf dem Oktoberfest auf jeden Fall machen sollte. Portemonnaie nach vorne. Wenn ihr gerade in der Nähe seid und wissen wollt, wie viele Bankkonten ich habe, dann lasst euch gesagt sein, es ist nur ein einziges. Und es ist viel zu teuer. Bei der Sparkasse. Ja, woher weißt du das? Weil ich es gehackt habe. Nein, ich bin der Bankberater. Oh, Kreislauf. Wenn ich nachher umkippe, dann nur, weil Kreislauf, okay? Okay. Einfach, also ich hatte jetzt kein Fieber gehabt oder sonst irgendwas. Aber nicht auf den Kotzhügel gelegen. Nein, nein. Da kommen wir gar nicht hin. Wo rubbeln wir die Katz? Ja. Wir müssen jemanden suchen, der uns das dritte losrubbelt. Ich kann, naja. Ach so, ach nein, du schon wieder mit deinen Perversitäten. Na, also ich habe es gesagt, aber du hast es gesagt, gedacht. Entschuldigung. Wir gehen in die falsche Richtung. In welche Richtung sollen wir denn gehen? Kiezi sagt, die sind doch gar nicht auf den Wiesen. Ach so, ach gut, dass das nochmal festgehalten wird. Ach, dann gehen wir da gleich hin. Ja. Das ist ja eh die Richtung, die wir einschlagen wollten. Wollten wir das? Okay, dann müssen wir wieder zurück. Ich hoffe, das ist so okay, Fuxi LP. Aber auf jeden Fall ist es eigentlich ein Minusgeschäft für mich. Scheiße, und ich habe die Quittung jetzt gar nicht mitgenommen. Oh. Sollen wir nochmal zurückgehen und fragen, ob du die Quittung noch kriegen kannst? Ja. Das machen wir. Dann muss er wieder von dem einen Laden in einen anderen Laden springen. Naja, außer er ist noch da. Meinst du, es kommt völlig verdächtig vor, wenn ich das Mikro ganz in der Hand halte, während ich reingehe? Nein. Nee, ich glaube auch nicht. Sag einfach, du bist vom Fernsehen. Dann er hat die Kamera auch schon überhaupt längst nicht mehr bemerkt. Aber ich kann dann sagen, it's just a prank. It's just a prank. Hier ist das Finanzamt Frankfurt 4 in Tracht. Ah nee, Finanzamt München müsste es ja sein. Moment mal. Hier ist der Inder und... Hallo. Nein, da ist keiner. Das stimmt doch, das ist der gleiche Typ. Der eine bei den Getränken? Ach, so gut. Kunde, Verkäufer, sehen doch alle gleich aus. Oh, scheiße. Schnitt. Hier, ist das live? Hallo? Ich glaube nicht. Wer macht denn sowas? Livestream? Kommt ein TV-Team nachträglich in ein Kiosk und fragt nach einer Quittung für Lose. Kannst du dir nicht ausdenken, sowas? Ich denke nicht. Hat ein Teilnehmer im Chat geschrieben. Der Gorminister. Ah. Okay, bis gleich. Bis gleich. Hallo, ich habe eine ganz kurze Frage. Haben Sie eine Quittung noch zufällig dafür? Von denen? Ja? Also irgendwie nur so Kassenquittung oder so? Oder Zwischenrechnung oder irgendwas? Ich habe keine Quittung von dieser, aber andere haben nicht. Aber diese Kasse ist kann nicht geben. Ach so, okay. So, aber keine Quittung. Wenn die Getränke oder wie alles, ich kann dir eine Quittung. Ja, dann komme ich vielleicht gleich nochmal wieder wegen Getränken. Ja, okay. Alles klar, danke. Aber nein, keine Quittung. Okay, kein Problem, tschüss. Alter, das Problem ist, er ist mir zu nett. Ich will ihn irgendwie gar nicht so verarschen. Also er hat keine Quittung. Diese Kasse kann keine Quittung machen. Ah. Da musst du mal ins BGB schauen. Okay, ich muss gestehen, ich weiß den Paragraphen nicht. Ja, du bist irgendwo, ja auch kein Steuermann. Irgendwo im BGB steht drin, ein Paragraph. Fascinating. Fascinating. Wo steht das denn drin? Ich glaube, weiß nicht, so 300 noch was, 200 noch was. Dass man das Recht hat auf eine Quittung. Aber, und das ist das große Aber, man muss als Käufer die Kosten der Quittung übernehmen. Das ist doch 2 Cent Druckkosten. 2 Cent Druckkosten? Oder ist es seine Zeit? Seine geschätzte Zeit? Das wenn man das runterrechnet, 6 Euro die Stunde? Ja, Adam, das war ein Scherz. Also inhaltlich natürlich nicht, aber ich wollte darauf hinaus, dass es... Ich finde es irgendwie lustig, es steht da im Gesetz noch so drin, dass man die Kosten übernehmen muss, aber heutzutage kostet es halt einen halben Cent oder so. Na gut, ich hole mir noch jemanden zum Rubbeln, dass wir zu dritt einfach so losöffnen können, okay? Ja, such dir okay. Mal jemanden zum Rubbeln, der... Wie heißt das auf Englisch? Falls ich auf Englisch los. Scratch Card, ne? Scratch Card ist ja rubbellos, glaube ich. Kann sein, ja. Kann sein. Ich weiß nicht, ich bin kein Engländer. Er hätte eine manuell ausstellen sollen. Naja. Ach, der arme Inder. Stimmt. Er hatte schon so ein schwieriges Leben.
übers Mittelmeer hergekommen. Nee, das waren die anderen. Oh, scheiße. Oh. Ich weiß nicht, das war nie mein Humor. Warum fange ich mit sowas jetzt an? Nur weil jetzt Bundestagswahlen sind und ich das Kreuz an der falschen Stelle gemacht habe? Das sind Bundestagswahlen, habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, ich habe es nur mitbekommen durch meine Briefwahl, weil ich irgendwie versucht habe, 15 verschiedene Zettel, weil in Frankfurt ist auch noch Kommunalwahl oder wie das heißt. Mhm. Da darf man eins von drei Leuten wählen, die man auch nicht kennt. Und ach, sehen noch alle. Ist das was Lustiges mit Panaschieren und Kumulieren? Ja, genau. Ah, witzig. Das habe ich nie verstanden. Oh, ich auch nicht. Okay. Welches Welches möchtest du? Ja, Oktoberfest. Naja, also ich würde sagen, ich nehme dann einmal so eins. Für das suchen wir uns jemanden, der das aufruppelt, und das nimmst du. Das sieht ja dann voll prankmäßig aus, wenn wir zwei andere Lose haben. Aber ich lasse die Person dann entscheiden. Oder so. Okay, let's go. Aber das ist jetzt meins. Dann gehen wir so Richtung Oktoberfest. Aha. Profit, meine Damen und Herren. Profit. Dann können wir da gleich noch filmen, also so reinfilmen und... Dann bist du auch auf dem Oktoberfest gewesen. Und dann haben wir bestimmt wieder so viele Zuschauer, dass die Hälfte nicht mehr weiß, was jetzt eigentlich am Anfang erzählt wurde über diese lustige Drehgenehmigung. Das ist für mich die Story des Tages, aber... Und dann haben wir noch so viele Spiele von Chris 86. Wir sind hier live, spult einfach zurück. Oh, aber wir sind live. Aber es geht trotzdem, wir sind live und ihr könnt zurückspulen. Ja. Krass. Wunder der Technik. Ich habe mal überlegt, ob ich das deaktivieren soll, wegen Bildrechte oder so. Nee, das finde ich gut, das ist anders. Scheiß auf Bildrechte. Swuppdiwupp sagt, dass er was kochen möchte, aber er hat Angst, was zu verpassen. Das ist natürlich in so einem Livestream. Was kochst du denn? Dann können wir so lange halt wirklich uninteressante Sachen machen, wo die Leute dann sagen, ja okay, es ist gerade, zieht sich gerade so. Das ist ganz gut, weil dann kann ich mich hinsetzen und so. Ist auch gut wegen Kreislauf. Fleischpuppe sagt, vielleicht ist ein Sofortgewinn eine Drehgenehmigung. Ja. Aber wir müssen dann gleich vorher klären, bevor die Person ein Los öffnet oder aufrubbelt, ob du es dieser Person geschenkt hast, ja, das stimmt, oder ob sie es nur für dich aufrubbeln soll. Weil okay, sonst hast du den Fall, ja, wie bei dieser Gruppe, die campen waren im Sauerland oder in irgendwelchen Bergen, ja, und die haben ein Auto gewonnen über eine Kronkorkenaktion von Krombacher oder sowas. Und der eine Typ wollte sich das Auto einfach alleine einstecken. Ja, den Fall kenne ich auch öfters von mir, von zu Hause. Ist schwierig. In der Tat sehr, sehr schwierig. Patrick sagt, hat der Jurist gerade gesagt, scheiß auf Bildrechte, Anzeige ist raus. Naja, also man kann ja immer erstmal alles machen. Jetzt fängt er an zu relativieren. Vielleicht sollte ich meine Stimmbänder schwinden. Ja, im Relativieren bin ich gut. Ich könnte fast in die AfD eintreten. Es ist ja so, Bildrechte ist ja schön und gut, jeder hat Bildrechte, auch Passanten hier links haben Bildrechte. Auch nicht weniger, Passanten, weil sie wahrscheinlich kein Deutsch können, was ich jetzt mutmaße. Also so etwas. Ich habe sie nicht von vorne gesehen. Nur weil sie aussehen wie waschechte Touristen? Ich habe sie nicht von vorne gesehen, ja. Sehe ich nicht aus wie ein dümmlicher Frankfurter Tourist? Ja. Ja. Alleine mit den Taschentüchern hier. Und ich weiß immer noch nicht, ob ich das richtig zusammengeknöpft habe. Das sieht aber eigentlich halbwegs richtig aus, ja. Das sieht richtig aus, ne? Ja. Gizmo sagt, will auch Burger braten, hab aber Angst, was zu verpassen. Meine Freundin macht mir die Hölle heiß. Ah. Seine Freundin macht ihm die Hölle heiß, wenn er was verpasst? Das verstehe ich nicht. Gemeinsamer Haushalt immer schwierig bei Streams. Das kenne ich. Wie erklärt man irgendjemandem im eigenen Haushalt, was das hier ist und so weiter? Ja. Ach stimmt, ich wollte eigentlich auch ein paar Leuten den Streamlink schicken. Das habe ich jetzt gar nicht gemacht. Moment. Oh. Weißt du, ich mache es so ein bisschen, ich nutze die Macht des ersten Satzes. Beim ersten Satz, wenn man irgendjemanden anspricht vor der Kamera, sind die Leute erstmal so irritiert und hör und was und so weiter. An der Stelle werde ich dann sagen, können Sie für mich rubbeln? Dann habe ich den Nachweis. Im darauffolgenden Dialog sage ich einfach nur, hier, rubbeln Sie doch mal. Das dürfte doch rechtlich so zählen, dass der Gewinn mir dann schuldig wäre, oder? Und dann haben wir genau den richtigen. Hey, wollen Sie mitrubbeln? Wir haben drei Lose. Suchen Sie sich einen aus, wir rubbeln gemeinsam. Also, er hat auch ein Los? Ich sprach ihn ein bisschen Deutsch. Das reicht auf jeden Fall. Yes. Wo kommst du her? Wo kommen Sie her? I'm from Pakistan. Pakistan, hallo. Das sind Gewinnlose. Also, man scratcht hier ein bisschen rum und dann gibt es vielleicht einen Gewinn. Suchen Sie sich einfach einen aus. Wie viel kostet? Das kostet nichts. Nichts kostet? Sie können nur was gewinnen. Okay. Und das teilen wir dann im Verhältnis 99% 1%. Okay. So. Das ist Malte, der hat jetzt gerade was gespendet an dem... Ach so, stimmt, der braucht eine Münze. Kannst du ihm eine Münze spenden? Ja, ich kann... Ich gebe sie dir wieder. Danke. Genau, ich mach mein Los aus. Ich mach mein Los aus. Da muss dreimal der gleiche Betrag sein. Oh.
Ja, 1000, 1000, 1000. Ah, leider nichts. Nichts? Leider nichts. Also es müsste nochmal einmal 1000 sein oder nochmal 25.000. Also immer dreimal, aber das ist nur ein. Dreimal 25.000? Ja, genau. Okay. So, ist einmal oder zweimal? Jetzt ist zweimal, aber es muss dreimal sein. Okay. Also dreimal 1000 oder sonst was. Aber du kannst es behalten, wenn sie wollen. Das ist, das ist ein Geschenk. Aber man kann damit leider nichts mehr machen. Das ist eine Niete. Okay. Also kein Gewinn. Hier ist deine Münze. Jetzt gucken wir mal, was wir haben. Das ist ein bisschen anders, dieses Los. Mhm. Leider nicht. Auch nichts. Oh. Ja. Geil finde ich auch leider nicht, aber hier unten ist ein Gewinnverfallsdatum. Mhm. Achso, bei zweite Chance Adressfeld auswählen. Mhm, okay. Ja, ich habe eine zweite Chance gewonnen. Du hast eine zweite Chance? Ja. Zweite Chance? Ist das ein Freilos oder was? So wie ich das verstanden habe, ja. Der unsinnigste Gewinn, den es jemals gab. Warum schreiben die nicht gleich hier der und der Gewinn? Wozu Freilos? Da müssen wir jetzt nochmal dahin tängeln und sagen, hier, aber jetzt bitte eine Quittung für das Freilos. Aber naja, wenn du eine Quittung für das Freilos kriegst, dann hast du das. No chance. We have no chance, no. And also this one. No, because you need the... Die Mount, ja, dreimal genau. Okay. Turbel time. Okay. Yeah. So, are you here for the Oktoberfest? Yes. I want to go in Oktoberfest, yeah. Yes. Ah, so you just visited Germany for vacation? No, I'll stay here. Ah, where you stay? In Moosburg. Okay, that's not far away, isn't it? Where? Is it Moosburg? Minsberg? Minsberg. I don't know, but it's also Moosburg in the after Friday. Ah, yes. Hey. That's not far away. Because I'm not from here. We are from Frankfurt. Frankfurt. Yeah, nice. So I traveled a few hours by train just to know that I'm not allowed to broadcast from the Oktoberfest. Why? Oh, because it's expensive. Ah, and I asked them, but they want 375 euro. Okay. Yeah, that's terrible. So you in which TV? Sorry? You're from which TV? Oh, it's not actually TV, it's just YouTube. Okay, YouTube channel. Yeah, I have a card. Mm-hmm. Somewhere. I have a lot of tissues today because I have a cold. Tissue is important for you. It is, actually today it is. Because my cold just started on Monday and it's in the high time now. Here we go. That's the YouTube channel. Okay. And I'm going every first day to another city and I'm exploring the city and sometimes I have somebody with me, sometimes not. And yeah, it's a lot of nice fun. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to see you. See you soon, yeah. Have fun with your Niete. Was machen wir denn jetzt hier mit der zweiten Chance? Oder sollen wir die zweite Chance verschenken? Aber die will wahrscheinlich. Chat, was meint ihr? Sollen wir da jetzt wieder hintingeln oder sollen wir wieder direkt zu dem Eingang, wo wir die ganze Zeit stehen? Einer hat gesagt, zweite Chance ist was anderes als ein Freilos. Ach, da unten steht's doch. Bei zweite Chance Adressfeld ausfüllen, unterschreiben und in der Annahmestelle abgeben. Ja, können Sie es erklären, wie hier die bayerischen Lose funktionieren? Wir haben bayerische Lose gekauft und wissen nicht, wie das geht? Naja, aber man soll es ausfüllen, unterschreiben und in der Annahmestelle abgeben. Oder ist es dann... Ach so, mit zweite Chance beim Fernsehgewinnspiel im BR Fernsehgewinnmöglichkeit bis 45.000 Euro oder mehr. Also ich vermute, das ist dann quasi eine andere Lotterie. Also selbst wenn, ich glaube, diese 1 Million, die könnte man niemals hier abholen, weil wann ist man schon in Bayern? Ach so, du. Vergessen. Ja. Die Leute nervt die Geige ein bisschen. Lass uns von dieser Geige entfernen, für die du Trinkgeld spendiert hast. Ich fand das schön. Hatte nicht am Anfang die Musik von der Pate gespielt? Weißt du, wem ich die zweite Chance gebe? Das Los, das lege ich bei, wenn ich hier die Tracht wieder zurückschicke. Sorry. Wow. Wenn ich die Tracht zurückschicke, dann... Kommt ihr aus Bayern? Ja. Dann hier bitte. Oh, danke schön. Halt mal kurz. Dann muss ich die Nase putzen. Schon wieder. Ich bin wohin? Im ICE? Es lief die ganze Zeit. Ich frage mich immer noch, was soll man machen mit einer laufenden Nase? Ist besser, als wenn der ICE stecken bleibt. Stimmt. Oh, 20 Euro von Meister Popper für Gifhorn. Gifhorn? Meister Popper, du bist natürlich wieder herzlich eingeladen, nicht zu kommen. Also schon zu kommen, aber wie du willst, halt, wie es deine Zeit erlaubt. Ich bin da noch nicht böse. Ich kenne sogar jemanden, der kommt aus der Nähe von Gifhorn. Meister Popper? Nein. Achso. Niemand kennt Meister Popper. Doch, ich. Persönlich? Er schreibt mir Briefe. Ja, also kurze Erklärung, Meister Popper. Er verarscht dich, er spendet die 1000 Euro, nein, damit du in irgendeinen Kuhkopf fährst. Und dann taucht er nicht auf. Er wäre wirklich gekommen. Ja, natürlich, hätte ich jetzt auch gesagt. Also wer diese Geschichte nicht kennt, gelben Sande. Ich weiß, das muss man erstmal in der Google suchen, weil man nicht weiß, wie das geschrieben wird. Ob es auseinandergeschrieben wird oder nicht. Gelben Sande war der Stream, bei dem Meister Popper finanziell dafür gesorgt hat, dass ich da hinfahren kann. Ein sehr großer Unterstützer, aber leider zeitlich manchmal angebunden. Und in dem Abend gab es halt ein Missgeschick.
Das nächste Mal kommt er, mein Gott. Jeder hat eine zweite Chance verdient. Ja. Aber er hat ja noch nicht versprochen, dass er nach Gifhorn kommt. Nee. Und vor allem ist ja die Frage, ist das der echte Meisterpropper oder ein Fake-Meisterpropper? Das ist ja immer das Problem. Kann sich ja jeder Meisterpropper nennen, aber es gibt nur einen wahren Meisterpropper. Andererseits, man kann auch sagen, Meisterpropper hat ja in Lüneburg gut geholfen. Moment, ich muss kurz ablaufen lassen. Und dafür spendet ihr Geld. Was soll... Ja, da... Ich sag dir, wofür du spendest. Gib das motherfucking Mikrofon. Dafür, dass ich trotzdem hierher gekommen bin mit meinem Schnupfen. Ich dachte mir, heute Morgen dachte ich mir... Und weil ich mir sowas mal gedacht habe, habe ich mein Zugticket auch erst im letzten Moment gekauft. Ist das so? Was hast du eigentlich bezahlt? Ziemlich wenig, weil es gab ja letzte Woche bei Penny zu den 29 Euro Guthabenkarten von der Bahn 4,50 Euro Gutscheine. Also habe ich mit einem Bahncard 25 eigentlich 9,95 Euro von Augsburger und Städten nach München Hauptbahnhof bezahlt, minus 4,50 Euro. Ich habe noch 20 Toffifee-Packungen zu Hause, ich hätte dir noch einen Toffifee-Gutschein geben können. Ja, ich habe auch noch 9 Stück davon, aber die gelten erst ab 49 Euro. Ja, okay, ich verstehe. Ja. Naja. Mir fehlen noch 500 Euro Umsatz, damit ich auch Bahnkomfort-Status habe. Ach, eigentlich hätte ich ihn mal fragen können, was er so für einen Zulauf hat. Okay. Ich hole schon mal das erste Spiel raus. Das erste Spiel? Wir können ja gleich wirklich zum Haupteingang gehen. Weil sonst haben wir gleich wieder die gleiche Hintergrundkulisse wie sonst. Manche Menschen sind auch alleine hier, ne? Ja, warum denn auch nicht? Die Ampel ist gar nicht auf Rot, warum warten wir hier? Ich habe mich gerade auch gefragt, worauf du wartest. Es war irgendwie, du sagst, hast dich umgeschaut. Ich dachte, du wartest irgendwas Besonderes. War ja das Zimmer mir. Aber gehst du denn jetzt erstmal kurz aufs Oktoberfest drauf, damit wir das erledigt haben? Meinst du, ich kann das Mikro dabei mitnehmen? Du kannst es zumindest versuchen, vielleicht sagt ihr dir dann keine Mikros. Und dann gibt es halt wieder mir. Das Ding ist, wie lange dauert es da reinzukommen? Nicht lange, also wenn du den Rucksack da lässt, dann muss man sich glaube ich nicht großartig kontrollieren lassen. Wir können ja gleich einen geeigneten Winkel angucken. Ja, also ich stand da eine Weile davor und die meisten einfach so, die hatten keinen Rucksack hatten oder so. Hier ist ja gar keine Security. Das ist natürlich clever. Okay, let's go. Okay, gegen den Strom. Wann wird mich der Erste ansprechen? Okay. Ich glaube, hier sind Zivilpolizisten, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, da hinten. Oh, da hinten ist Security. Ja. Okay. Leute, ich weiß halt nicht, ob der Empfang hält, sonst hätte ich es gemacht. Das Ding ist, ich muss mich kurz mit meinem Guide beraten. Okay, also von hier aus sieht das alles lustig aus, aber da hinten ist so eine gelbe Kette. Und die stehen da sehr dicht dran. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Mikro bis dahin rein. Von hier aus, der Typ gehört schon dazu, ne? Stimmt, da vorne ist der erste gelbe Typ. Ja gut, gehen wir erstmal zum Eingang, wo man reingehen darf. Genau, bevor ich einen Platzverweis für alles bekomme. So haben sie uns noch nicht auf dem Kika. Meinst du, die können ja die meine Mutter den Kinderkanal auf die Taste treibt? Was? Ein Platzverbot für die Stadt München? Ja, für dieses Areal. Aber für die ganze Stadt? Nee, das geht wahrscheinlich nicht. Ich meine, sag du es mir. Wir können ja hier außen rumgehen. Ja. Haben wir wieder ein bisschen mehr Platz. Das Ding ist ja, machen kann man immer erst viel. So, aber man, hier kannst du rein. Nee, keine zu Wiesen? Ja. Also, das verstehe ich jetzt nicht. Kein Eingang zu Wiesen? Nee, dann ist der Eingang der linke. Da links ist doch dieser fette Eingang. Ja, aber die Leute gehen doch da die ganze Zeit rein. Ah, nee, Quatsch. Nein, stimmt. Das hier ist nur die U-Bahn. Stimmt, richtig. Macht Sinn, das ist ja ein U-Bahn-Schild. Da stand ich die ganze Zeit. Ich habe mich die ganze Zeit beobachtet. Ich dachte, das wäre noch ein Eingang. Videomax, rein rechtlich war ich schon jetzt auf dem Oktoberfest. Alles, was du da kommst. Ich gehe mal ein bisschen zur Seite, damit ich mich ausführlich bedanken kann bei Simon für die 5 Euro für Köln. Vielen lieben Dank dafür. Mit Julian. Geh doch kurz rein, film etwas mit dem Handy und dann kannst du es später in die Aufzeichnung packen. Okay, ja gut, aber das kann ich später mal noch machen. Theoretisch. Aber guck mal, so schwer dürfte es doch gar nicht sein, oder? Ich meine, wir sparen über 275 Euro. Wie viel waren das? 375.
Sieht doch schön aus. Ja. Komm, das interessiert jetzt zwar kein Schwein, aber ich würde gerade noch mal einmal so ein Vollbild ganz gerne haben für irgendeinen Trailer oder so, dass man sieht, wie ich in dieser Pracht hier stehe. Yeah. Okay. Das wäre ganz gut. Leute, das müsst ihr entschuldigen, aber die Hintergrundkulisse ist so schön. Kommt das künstlich rüber, das Lächeln? Ein bisschen. Ach so. Ja, es war mir nur wichtig, weil diese Tracht anzuziehen hat ungefähr 3 Jahre gedauert. Kannst du gleich da stehen lassen, weil du gehst jetzt rein auf das Gelände ohne Rucksack. Hast du gesehen, wie der eine Security-Typ auf den anderen gezeigt hat? Nee. Was kostet der Eintritt, wird im Chat gefragt. Der Eintritt ist kostenfrei. Das wird finanziert über die Drehgenehmigungsgebühren. Ja. Das Bild wird ziemlich dunkel jetzt, ne? Aber wird es im Hintergrund dunkel oder im Vordergrund? Im Vordergrund. Na, dafür haben wir ja Licht. Das können wir dann bald anmachen. Hallo. Ja, cool. Dann lass uns doch mal hier 3 Stunden bleiben. Ich hol schon mal das Spiel raus. Okay. Das erste, ich habe verschiedene Spiele. Internet Rambo sagt, macht ein paar Softboxen an. Was meint er? Keine Ahnung. Ach, Softboxen sind diese fetten Strahler, die CF auch für seinen Stream hat. Ich habe CF-Stream nur einmal geschaut. Ich kenne das nicht so genau. Jetzt zweimal sogar, aber nicht live. Chris86, oh, aka Chris87, hat freundlicherweise verschiedene Quizfragen und Umschläge gepackt. Wieder sehr viel Mühe beigegeben. Diese Umschläge sind dicht. Ungefähr so wie die Hälfte der Oktoberfestbesucher. Und ja, ich bestätige, diese Umschläge sind dicht. Der Ablauf ist wieder beim letzten Mal, als ich diese Kielfragen bekommen habe. Ich trete gegen jemanden an und wenn derjenige diese Antwort weiß und richtig löst und ich nicht, kriegt er den darin enthaltenen Geldbetrag. Einfache Regel. Einfache Regel. Dann müssen wir uns jemanden suchen. Es ist jetzt bestimmt schon 1 Minute lang niemand ins Bild gesprungen, ne? Echt komisch. Seltsam. Ich glaube. Wir stehen hier wahrscheinlich schlecht. Können ja einen Security-Typen fragen. Genau, die sind immer für den Spaß aufgelegt. Oh, warum habe ich mir nicht einfach einen Security-Typen von der gleichen Firma gebucht? Oh. Wenn wir ihm gesagt hätten, dass ich eine Drehgenehmigung hier habe, dann hätte er das bestimmt nicht so geprüft, wie die das geprüft hätten, wenn ich woanders reingegangen wäre. Naja. Hallo. Hallo. Hat sie Lanze bei uns auch schon mal da? Ja, das stimmt. Ja. Wie geil ist das denn? Am Finny hast du die Angel geschenkt. Die sind im Einsatz. Wir haben am Brunnen geangelt. Genau, richtig. Wie geil ist das denn? Ich hol mal kurz meinen Rucksack her. Sag mir hallo. Die Angel gibt's immer noch. Die gibt's immer noch? Ja, die gibt's immer noch, ja. Ach, wie cool. Ja, da waren wir in Lanze am Brunnen, genau. Da haben wir mit dem Herrn geangelt. Machen Sie das auch so wie ich, dass Sie jeden Donnerstag an einen anderen Ort gehen und dann zufällig ist es immer dasselbe? Nee. Mit 2 Kindern ist es nicht so einfach. Aber Sie sind jetzt nicht so eine Stalkerin oder sowas, ne? Ja doch, wir verfolgen Sie schon seit Monaten. Also, das haben Sie aber viel zu tun und viel zu schleppen. Das hat uns aber gewundert, gell, dass wir wieder jemanden kennen. Ha? Ach, wie cool. Ja. Da muss ich gucke mir heute Abend noch das Video an. Wahrscheinlich bist du schon wieder um 2 Monate gewachsen oder so, ne? Landshut ist ja, glaube ich, 2 Monate. Ist im Internet drinnen, oder? Ja, genau. Unter welcher? Habe ich Ihnen damals keine Karte gegeben? Nee. Weil es noch keine gab. Aber jetzt gibt es welche. Okay. Dann können wir das von Land und dann wieder raussuchen, oder wie? Ja, genau, das ist komplett drin. Dann gucken wir das morgen mal an im Internet, gell? Ja, genau. Perfekt. Das ist der Kanal. Sie sind fleißig unterwegs. Ja, genau. Die Leute kamen auf diese... Donnerstag, okay. Naja. Die Leute sind auf die Idee gekommen, mich jetzt hier zum Oktoberfest zu schicken. Nur haben Sie was haben Sie heute für einen Auftrag? Wieder mit... Ja, wieder mit Leuten reden und Spiele spielen und so weiter. Ah, schön. Ja, nur leider kostet das 375, wenn wir diese Grenze hier übertreten, weil das dann drehgenehmigungspflichtig ist von der Stadt München. Und hier kann ich so rumlaufen wie in Landshut und dann kostet es nichts. Haben Sie denn Lust, dass Sie diesmal mit mir spielen? Nee, wir müssen jetzt heim, wir müssen zum Zug. Ach so, wir fahren nach Landshut zurück. Okay, genau. Dann sehen wir uns ja sowieso Abend, wieder. Gell? Wir sehen uns in 1,5 Monaten eh wieder. Genau. Vielleicht in Schleswig-Holstein oder so, Niedersachsen. Kann gut sein. Witzig, ich denke an Sie. Alles Gute, tschüss. Das ist witzig. Okay, das glaubt uns doch kein Schwein. Das glaubt uns doch wieder keiner. Die im Chat glauben das nicht. Nee? Hallo? Willst du spielen mit mir? Okay, das war vielleicht die falsche Frage. Willst du spielen mit mir, so ungefähr? Oh Mann, die glauben uns. 10 Euro.
10 Euro. Ich hätte winken müssen mit dem Geldschein. Ja. Ja, aber der ist ja hier drin. Glaube ich. Es sei denn, Chris 86, also 87 hat diesmal die Quizfragen nur gemacht. Hält's mal kurz, ich muss Nase putzen. Schnupfen, was soll ich machen? Tja. Tja. Jetzt komm, sag mal, wie viel hast du der Frau bezahlt, dass sie auftaucht wieder? 50 Euro. Nochmal bitte? Wie viel hast du der Frau bezahlt, dass sie hier nochmal auftaucht? 50 Euro. Nein, natürlich nicht, Leute, weil live ist live. Analysiert dieses Video. Die wird von irgendwo so auftauchen, dass man nicht das Gefühl hat, dass sie irgendwie weiß, dass wir gerade hier sind. Jetzt wird selbst das Skyline TV schon geskriptet, heißt es im Chat. Ja, Tom Knoll arbeitet ja auf RTL 2. Heiko schreibt, die Frau hat 375 Euro gekostet. Oh. Ja. Oh. Ach ja. Das ist nicht cool, Heiko. Für Frauen, Frauen sind keine Objekte. Ach so. Oh, dass ich sowas vorlese. Oh. Och nein. Ja, Chat, ihr seid in meinem Ohr. Ich möchte an der Stelle nochmal darauf hinweisen, dass wir einen Full-HD-Stream vorm Oktoberfest, wo die Leute Empfangsprobleme haben, mit der besten Bitrate, die es gibt, in Full-HD mit über 5 Mbit. Die haben keinen Empfang und wir streamen Full-HD, streamen Full-HD, also streamen Full-HD. Kannst du den Stream öffnen? Ja. Oftmals ist es doch nur suggeriert. Was? Oftmals wird doch nur suggeriert, dass du Empfang hast. Nein, Such einfach mal Leute, die mit dir spielen, weil wir verschwinden hier zu viel Zeit. Mach einen Upload in 5 Mbit. Scheiße. Oh, wie sehe ich denn aus? Scheiße, wie seh ich denn warte mal, aus? Das fällt mir jetzt erst auf. Alter, wie rot ist meine Nase schon? Was? Wir sind 231 Leute. Was sagt denn der Chat so? Ja, genau. Moment. Oh, deine Tastatur ist offen. Ja. Schreib mal Fuck the White in the Pussy. So, Kryptonix sagt, naja, billig HD trifft's besser. Also mal wirklich Kryptonix, mach nein, das mal besser. Nein, Kryptonix. Dann musst du bei deinen Einstellungen mal gucken. Wir sind definitiv in 5,3 Mbps. Das ist die beste Einstellung, die wir hier von hier aus überhaupt senden können. Nein. Kryptonix. Nein. Kryptonix sagt, naja, billig HD trifft's besser. Na gut. Das Ding ist halt nur, weil wir wegen der Helligkeit hier natürlich. Ist das ein bisschen nicht der Rechtsanwaltsgehilfe oder so? Pfarr. Ja, siehst du, so ist das. Wenn man einmal in den Chat guckt, ne? Okay, das reicht jetzt auch. So, will jetzt jemand mit uns spielen? Stoffel sagt Adam, wie siehst du denn aus und eine rote Nase hast du auch noch. Okay, die sind beschäftigt. Eins von diesen 10 Sachen, die man übrigens nicht machen soll auf dem Oktoberfest, ist ohne Geld herkommen, weil die Geldautomaten ständig belegt sind. Das sieht man ganz deutlich hier. Massenlange Schlangen würden hier vor den Geldautomaten sein. Das wäre das teuerste Geld abheben überhaupt, wenn ich da jetzt hingehen würde. Müsste ich 375 Euro Drehgenehmigung zahlen, um einmal Geld abzuheben. Hast du etwa keine DKB-Visa-Karte, mit der du weltweit kostenfrei Geld abheben kannst? Mit der ich kostenfrei auf dem Oktoberfest drehen kann? Na, das nicht. Also das, okay, ob die das mit dabei ist, weiß ich nicht. Aber ich kann auf jeden Fall kostenfrei in diesem perfekten Geldautomat Geld abheben. Vorausgesetzt, ich hätte Geld auf dem Konto. Was wer zahlt das dann am Ende? Wer zahlt die Zeche? DKB. Okay. Cool. Yay, wir hatten dieses Spiel offen. Ja. Aber worüber reden wir eigentlich die ganze Zeit? Über irgendeinen Bockmist. Du willst doch nur den Stream verzögern, weil du so wenig Programm hast. Nee, also was so die Spiele und Fragen angeht, habe ich ziemlich viel eigentlich sogar. Ah. Ja. Na gut. Okay, let's go. Ich habe das Gefühl, mit Scheinwerfer finden wir noch mehr Leute. Wir ziehen die Leute magisch an mit dem Licht, ne? Das ist eine falsche Stelle hier. Wo standen wir denn vorhin, wo die Leute immer wirklich hier zu uns kamen und gesagt haben, Hülle? Das war in die Richtung, hinter dem Ausgang. Ja. Aber das war früher. Früher? Also vorher. Als wir noch jung waren. Ja. Links von dir der mit dem Zopf. Links von mir? Das ist der doch der Zopf. Ah, doch, da. Ah, da. Aber. Er hat ja noch nicht mal eine Tracht an. Sollten wir sowas unterstützen? Nein. Ja, dann kommt der original bayerische Wiesenbrezel. Die kosten 5,20 Euro. Was kriegt man dafür? Was für eine große Mahlzeit? 2 Pizzen oder was bekommt man dafür? Nee, du kriegst einen Brezel. Ein Brezel. Wie groß ist die? Ist ein Riesenbrezel. Weiß nicht, aber so groß wie eine Brezel ist.
Das ist doch dann ziemlich trocken. Dann muss ich noch mehr trinken. Hm. Okay, let's go. Let's go. Ich nehme dir das mal wieder ab. Ja. Ich gebe dir die anderen zwei, damit nicht irgendwie heißt, ich habe da manipuliert oder sowas. Hi! Spielst du mit mir, es gibt 10 Euro zu gewinnen? Ich kenne die Frage auch nicht, also ich öffne, guck mal, der ist original versiegelt und so weiter. Oh Gott, wo kommt das denn? Wo das hinkommt? Das da? Das ist YouTube. Aber das guckt kein Schwein, ich bin nicht so erfolgreich leider. Weil du wartest doch, oder? Nicht, dass ich mich jetzt blamier. Ja, nee, das sind, glaube ich, so Fragen, wo man sich nicht blamieren kann. Wenn du dich blamierst, dann nehmen wir es wieder raus. Okay? Ja, also ich darf danach noch entscheiden, ob ich es wieder rausnehme. Okay, in der Aufzeichnung, ja. Aber, ja, wie gesagt, das ist jetzt nicht so drauf angelegt, dass wir hier die Leute verarschen oder so. Weil das wäre jetzt ein bisschen unlustig. Wäre es nicht eigentlich schöner, wenn ich den Quizmaster mache? Oh ja, du machst den Quizmaster. Ich mache den Quizmaster, yay! Es gibt nämlich einen Zuschauer, der hat diese Fragen gemacht. Und irgendwo ist ein Umschlag mit Frage 1, Antwort 1, Antwort Frage 1, Schätzfrage 1. Mach mal Frage 1. Aber was ist hier der Umschlag? Antwort, achso, ja, okay. Ja, du machst das schon. Also, Frage 1. Ich laufe immer so rum. War ganz schön teuer, ich hab's geliehen, kostenfrei. Frage 1. Wie viele Besucher in Millionen hatte das Oktoberfest 2016? A. 3,6. B. 4,6. C. 5,6. Oder D. 6,6. Okay, da kann man sich schon mal nicht blamieren, weil die Sachen alle sehr nah beieinander liegen. Und man hat vier Auswahlmöglichkeiten, ja. Was hast du gerade schon? C. C. 5,6 Millionen. Soll ich fragen, wie du heißt? Verena. Marina. Nein, Marina. Mit V. Verena. Verena. Mit V. Verena. 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 Nein. Verena, verdammte Verena. Axt nochmal. Entschuldigung, ich bin betrunken. Na, jedenfalls, das gnädige Fräulein. Ja, kein, ja? Das gnädige Fräulein hat C eingeloggt. Was lockst du ein, Adam? Ich glaube nicht, dass man in Bayern hier so redet mit gnädigen Fräulein oder so. 6,6, bla bla bla, 3, achso, du musst bestätigen, dass da jetzt nicht die Antwort draufsteht. Sonst sagen die Zuschauer, Adam, da steht nicht die Antwort drauf. So. Okay. Dann sag ich 6,6. 6,6, also du sagst 5,6, du sagst 6,6, das ist eingeloggt. Das ist auch nur eine Frage. Dann öffnen wir jetzt die Antwort dazu. Und richtig ist, es waren ca. 5,6 Millionen Besucher auf dem Oktoberfest 2016. Herzlichen Glückwunsch! Würdest du dem gnädigen Fräulein den Gewinn aushändigen? Naja, ah doch. Bitteschön, 10 Euro. Dankeschön. Wow. Ja, das cool, war dein verdientes Geld. Das stimmt, ja. Aber so wirst du frei nicht, kriegst du frei nicht. So wirst du damit nicht erfolgreicher, wenn du so leichtsam mit dem Geld umgehst. Ja, ich hab's jetzt so gemacht, also der Zuschauer will das halt so. Das ist ja nicht mein Geld, sondern das ist von Chris86. Der bereichert das immer und schickt mir dann irgendwelche Spiele. Und das ist auch sein Geld. Also ich habe dieses Geld nie berührt, im Endeffekt. Sind deine Fingerabdrücke nicht drauf? Er hat mir auch übrigens diese Tracht geliehen. Was hast du für deine Tracht bezahlt? Puh, 160 oder so. Oha. Für wie lange bist du hier? Ich komme aus Bayern, also, also ich ziehe das öfter an, weil wir haben ja Festzelter und alles. Und dann ich war mal in Dachau, habe ich mal einen Freund besucht, der bei der Jugendherberge arbeitet. Also ich selbst komme aus Norddeutschland, wohne jetzt in Frankfurt. Und der hatte irgendwie so ein Auslands, was war denn das? Wie heißt das, asoziales Jahr? Soziales Jahr? Freiwilliges soziales Jahr? Freiwilliges soziales Jahr. Aber ein bisschen lange her. Was wollte ich jetzt erzählen? Achso, und da war auch einfach nur so ein Fest. Und ich fand das wahnsinnig interessant, dass die Leute da in den Trachten da auch tatsächlich hingegangen sind. Ich dachte, das wäre nur für Oktoberfest. Und da fing ich an umzudenken und besorgte mir diese Tracht. Und seitdem laufe ich immer damit rum. Wow. Naja. Nee, ich liebe das auch. Also wie gesagt, bei uns macht jeder, ich wohne in einem Mini-Dorf mit 500 Einwohnern. Mhm. Und bei uns macht jedes Dorf, wenn der Musikverein irgendwie Jubiläum hat, schmeißt ein Festzelt. Und sieht man immer wieder sein Dirndl raus. Und darum habe ich jetzt auch mir einen zweiten gekauft. Also, du hast schon zwei? Ja. Also ich habe zwei jetzt fürs Festzelt, dann für Familienfeste, noch was Schickes, Langes. Wie heißen die Feste bei euch? Also ich meine, weil bei uns... Wo man das Dirndl anzieht. Ja, genau. Also bei manchen heißt es Volksfest in Niederbayern und bei uns sind es einfach Festzelt, sagt man. Okay. Es spielt dann halt so, ja, so Powerblasmusik, also so Partymusik. So ein bisschen wie Malle Hits, nur halt. Okay, ein Ticken traditioneller, sag ich. Traditioneller als hier zum Beispiel? Ja, ich finde das Oktoberfest ist schon... hat schon nicht mehr viel mit Volksfest manchmal zu tun. Also wie hier die Leute auch rumlaufen,
Also manche Dinge, die sind halt so kurz wie Hotpants. Ach so, das ist nicht Tradition. Also Tradition ist, dass es bis zum Knie geht. Gibt es da eine Regel für? Es gibt eigentlich keine richtige Regel, aber ich finde halt immer, dass ein Dirndl den Hintern doch noch bedecken sollte. Ja, das wäre schon ganz gut, zumal wir ja eigentlich auch keinen Sommer haben, ne? Ja, richtig. Ja. Guck mal, der Herr wird seines Weges verwiesen. Ah. Uiuiui. Ja gut, also ich finde jetzt, ich bin zum ersten Mal hier. Ich bin mal über das Gelände gelaufen vor ein paar Wochen. Aber ich muss sagen, dadurch, dass man jetzt in den Medien immer nur gehört hat, dass hier alle nur rumkotzen und so weiter, mit Kotzhügel und so weiter, habe ich jetzt, glaube ich, bisher von meinen Ansichten Glück gehabt. Ja, nee, ist auch. Also, es ist echt okay. Also. Aber ich war jetzt auch noch nicht drin. Und wir kommen auch gar nicht rein. Aber es ist eine längere Geschichte. Weil man wenn du uns deine 10 Euro gibst, dann müssen wir noch 365 Euro zusammensparen. Weil dann haben wir nämlich das Geld, was man bezahlen müsste, damit wir hier drehen dürfen auf dem Oktoberfest. Aber es ist langweilig. Drin ist es langweilig, da können wir nicht eskalieren. Aber ich habe es noch nicht ganz gecheckt. Also du bist YouTuber. Genau, ich war jeden Donnerstag dahin, wo die Leute mich hinschicken. Und diesmal haben die mich zum Oktoberfest geschickt, weil die das lustig fanden, mich zum Oktoberfest zu schicken. Letzte Woche war ich in Graz, ich war an Orten, die heißen Buxtehude, Jadebusen und Gelben Sande. Und da mache ich dann immer Programm. Manchmal klappt das, manchmal nicht. Manchmal ist das voll langweilig. Also ich würde es dann 4 Stunden lang auch nicht angucken. Aber manchmal auch nicht. Und dann gibt es halt so eine Highlight-Fassung, zusammengeschnitten. Und das lade ich dann auch hoch. Sehr cool. Ja, und dann sieht man ein bisschen was von der Stadt. Aber das ist schon ein kostspieliges Hobby. Ja, es geht. Die Leute können so ein bisschen Spendengelder dafür senden, um das Ganze zu unterstützen. Ja, es hält sich so die Waage. War coole Aktion. Was machst du hier in Bayern? Ich wohne gerade hier in München für jetzt 3 Wochen, weil ich hier Berufsschule habe. Ich habe hier immer Blockschule, ich mache auch Optikerin. Ach cool. Ja. Ich habe da mal eine Frage. Ja. Nein, Spaß. Weil gibt es doch bestimmt auch, dass die Leute, also bei mir passiert das häufig, dass die Leute sagen, guck mal nach meinem Drucker oder so, obwohl ich damit überhaupt nichts am Hut habe. Ja. Ja, siehst auch du, wenn andere Leute Kontaktlinsen tragen? Nee, sehe ich tatsächlich nicht. Kann man das überhaupt sehen? Oder? Man kann das an den Rändern, schon, ne? Schon sehen, aber ich habe den Blick dafür noch nicht. Okay. Braucht man wahrscheinlich auch nicht, weil die Leute kommen ja dann in die Praxis, in die Augenoptiker. Ja, jetzt hilf zum mir Optiker. Doch mal. Zum Optiker. Genau. Okay. Ja, cool. Freut mich, dass du mitgespielt hast und ja, die 10 Euro geklaut hast. Ja, ich danke für euren Gewinn. Worauf hast du eigentlich eben gewartet? Ich warte auf meinen Kumpel. Sollte jetzt eigentlich dann mal hier ankommen. Warst du letzten Jahre auch schon auf dem Oktoberfest? Ich war jetzt 2-mal, aber ehrlich gesagt, einmal war ich zu betrunken, dass ich noch viel weiß. Aber du hast dich nicht auf den Kotzhügel schlafen gelegt. Nein. Und einmal war ich jetzt auch nur letztes Jahr mit der Berufsschule, aber da sind wir auch nur schnell rein, hatten auch mal wieder keinen Platz. Also einen Platz hatte ich noch nie in einem Zelt. Und dann war es nur so, ja, schnell was trinken, irgendwie eine Maß trinken und dann sind wir noch ein bisschen was gefahren und dann haben wir es auch wieder gepackt. Wie ist es heute in den Zelten? Ich war leider auch noch nicht drin, weil wie gesagt, ich warte jetzt erst noch. Ach so, ist meine Begleitung. Ach so, du gehst dann erst rein? Ja. Ah, es geht erst los? Richtig. Der Abend ist noch frisch? Ja. Ah, okay. Weißt du, was dieses Jahr die Maß kostet zum Durchschnitt? Ich glaube 11 Euro hat meine Freundin gemeint. Das ist dreist. Habt ihr mir jetzt eigentlich... Was die ganze Masse Das ist nicht dein Kumpel, oder? Nein. Nee, okay. Bitte? Augsburg. Besoffene. Augsburg. Ja. Augsburg. Warum ruft der Augsburg? Woher weiß er das? Tja. Er kommt nämlich aus der Gegend. Er kennt mich. Wir haben es heute mit komischen Zufällen zu tun. Naja, es ist immer besser, wenn man an denselben Verein schreit wie die anderen Leute, weil ich wohne wenn man in dann Augsburg, kommt ja. mit FC Bayern, dann meistens ja, nicht so erfreut. Ja, gibt's auch mal. Maul, ja, aufs Maul. Ja, meistens. Ich habe deswegen im ICE immer ganz viele verschiedene Schale dabei, von jedem Fußballverein, weil das Problem ist immer, dass die Leute dort sonst sehr eskalieren, wenn man nicht zur richtigen Mannschaft gehört. Und dann, ja. Nur jetzt, das Problem ist immer, dass bei der Bundesliga ja die ganzen Mannschaften aufsteigen und absteigen und ihren ganzen Koffer voller Schale. Naja. Ja, wie lange bleibt ihr dann noch hier heute? Ja, das weiß ich noch nicht. Ist zu lange wird es nicht, gehen wir ja morgen auch wieder um 7:45 Schule. Aber Mai bin ich bis 12 wieder daheim, wenn dann ist ganz aber okay. Es ist kein Vergleich zum Wochenende hier, oder? Nee, ich glaube, also ich war. Oh, nee, da ist viel mehr los. Also da kommt man auch in gar kein Zelt rein. Okay. So, ich bin jetzt auch nur her, weil eben mein Bekannter meinte, heute sei es okay. Also man kommt auch rein in Zelte unter der Woche. Weil okay. Am Wochenende hat man ja wirklich keine Chance. Man kann ja auch reservieren, habe ich gehört. Ja, schon. Also, aber das. Man kommt da, glaube ich, auch nicht so leicht am Tisch. Da muss man wieder irgendeine Firma haben, über die man das ja. abwickelt und so. Irgendjemand hat mir, wann wurde mir das denn erzählt? Ich glaube, heute Nachmittag, dass man dann irgendwie einen Mindestumsatz hat von
brauchst irgendwie so ein Essens-Set oder sowas. Richtig, für 13 du musst Euro dann da schon das Essen irgendwie im Forum kaufen und kriegst dann halt die Marken dafür quasi. Du kriegst es schon irgendwie wieder zurück, aber. Aber auf sehr teuren Wege, weil du dann für so eine Brezel irgendwie auch 7 Euro bezahlst oder so. Ja. Aber gut, Oktoberfest ist immer so oder so teuer. Also. Ja. Was war noch ein großer Unterschied? Also du hast gesagt, die Klamotten sind manchmal ein bisschen zu freizügig und nicht wirklich die eigentliche traditionelle Tracht. Musik ist ein bisschen anders? Nee, das ist eigentlich ziemlich gleich. Ich finde es auch schön, dass immer noch, ich habe vorher eine gesehen, die saß mit mir in der U-Bahn, die hat im Trachtenverein getanzt oder die hat dann erzählt, sie hat einen Auftritt. Finde ich echt schön gut, weil es geht ja auch nur ein bisschen um die Tradition und nicht nur ums Besäufnis. Das ist schon mal gut, ja. Ja. Das beruhigt mich ein bisschen, dann danke ich dir für diese beruhigenden Worte und wünsche dir noch einen sehr, sehr schönen Einstieg in das Oktoberfest heute. Dankeschön. Alles Gute, bis dann. Viel Spaß euch noch. Ja, danke schön. Tschüss. Danke nochmal. Tschüss. Wir bleiben am Block. Der ganze Chat Visitenkarte. Ach, habe ich vergessen. Ob das daran liegt, dass ich hier gesagt habe, dass es eine Aufzeichnung ist? Nee, habe ich ja nicht. Ich habe gesagt, ich schneide es raus aus der Aufzeichnung. Ach, scheiße. Ich habe das nicht richtig gesagt. Ich hätte das korrekt sagen sollen. Ich hätte sie aufklären sollen. Du musst sie verpixeln und die Stimme nachsprechen. Dann schreibst du oben rechts in die Ecke Gedächtnisprotokoll. Aber ich meine, es ist ja eigentlich ernst gemeint, was ich vorhin gesagt habe. Ich nehme es dann auch raus aus der Aufzeichnung. Und live guckt das ja keiner. Und man kann auch nicht zurückspulen. Das sollte ich vielleicht rausnehmen, oder? Rein rechtlich? Nein, nein. Was sagst du als Jurist darüber? Ich finde es gut, dass man zurückspulen kann. Weil wenn man dann halt mal sich was zu essen macht, dann macht man sich was zu essen eine Viertelstunde lang. Und danach schaut man, wenn man fertig ist mit dem Essen machen, den Stream mit doppelter Geschwindigkeit. Und nach einer Viertelstunde ist man dann wieder live. Geht das im Livestream? Ja. Coole Geschichte. Das war eigentlich die Schätzfrage. Wollen wir uns wieder so drehen, dass wir ein bisschen Kulissen im Hintergrund haben und nicht irgendwelche komischen Pinkelbäume? Das war die Schätzfrage. Was schätzt du? Ich schätze, dass Nico Schwanz 5 Euro gesendet hat für Wörsele. Wörselen! Was ist das? Klingt nach so einem Kinder... Das klingt nach einer Bezeichnung, wie man Kinderfuß nennt. Wörsele! Ja, du kleine Wörsele! Hallo! Hey, ja! Das klingt irgendwie nach der Heimatstadt von erfolglosen Politikern. Kinder darf man ja eigentlich nicht ohne Einverständnis der Eltern führen. Richtig. Hatte ich eine Chance gerade? Willkommen zur Schätzfrage. Eltern aus New Delhi. Ich hatte keine Chance. So. Nee. Ich sperre einfach Skyline TV für Indien. Die Schätzfrage wäre dann gewesen, wie viel Millionen Liter Mars, wie viel Millionen Mars ausgeschenkt worden wurden. Ja, einige. Ich meine, das kann man ja hochrechnen. Wenn pro Besucher ein Mars getrunken wird vielleicht. Und es waren 5,6 Millionen Besucher. Und wie viele sind das? Das sind 6,6 Millionen Mars. Also im Schnitt dann 1,1 oder so. Wie gut, aber die Antwort stand auf dem gleichen Zettel. Ne? Dann denken die, ich habe jetzt abgelesen. Ja, hier stand es drauf, aber das hast du, da steht die Frage nicht drauf. Ach so, okay. Cool. Hätten wir das auch geklärt. Wusstest du, dass Würsele bei Aachen ist? Ja. Ich nicht. Das ist die Heimatstadt von hier, Martin Schulz. Ach ja, echt? Ja. Martin Schulz, unser Politiker. Ich bin nicht sicher, ob du das jetzt, naja. Das weiß man bei mir nie. Kennst du Martin Schulz? Nee, bei mir in der Nachbarschaft, da kenne ich einen Fall. So fängt er doch mal an. Und dann erzählt er mal, wie er irgendeinen Fall hatte, um Nähe zu signalisieren. Guck mal, die beiden, die gucken da so skeptisch, wollen wir mal fragen, ob sie spielen wollen. Ah, im Chat heißt es, ja, sie wollte ja gar nicht rausgeschnitten werden, sie wollte ja nur eine Option, dass, wenn sie sich blamiert. Ja, das stimmt. Oh, ich aber sie Karte hat ja gewonnen. Ist sie noch da? Warte, ich gebe mir schnell eine Karte. Frau mit zwei Trachten? Sie wollte doch hier warten, warum ist sie jetzt weggelaufen? Wahrscheinlich hatte sie Angst, dass sie nochmal gefilmt wird. Mädchen mit zwei Trachten. Oder sie hat jetzt ihren Kumpel gefunden. Das kann sein. Der Kumpel hat sie nämlich auf YouTube gesehen und sie deshalb schneller gefunden. Genau, dank GPS-Talking auf skylandtv.live. Bitte beachtet auch den Minister für das Ausland. Meine Nase kitzelt. Musst du sie wieder putzen? Ist sehr gut. Ich hab Schnupfen. Hey, ich bin Adam und ich bin erkältet. Und ich fasse immer das gleiche Mikro wie du an. Zum Glück ist jetzt langes Wochenende. Aber ich habe da ein Wundermittel, das hole ich sofort raus. Meister Propper? Fast. Desinfektionsmittel? Gute Richtung. Ich werde dir gleich beweisen, dass ich nicht mehr ansteckend bin, okay? Oh, okay, jetzt, ich bin angeekelt und verwirrt. Also die sagt, mach doch mal jetzt irgendwas und geh auf das Oktoberfest. Mit Rucksack. Das ist wie mit mal Schauerberg, da gibt es kein LTE. Vielleicht sollten wir es bis ganz zum Schluss aufheben. Da versuche ich nochmal reinzukommen. Weil sonst haben die uns hier vorne auf dem Kika und dann sagen die, das hatten wir schon mal, da haben wir gedreht, das war für die reguläre Show von Skyline TV. Und danach, als wir halt dann gefragt haben, haben die gesagt, ja, aber da dürfen sie auch nicht stehen, aber da dürfen sie auch nicht stehen, aber da dürfen sie auch nicht stehen und so weiter.
Ja, die gehen vorbei und so. Das ist normal. Ja. Also noch lassen sie uns ja ziemlich in Ruhe, was mich fast ein bisschen wundert. Nicht, weil ich nicht der Meinung wäre, dass es vollkommen egal ist, was wir machen, aber eher, weil häufig die Leute illegale Sachen machen. Ich habe noch Luftstangen. Luftstangen? In Bayernfarben. Servus. Servus. Oh ja, drehende Spieler. Willst du spielen? Ja. Ja? Ja? Du kannst nämlich 10 Euro gewinnen, aber du kannst nichts verlieren. Aha, okay. Und zwar, wir haben hier gleich eine Quizfrage zum Oktoberfest. Ja. Das lest ihr euch vor. Und ihr beide beantwortet die. Also es gibt halt A, B, C, D, wie bei Wer wird Millionär. Aha. Und wenn du dann die richtige Antwort hast und Adam nicht, dann gewinnst du 10 Euro. Wenn ihr beide die richtige Antwort habt, gibt es eine Schätzfrage. Ah. Und wenn du halt die falsche Antwort hast, dann, dann verlierst du nichts, außer vielleicht deine Ehre. Hi, ich bin Adam, ich streame voll AD. Ja. Hi. Hi. Ja, das ist für gleich. Ja, kannst du mal kurz halten? Ja. Du bist der Showmaster. Also die Umschläge wurden von einem Zuschauer gesendet, die sind auch versiegelt. Also da sind versiegelt, dafür stehe ich mit meinem Namen. Aha. Und er ist Jurist. Also wirklich, ohne Scheiße. Aber kein Notar. Aber kein Notar. Achso, ich muss hier den Kopfhörer dann raus machen. Sonst denken die, ich hätte hier gecheatet oder so. Das hast du aber eben nicht gemacht. Ja, stimmt. Aber sie hat es ja auch richtig, also wird mir keiner irgendwas sagen. Frage 2. Also eine Frage, ein Gewinn. Frage 2. Das erste Oktoberfest fand anlässlich der Hochzeit zwischen Kronprinz Ludwig und Prinzessin Therese statt. In welchem Jahr fand diese Hochzeit und somit das erste Oktoberfest statt? A. 1800, B. 1810, C. 1820 oder D. 1830? 20. Ich sage auch 1820. Das ist ja langweilig. Wir hätten das unabhängig voneinander machen können. Ich habe gelesen. Ich dachte, ich habe gelesen in meiner Schule. 820. Aber du hättest 1820 auch so gesagt, ne? Oder? Ja, ich sag mal auch 1820. Sonst müssen wir gleich die zweite Frage dann lösen. Aber ist schon nicht wichtig, oder? Was? 820. Wissen wir noch nicht. Im nächsten Umschlag ist die Antwort. Ich weiß es auch nicht. Keiner weiß es hier. Ich habe es witzigerweise gestern auch gelesen, aber ich habe es wieder vergessen. Aber ja, ich habe die. Ihr liegt beide falsch. Nee. Das erste Oktoberfest fand im Jahr 1810 statt. Ach, so, meine ich doch. Aber jetzt gibt es eine Schätzfrage. Aha. Um einen Stichentscheid zu sagen. Das wievielte Oktoberfest findet im Jahr 2017, also in diesem Jahr, statt? Diesmal muss Adam zuerst antworten, okay, weil du hast ihm vorgelegt. Die Sache ist, es ist ungefähr 24 Mal ausgefallen. Ach so, vielleicht sollte ich jetzt auch nicht laut denken. 1810 war es das erste Mal. 2017? Okay. Bisschen schwer. Servus. Also das ist bekommen 10, 90. Ah, also 200, also 290 und 290. Ich sag 174. Nee, mehr. Mehr? Mehr. Also sagst du mindestens 175. Nein, also ja, 810, ja, also 90 bekommt, dass du 900, 1900 bekommt, oder? Sicher, oder? Nee. Ja. Okay, also du sagst 174? Ja. Und du sagst? Ja, das ist schon schwer. Also, sag mal so. Nur ungefähr halt. Ein Tipp, es wäre irgendwie clever, jetzt 175 oder 173 zu sagen. Also mehr oder weniger. Näher dran zu sein. Ja, genau. Das ist so, das auch geht schon. Ja, ja. Also, was sagst du? Was sagst du, mehr oder weniger? Also es mehr bekommt, mehr. Mehr. Also 174, 175. Ja, so. Und mehr, genau. So ist 74. Und im Jahr 2017 wird das 184. Oktoberfest gefeiert. Also damit hast du gewonnen. Und sehr damit gut. Kriegst du einen Gewinn. 10 Euro, oder? 10 Euro. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Haben wir was für mich auch? Vielen Dank. Bitte? Haben wir was für mich auch? Für dich? Weißt du, musst du eine Luftschlange habe ich hier. Wir können zusammen eine Luftschlange öffnen. Oh, das Quiz ist nämlich vorbei. Das ist alles, sondern wir können mit was mehr. Nee, das ist alles. Aber willst du es aufmachen? Ja. Können wir zusammen pusten. Dann musst du dich beim Zuschauer Chris. Oh, das ist es. Du musst dich bedanken beim Zuschauer Chris. Ja, vielen Dank, junger Mann. Ja, damit bekommt man hier ein Bier. Fast. Echt? Ja. Mindestens. Gibt's schon hier, oder? Und pusten. Ja, irgendwie schon, ne? Glaube ich. Geht's? Ja, kräftiger, glaube ich. Oder? So, ich glaube, das muss man erstmal abreißen. Vielen Dank. Warte mal. Ja, bitteschön, mach's gut. Tschüss. Der hat sich gefreut, ne? Ja. Ah, hier irgendwie. Achso, falsche Richtung. Ja, ich glaube. Ja.
Ich reiß nochmal ab. Ja, oder so. Geht's nicht. Was ist das denn für eine billige Qualität? Ja, guck mal, jetzt geht's. Ich habe dafür 1 Euro bei Teegut bezahlt. Ich habe 2 Stück davon. Halt mal bitte kurz. Versuch mal nochmal, oder? Ja, man braucht eins. So was. Einen einzigen braucht man. Ach so. Weil ich gebe dir frischen. Ja, so. Ja, nice. Yeah. Yeah. Nicht so knapp. Super toll. Ja, sehr gut. Gibt's kein Geschenk? Das ist das Geschenk. Na, das kann ich Ihnen auch schenken. Oh, okay. Danke für das Geschenk. Alles Gute, tschüss. Tschüss. Jetzt kommt mir vor wie dieses eine Kind in Stuttgart. Stuttgart-Stream. Gibt's das umsonst? Kann ich das haben? Kann ich das haben? Kann ich das haben? Der wollte auch spielen, aber das... Nee, das er wollte auch spielen, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass er nicht spielen konnte. Hat schon genug. Wir sind übrigens auf der Wiesencamp sichtbar. Auf wiesen.tv habe ich mich gestern schon den ganzen Abend lang mir einen Eindruck darüber verschafft, wie das Wetter hier ist. Und da sind wir sichtbar. Ja, die Wiesencamp hat so im Eingangsbereich zum Beispiel eine Webcam und in verschiedenen anderen Bereichen. Krass, da kann man uns quasi live sehen im Internet, wie wir hier jetzt gerade sind. Unglaublich, Wunder der Technik. Das Problem ist nur, dass die Webcam nicht statisch ist, also die schwankt dann immer. Mhm. Also zwischendurch sind wir da drin. Interessant. So, wo werde ich jetzt diesen scheiß Müll los? Da ist ein Müllermann, tschüss. Ja, ich habe so viele Sachen hier im Gepäck. Eine neue Spende hier. Ja. Grandios. Malte, ich erzähl dir jetzt, warum ich mich nicht anstecke. Warum du dich nicht ansteckst. Wegen Viro Protect. Ja, ich war bei der Apotheke und dachte mir, ja gut, holst du vorsichtshalber. Ich meine, ich habe heute eine Sendung, ich habe morgen eine Sendung, ich bin am Wochenende, fahre ich auch noch ins Ausland und so weiter. Oh, gibt es da einen Bonus-Stream? Leider nicht. Oh. Dafür gibt es heute die beiden Aufzeichnungen. Ich glaube, sie sind schon online, oder? Also Bamberg habe ich gesehen. Ah, sie gehen gleich online. Bamberg habe ich gesehen, das Video war irgendwie schon auf YouTube. Echt? Ja, aber das hatte keinen einzigen Aufruf. Oh, dann ist es vielleicht schon da, ich weiß es nicht. Also Bamberg geht gleich online, die Aufzeichnung, die Highlights und der Jadebusen, Aufzeichnung, Highlights und so weiter. Busen. Die Apothekerin, ich dachte mir, ja komm, die gibt mir halt irgendwas, aber die hat mir was, also ich kam mir vor wie im Teleshopping. Ende vom Lied war, ich habe jetzt Viro Protect. Das ist Viro Protect, das ist ein Erkältungsspray. Aber nicht einfach nur, wenn man die Erkältung hat, sondern schon vorher. Und ich habe es auch schon vorher angewendet, gestern, als ich den Schnupfen noch nicht hatte. Bei akuter Ansteckungsgefahr und ersten Anzeichen einer Erkältung. Das Geile ist, Malte, Viro Protect kann eine Erkältung im Vorfeld verhindern, okay? Und bekämpft mit Erkältungsviren die Ursache einer Erkältung, nicht ihre Symptome wie Schnupfen oder Husten, okay? Kann die Virenanzahl bis zu 99% reduzieren. Aber warte mal, wo ist denn hier mein Lieblingssatz? Ja, hier. Glycerin kapselt die Viren ein und bindet sie dort, wo sie sich ansiedeln. Trypsin deaktiviert das Virus. Wie geil ist das denn? Oder es deaktiviert das Virus, indem es die zur Infektion notwendigen Eiweiße an der Virusoberfläche abbaut. Dadurch funktioniert das auch bei HIV? Ich frage gleich mal nach. Das wäre wirklich eine Sensation. Ich bin mir sicher, das ist eine richtig gute Frage, um bei den Leuten einzusteigen. Ja. Ah, ich höre gerade, Bamberg wird von YouTube noch verarbeitet. Dann so. Kommt das noch nach. Na. Kannst du ganz kurz halten? Ich will mich nochmal schützen. Das Virus wird deaktiviert. Ich komme mir vor wie bei Halt mal kurz. Lecker. Und noch eins. Ja. Jetzt weißt du auch, wie sich das mal so anfühlt, ne? Quasi als Frau, wenn dann in deinen Mund und naja, den Rest könnt ihr euch denken. Ich glaube, der Sprühstoß war viel, viel feiner. Und nicht so stark. Ja, ich habe nur 13 Euro dafür bezahlt. Da ist sie doch wieder. Ah ja, warte. Ja, jetzt ist sie wieder weg. Ich sehe sie nicht mehr. Ich habe sie aus den Augen verloren. Wo? Wo? Ach, da. Warte mal. Jetzt komme ich mir ein bisschen blöd vor, wenn ich hier zu ihr hinkomme und sage, hier ist meine Karte. Bitte mal in die Wiesencamp winken. Aber wir wissen doch gar nicht, wann sie auf uns zeigt. Tja, vielleicht müssen wir einfach eine Stunde lang winken. Was interessant ist, die meisten Leute gehen auch tatsächlich hier außen rum, die gehen nicht mitten durch. Ja, weil nicht alle spielen wollen, aber der aber nächste... Aber nicht alle, so wie der jetzt gerade passt, so ein Kameramann gebodycheckt hätte. Ja, das passiert.
Ich meine, was man halt sagen muss, Ice Dragon, der heute an der Kamera ist, wie geht's dir eigentlich so? Geht's dir gut? Alles gut, ja. Alles gut. Er macht das halt völlig umsonst. Völlig umsonst? Ja. Kannst du mir wenigstens so einen norddeutschen Kameramann-Tarif zahlen? Ja, ich lasse mir was einfallen heute Abend. Ich guck mal, was auf PayPal übrig bleibt. Nachdem ich alles schon. Nee. Tja, welche Stadt führt denn? Vielleicht führt. ich guck mal nach auf die Homepage, skylandtv.live. Ich steck mal kurz die Karte ein, von der ich nicht weiß, wo sie hin sollte. Soll ich mal kurz halten? Ja, die Karte, bitteschön. Okay. Gifhorn führt mit 20 Euro. Krieg ich gerade durchgesagt. Leute, da geht aber mehr. Bis 21 Uhr könnt ihr abstimmen. Ja, cool. Jetzt vielleicht noch, kriegt jemand wieder eine Stadt für unter 35 Euro. Das habe ich auch mal eine Oh, Karte. Kannst du kurz halten, ich muss meine Nase putzen. Tut mir leid. Nee, jetzt nicht mehr. Außer, wenn ich vielleicht die Fräulein von eben, aber jetzt sehe ich sie auch nicht mehr. So, Frage Nummer 3. Ja! Ja. Ah, wir wurden wieder gesehen in der Wiesencamp, yay. Wollen wir den jungen Mann fragen, der guckt ihm. Ach, hi! Darf ich dich was fragen oder lieber nicht oder so? Ja, du wartest auch auf irgendjemanden, ne? Ja. Wartest du auf das Fräulein, die auf dich wartet? Weil hier ist nämlich auch eine, die wartet auf irgendjemanden. Nee, ich warte hier eigentlich auf gar nichts. Willst du nachher reinkommen hier? Nein. Willst du rauskommen? Willst du mal so ein Spiel mitmachen und 10 Euro gewinnen, ohne was zu verlieren? Eine Frage mit 4 Antwortmöglichkeiten, ganz easy. Ja. Vielleicht hast du es eben schon mitbekommen irgendwo. Also ganz einfach, kannst nichts verlieren, kannst nur gewinnen. Nicht wie bei Neuen Live, wo man nur verlieren kann, nichts gewinnen kann. Ja, aber was machst du denn hier? Ich bin YouTuber. Ach, wie witzig. YouTuber, ja. Hey. Wie viele Abonnenten hast du? Ah, nicht so viele, 130. Du kannst jetzt deinen Kanalnamen sagen und von Adams riesiger Abonnentenbasis profitieren. Ah, ich bin Rettung SH. Komm aus Schleswig-Holstein. Ach, moin, moin. Wo kommst du denn her? Aus Neumünster. Neumünster. Da bin ich vorgestern durchgefahren. Echt? Mit dem Regionalexpress von Flensburg. Ja. Über Rendsburg, Schleswig, Nordhof und Hamburg-Dammtor. Ah. So, wollen wir anfangen mit der Frage? Ja, okay. Ah, ich muss mein Dings wieder rausmachen. So. Hast du auch keine Drehgenehmigung bekommen? Ich darf nicht rauf wegen meiner Tasche, aber da ist meine ganze Equipment drin, ne? Und ja, ich kann es nicht da drin lassen, leider. Das wurde mir leider schon mal geklaut und ja, das kostet natürlich alles Geld. Was machst du dann jetzt den Abend? Ja, Rettungsfahrzeuge filmen und ja, die begleiten. Ach echt? Ja. Geht das so einfach? Ja, natürlich. Echt jetzt? Ja, die haben keine, also die haben keine Persönlichkeitsrechte, also ich kann die filmen so viel, wie ich möchte. Ah, lass mal ein paar Einsatzfahrzeuge heute nachverfolgen. Cool, dann haben wir noch was vor heute Abend. So, ja, Frage. Aber erstmal die Frage. Erstmal die Frage, wir bleiben kurz, also wir schnacken gleich weiter. Frage 3. Wie groß ist das Oktoberfest-Areal Fläche in Hektar im Jahr 2017? A. 19,5. B. 24,5. C. 29,5. Oder D. 34,5. Ah, da musst du erst sagen. Die Sache ist halt, wir spielen gegeneinander. Ich kenne die Frage nicht, der Umschlag war versiegelt und so weiter. Hier, das sind ja auch Antworten. Und Adam musst du erst sagen, weil dann ist immer von abgeschlossen. Mann, ich weiß es immer nur so ungefähr. Ich lese mir mal das Ganze durch vorher und dann toll. Dann sage ich mal C. C, 29,5, was sagst du? Ich sage B. B, 24,5. Du machst es, wie gesagt. Dann Antwort Frage 3. Hier. Ich weiß es leider auch nicht. Und richtig wäre. Die Fläche des Oktoberfestes beträgt 34,5 Hektar. Deshalb gibt es jetzt eine Schätzfrage. Moment, was habe ich gesagt? Du hast, weiß nicht, B hast du gesagt. Jedenfalls hat B und C gesagt. Ich weiß nicht mehr, wer was gesagt hat. Sorry, ich kann nicht alles mehr. Ich habe B gesagt und er hat C gesagt. Ja, jedenfalls nicht D. Sorry, Adam. Ja, stimmt. Okay. Wie wär's, wenn keiner von euch beiden richtig gekriegt, Malte alles? Das wäre eine gute Idee. Oh, das steht leider nicht in den AGB von Chris. Das tut mir leid. Schätzfrage zu Frage. Ich brauche das Geld auch wirklich, das ist das Problem. Sonst hätte Schätzfrage ich gerne zu Frage 3, dann würde ich sagen, um fairer halber musst du dann zuerst sagen gleich. Ja. Aber, welche Kapazität an Gastplätzen, also Sitzplätze in Bierzelten, Innenbereich als auch im Außenbereich etc., gibt es auf dem gesamten Oktoberfest 2017? Hältst du wieder kurz? Ich muss als erstes antworten, ne? Ja. Nico? Oh. Ich würde sagen 7500. 7.500. Ja. Genau, weil das einfach nicht gehört. Entschuldigung. Nee, kein Ding. Du bist ja kostenfrei hier. sorry, was? Er hat 7.500 gesagt.
Zu was? Was war die? Das tut mir leid, das ist die Erkältung. Welche Kapazität an Gastplätzen? Also Sitzplätze in Bierzelten, Innenbereich, als auch im Außenbereich etc. gibt es auch zusammen. Ah, ich mag die Schätzfragen mehr. 2017. 7.000 bis 100, sagt unser Teilnehmer. Ja, machen wir 28.000. 28.000, toll. Achso, nein, da muss ich gleich rechnen. 7.501. Nein, erste Antwort zählt. Erste Antwort zählt. Deine Mutter zählt. Sorry, ist mir so rausgerutscht. Lebt deine Mutter noch? Ja. Okay, ja dann. Okay, sollen wir 7501 akzeptieren? Nee. Aber mein Argument ist, deine Mutter, Chat, es war doch stichhaltig. Chat, was Chat, meint ihr? Weil ich höre den Chat doch gar nicht. Achso, jetzt habe ich die Antwort gegeben, warte. Ja, der Chat muss entscheiden. Chat, seid ihr dafür, dass 28.000 zählt als Adams Antwort oder 7501? So, jetzt habe ich den Chat wieder mal. Ein paar Leute haben mich abonniert, höre ich gerade. Also ich habe den Chat im Ohr. Hey. Ja. Kannst du gleich mal schauen. Ich kann dir eine Karte geben. Das Rolling Down sagt 28.000. Alles ja. Es geht ja darum, ob der Chat jetzt akzeptiert, dass ich 27.000, ja, dass ich quasi noch nachkorrigiert habe. Akzeptiert ihr Adams Antwortänderung oder nicht? Ja, also im Chat heißt es nur 28. Sorry, 28. Dann wollen wir mal nachschauen. Boah, es können rund 119.000 Personen gleichzeitig beköstigt werden. Dann habe ich so oder so gewonnen. Dann hat Adam knapp gewonnen. Sorry. Dann gibt es hier... Ich wusste nämlich, dass es sechsstellig ist. Dann gibt es hier 10 Euro für Adam. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Dafür hast du ein paar Abonnenten mehr. Ja, das steigt gerade jetzt hier richtig. Ja. Oh, jetzt geht's aber richtig ab. Wie viel hast du dazu? Ich hatte 130 gehabt, jetzt sind schon 12 dazugekommen. Wow. Wahnsinn. Ja. Ja, guck mal, das steigt nochmal wieder. Wahnsinn, cool. Tja, so einfach kann es gehen. Sich einfach an erfolgreiche YouTuber dranhängen. Master Sheep sagt, hat noch jemand den Namen von den Herren rechts? Fragen wir doch den Herren rechts selbst. Wie heißt nochmal dein Kanal? Rettung SH. SH, achso. Genau, Rettung SH, genau. Und wie läuft das dann? Du filmst einfach das Fahrzeug, wie sich das genau, irgendwie bewegt? Genau, wie sich das bewegt halt oder wie heißt ankommen mit Sonderrechten. Und halt, ich setze mich vor Wachen oder halt wie jetzt hier auf dieser Veranstaltung und warte halt drauf. Und das machen ganz viele Kollegen. Und wir reisen halt durch Deutschland. Und jetzt bin ich heute Morgen angekommen, bin 16 Stunden fast gefahren mit dem Flixbus und ja. Die reisen durch Deutschland, ja, wegen dem Campus. Das stimmt. Und München ist natürlich schön, da habe ich gedacht, ich komme mal nach München zum Oktoberfest. Ne? Aber was ist das Faszinierende, zu sehen, wie der Rettungswagen ein- oder ausfährt? Naja, die Technik und was dahinter steckt, also natürlich, ne? Jetzt wieder so eine typische Frage, wie du sie wahrscheinlich schon tausendmal gehört hast. Sehen die Fahrzeuge nicht in jedem Bundesland gleich aus? Nein, tatsächlich nicht. Nee. Das ist mir auch schon aufgefallen, dass zum Beispiel die Polizeifahrzeuge in NRW, die haben noch so einen gelben Streifen und woanders nicht. Und in Bayern sind die natürlich noch meistens grün und nicht blau. Genau, es gibt dann natürlich schon Unterschiede. Ja, also ist ja wie so bei der Flughafenfeuerwehr, sie meinen das ja auch, die fahren ja auch nicht so in der Stadt rum mit ihren Riesenfahrzeugen. Hast du mal den Flughafenfeuerwehrsimulator gespielt? Nee, hab ich tatsächlich nicht. Ja. Nee, hab ihn leider nicht. Nie gespielt. Nee. Ich auch nicht, habe ich irgendwo mal ein Let's Play zu gesehen, das ist ein ziemlich beschissenes Spiel. Ja. Nee. Aber die fragen einfach nicht, weil die das schon kennen, die ganzen Beamten. Ja, also wir haben da nie Probleme gehabt. Natürlich gibt es so mal so, ja, zum Beispiel in Hamburg hatten wir mal Probleme gehabt, dass wir mal weggeschickt worden sind. Aber normalerweise gibt es keine Probleme, weil das ist einfach erlaubt. Also es gibt so viele Kanäle. Ja, damit hatte Adam ja in Hamburg auch Probleme mit etwas, was total erlaubt war. Was ist denn dein Lieblingsrettungswagen? Ja, das ist ganz schwer zu sagen, aber ich würde sagen, aus Hamburg der ITW, der Baby-ITW, ja. Der Baby-ITW. Ja. Ich mag den Baby-ICE, er mag den Baby-ITW. Ja. Ja, okay. Hat man da nicht einfach alle irgendwann abgefilmt? Wie viele neue kommen denn dazu? Naja, es kommen immer neue Fahrzeuge, immer neu auf den Markt. Ne? Werden ja irgendwann mal ausgetauscht und ja. Also hier zum Beispiel fährt ja gerade ein Fahrzeug ein, da dürfen wir dann jetzt also raufhalten, obwohl das ein Kennzeichen hat. Ja, natürlich. Natürlich? Ist ein Beiwerk. Und wenn da jetzt Leute aussteigen? Also ich filme jetzt Polizisten nicht unbedingt, aber normalerweise ist das erlaubt, weil die keine Persönlichkeitsrechte haben. Als Uniform, wenn sie eine Uniform haben, haben sie keine Persönlichkeitsrechte. Aha, ihr habt keine Persönlichkeitsrechte, können wir gleich argumentieren, aber oder? Umgekehrt ist doch eigentlich immer so das Erste, was ein Polizist sagt, wenn eine Kamera da ist, dann immer so, Kamera weg. Das machen die immer. Das machen die bei meinen Pressekollegen auch. Aber dürfen sie das? Hast du einen Presseausweis? Ich offiziell leider nicht. Aber ich habe eine Agentur und die
arbeitet jetzt oben mit mir zusammen. Hast du angefragt, hier reinzukommen vorher? Nee, leider nicht. Ich schon. Weißt du, was es kostet? Ja. Für mich ohne Presseausweis? Nein, erzähl. 375 Euro. Jetzt echt? Jetzt rat mal, warum ich bis 22 Uhr hier draußen stehe. Ah, scheiße, ne? Um den Leuten zu zeigen, dass ich vielleicht, keine Ahnung, vorher, zum Beispiel, dass sie vielleicht eher am Montag bieten sollen, statt am Donnerstag, damit ich es noch abklären kann. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Dann mache ich das auch. Dann kläre ich das ab. Ja. Wir kommen auf den Oktoberfest. Hey! Selbstständig. Ich schmeiß das mal weg, Mann. Das können wir uns umhängen. Ich schmeiß es auch mal weg. Das ist aber nett von dir. Der trägt mir immer so den Müll hinterher und dann schmeißt das weg und so weiter. Ja, ich bin jetzt die ganze Tasche schon hier. Aber ziemlich kalt geworden jetzt. Ja, das stimmt. wann fährst du wieder dann zurück? Morgen. Also, beziehungsweise Samstag früh. Also um Samstag um 0:45 Uhr, glaube ich, fahre ich jetzt zurück. Ja. Wo übernachtest du? Gar nicht. Ich bin fast rund um die Uhr wach. Echt jetzt? Ja. Seit wann bist du hier? Seit gestern? Nee, heute Morgen um 8. Hast du im Flixbus geschlafen? Ja. Aber war ziemlich unbequem. Also ich konnte da überhaupt nicht schlafen. Also es war, ja, scheiße. Er macht bis morgen durch. Oh. Morgen Nacht fährt dann der Bus zurück. Er hat kein Zuhause. Er hat kein Obdach. Ja, mein, also München während des Oktoberfests, das kostet ja auch irgendwie 200 Euro ja, für einen Schlafplatz in einem 20-Mann Zimmer. Deswegen, ich wollte eigentlich ein Zimmer mieten, aber das kann man nicht bezahlen, wegen ja. 200 Euro. Aber machst du ja auch so, Adam, ne? Du schläfst nicht, sondern fährst einfach wieder zurück. Ja, das stimmt. So ist das. Das war mit einer sehr blöden Verbindung, aber... Ich habe auch in Gera auf dem Bahnhof geschlafen. Macht das für mich... Ja, meine andere Leute, die sammeln auch Bahnhöfe. Ja. Ich nicht. Ich habe keinen Bahnhof gesammelt, nee. Okay. Adam, was schätzt du, in wie vielen Bahnhöfen warst du schon? 2800. 2800, was schätzt du? Also bei mir jetzt selber? Bei Adam. Ach so. Vielleicht er 10. Hat, er hatte eine Bahncard 100. Hey, ja, habe ich auch. Ach so, jetzt gerade ja. Auch da, dabei? Nee, leider nicht, aber die habe ich jetzt nicht dabei, weil ich da mit Flixbus gefahren ja, bin. Ja eben, warum fährst du mit Flixbus? Ja, ist echt so. Außerdem, Lügner vielleicht, weil guck mal, du kannst doch mit der Bahncard 100 hier den Stadtverkehr nutzen. Du hättest die so mitnehmen sollen. Ja, aber die Agentur hat das ja bezahlt. Ich bezahle das ja nicht. Ja, aber die sparen dann. Das ist doch deine Agentur. Ja, weiß auch nicht, warum die das gemacht haben. Ich habe die Tickets per E-Mail bekommen, dann habe ich sie genommen. Zug ist doch viel bequemer als mit dem Flixbus. Also ich finde Flixbus ist bequemer. Also vom Schlafen her ist es blöd, aber Lügner. Vom Fahren... Nee. Achso, ja stimmt, das ist subjektiv. Ich dachte jetzt, also bei kleinen Leuten habe ich es mal gehört, aber ich meine, du bist ja fast so groß wie ich und ich bin schon relativ groß. Du bist sogar größer als ich, das sagen nur, wenn du so standest, ne? Ja, ja, das war schon so eben. Also, was wirklich super bequem war, war der Postbus, weil die hatten hinten immer so einen Tisch, ne? Ja. Da hatte man dann 2 Meter Beinfreiheit, das war toll. Aber Flixbus, nee. Es gibt jetzt, Flixbus wird jetzt VIP-Sitze vermieten. Also quasi in der erste Klasse für Flixbus, habe ich neulich gelesen. Ja, das haben schon so viele versucht, es wird nicht. Naja, also ich meine, Postbus war ja auch ein bisschen premiumiger als die anderen. Also es funktioniert eigentlich deshalb nicht, weil die Leute, die Komfort haben wollen, die fahren Bahn. Die mehr Geld haben, fahren sie Bahn nicht Bus. Ja, nur manchmal gibt es bestimmte Verbindungen nicht. Ich weiß doch ganz genau, wo die Leute uns in irgendwelche Käfer geschickt haben und da fuhr dann Flixbus. Das? Konstanz. Ja, okay, das stimmt natürlich auch. Aber ich meine, die meisten Verbindungen sind ja trotzdem was wie, weiß nicht, Berlin, Köln oder sowas, wo die jede halbe Stunde Flixbus hinschicken, was dann 20 Euro kostet, aber werden halt bereit ist dafür 40 Euro, 50 Euro auszugeben, der fährt dann mit der Bahn. Das ist die zweite Klasse, also finde ich zumindest bequemer als dann Flixbus, selbst wenn man da, ja. Weil man auch sagen muss, es gibt schon ziemlich geile Busunternehmen im Ausland, also ich war in Peru, da gab es halt auch eine erste Klasse, aber da gab es halt auch kein Schienennetz. Da die erste Klasse, die ist schon ziemlich cool, aber da will man trotzdem nicht eine Nacht drin schlafen, das ist trotzdem nicht so bequem. Du hast jetzt aber schon 162 Abos. Ja? Boah, Wahnsinn. Auf jeden Fall im Flixbus war es ja so, dass man, ja, da hat man kein Licht in der Bahn, ja. Das stimmt. Da ist ja die ganze Zeit das Licht an. Und im Flixbus macht es komplett fast aus. Und da kannst du schlafen. Das kannst du in der Bahn nicht. Ich bin einmal in einem Nachtbus gefahren, das war OneBus, ich glaube, die gibt es inzwischen nicht mehr. Und ich bin zweimal in der Nacht aufgewacht, weil der Bus wurde geblitzt. Oh. Ja. Und das hat ihn nicht wirklich interessiert. Ich überlege gerade, ob die Frau immer noch auf mich wartet. Eigentlich hätte ich ja schon ganz gerne Bescheid gesagt.
was soll ich machen? Sorry, die hat sich ja auch nie zurückgemeldet. Nein, da musst ja, du das auch stimmt. Mal, da musst du auch mal, auch wenn es asozial ist, Adam, da musst du halt auch einfach mal drauf scheißen. Die Frau vom Pressecenter, die... Sie kann sich denn den Stream angucken. Die 17.50 Uhr verstanden hat, worum es in diesem Stream auch geht. Naja. Ja, cool. Sehr gut, dann gucke ich mir deinen Kanal auch mal an. Ja, mach das mal. Und dann schaue ich mir ein paar Rettungsfahrzeuge an, wie sie gerade ein- und auspassieren. Selbst mitgefahren bist du aber irgendwo, oder? Das geht das. Echt? Ja. Ah, und dann filmt man die Armatur und so weiter? Nee, das darf ich leider tatsächlich nicht. Ah. Von außen ja, oh, aber nicht drinnen. Okay. Nee, das darf ich leider nicht. Ja, nicht schlecht. Ja, vielleicht sehen wir uns nachher nochmal. Auf jeden Fall. Ich oder bin vielleicht ja bis morgen noch in einer anderen Stadt. Genau, in Landshut zum Beispiel. Ja. Ja. Beim Landshuter Tribünenfest. Genau, ja. Oh. Ja. Ja, alles Gute, bis nachher oder so. Jo. Hab mich gefreut. Ich hab Schiffen. Bis dann. Tschüss. Ach, jetzt habe ich mal Bock reinzugehen. Ja. Also da ist ein Herzchenstand zum Beispiel. Wenn ich mir da jetzt einen Lebkuchen hole und den hier verschenke, kann man machen. Kannst du machen. Und guck mal, so streng sehen die nicht aus. Mit Mikro komme ich bestimmt rein. Aber zunächst einmal würdige ich die edlen Spender. Und das sind? So, oh, Sido. Nice so. Oh, hallo, nice so. Dich kenne ich auch aus Foren. Wie viel? Was? Wo? Danke für deine 5,67 Euro. Schnupfen. Für Ponghorn. Ponghorn. Danke dafür. Oh, Wawambo hat 25 Euro für Bambo. Für Magdeburg gespendet. Wir waren noch nie in Sachsen-Anhalt. Magdeburg waren wir noch nie, da müssen wir echt mal hin. Und da haben wir auch jemanden, der uns die Stadt dann mal zeigen kann. Brandenburg fehlt, Sachsen-Anhalt fehlt, Schleswig-Holstein fehlt. Ja, dafür ist Gifhorn jetzt dabei. Und Bremen fehlt. Gifhorn, dank der Spende von Meister Popper. Oh, danke für deine 15 Euro, Meister Popper. Authentisch oder nicht? Die Freiwillige Feuerwehr hat 5 Euro Bremskirchen gespendet. Okay. Mit Rettung SH. Rettung SH? Keine Ahnung. Ach so, mit dem Typen. Dann muss ich ihn anfragen. Der fährt bestimmt mit seiner Bahnkartone nach Emskirchen. Die haben Bahn halt. Oh, und danke Chris für die 30 Euro. Er lobt die Tracht. Ich habe es vorhin ja schon mal gesagt, aber jetzt nochmal ganz offiziell. Jetzt wo er da ist, kann er die Geschichte nämlich sicherlich ergänzen. Diese Tracht habe ich nämlich von Chris 86, aka Chris 87, aka unser Spenden-Chris, aka 10 verschiedene Nicks, die alle lustig sind. Die hat er mir einfach geliehen und ich bin vorhin dann zu ihm gefahren. Beziehungsweise sie haben mich sogar abgeholt von der Station und dann habe ich das anprobiert. Er hatte die Auswahl zwischen vielen verschiedenen Trachtgegenständen, verschiedene Schuhe, verschiedene Socken, verschiedene Hosen, verschiedene Jacken, alles war verschieden. Ich habe mich dann für dieses Hemd entschieden und dann haben wir das sinnvoll aneinander kombiniert. Er hat mir sogar geholfen, dass ich mich selbst anziehen kann. Hat er einen Trachtenladen, womit er so ganz Geld verdient, Satz, oder? Ich glaube, er kann eins eröffnen. Also meine Schuhe in unterschiedlichen Größen, das ist ja, das bringt ja irgendwie kaum was. Ja, also vielen lieben Dank dafür. Dafür vielen bekommt Chris, weil er nicht am Anfang im Stream mit dabei war, nicht zugeschauen konnte, eine kleine Kapandra-Zusammenfassung, also eine Chris 86, 87 Zusammenfassung. Und die geht so. Ja, was ist bisher eigentlich so passiert? Ich habe nochmal ausführlich über die Drehgenehmigungsanfrage geredet und da war es dann so, dass ich noch kurz vor 6 tatsächlich die zuständige Dame erreicht habe, der ich dann das komplette Konzept nochmal von vorne erklären musste, bis sich dann herausgestellt hat, dass ich für einen Dreh hier 375 Euro bezahlen müsste. Darauf haben wir uns darauf geeinigt, dass ich mich nochmal melde und ich habe mich nie wieder gemeldet. Das ist der erste Punkt. 5 Euro haben wir bekommen dafür, dass wir Rubbellose kaufen. Die kufen wir auch im Hellen in den Seitenstraßen. Obwohl du 5 Euro ausgegeben hast. Richtig. Und ich habe keine Quittung bekommen. Bei einem Inder, bei dem ich gegenüber Kekse gekauft habe, weil er keine Rubbellose hatte. Lange Geschichte. Wir hatten ein sehr freundliches Gespräch mit einer gnädigen Dame. Was würdest du schätzen, wie alt sie ist? Ausbildung Optiker? Ja, alt, Anfang 20 oder so. Ja, genau. Da haben wir uns dann mal informiert, wie die Feste hier wirklich aussehen, wie die wirklich laufen und was wirklich eine Tracht ist. Also auf der weiblichen Seite, wie eine weibliche Tracht aussieht. Ja. Dann haben wir jemanden aus Landshut getroffen. Ja, die Frau aus Landshut, mit deren Sohn ich am Brunnen gespielt habe. Aber es hat mir keiner geglaubt. Chris 86, 87, bitte bestätige im Chat, dass wir vorhin darüber nicht geredet haben, als Indiz einfach dafür, dass es nicht geskriptet ist. Naja. Und wir haben das Spiel gespielt, das Quiz. 3 Fragen, eine habe ich gewonnen. Die Antworten waren sehr nah beieinander. Das hat mich etwas herausgefordert. Ja. Ja.
Ja, das war's so. Ansonsten gut, wir sind halt bisher noch nicht reingekommen. Ich würde aber mal versuchen, einen Lebkuchen zu... Ja, versuch das so mal. ...ein Herz vielleicht mal zu kaufen. Ich gucke einfach mal, ob ich mit dem Mikrofon reinkomme. Soll ich mitkommen oder soll ich hier bleiben? Was ist dir lieber? Ja, ich komme mal mit. Okay. Aber... Achso, den Rucksack müssen wir dann hier. Dann musst du eigentlich stehen bleiben, aber dann sind die ganzen Leute im Bild. Wie machen wir das denn? Oder soll ich vielleicht doch lieber hier bleiben, dann nehme ich den Rucksack, wir müssen schon gehen. Dann ist es vielleicht so besser. Oh, Bimbam stellt die Frage aller Fragen. Neue Kategorie bei Skyline TV Live. Die Frage aller Fragen. Bimbam fragt nämlich, warum ist das Oktoberfest im September? Das kann ich beantworten. Und zwar ursprünglich... 10 Euro. 10 Euro? Nee, sorry. Habe ich gar nicht mehr. Der ist im Rucksack. Ich also bin erkältet, ursprünglich war das Oktoberfest im Oktober. Man hat es dann einfach vorverlegt, weil im September ist das Wetter besser. Das ist der ganze Grund. Cool. Was hältst du davon, wenn wir das Licht ausmachen, weil wir ja dann weg sind? Und dann gucken wir einfach mal. Dann kannst du dich ja immer noch 2 Meter nach vorne stellen oder so. Ach so, Rucksack. Hm. Komm, wir gehen mal alle zusammen, 2 Schritte hier hin. Vielleicht so die Richtung. Hier kann er nämlich gut rüber filmen, oder? Das ist eine gute Idee. Also, falls ihr gerade eingeschaltet habt, wir haben keine Drehgenehmigung im Oktoberfest, obwohl die Leute für das Oktoberfest abgestimmt haben. Das hätte 375 Euro gekostet, die habe ich dann aber nicht bezahlt, obwohl ich das Gespräch kurz vorher darüber geführt habe und gesagt habe, dass ich vorbeikomme, aber dieses Geld nicht bezahlt und so weiter. Ich stelle sie einfach hier hin. Okay. Meinst du mit Mikro, das geht? Probieren kann man es. Achso, ich brauche mein Portemonnaie noch. Vor allen Dingen, die stehen da so, als würden sie den Braten schon riechen. Aber... Guck mal, das ist ja trotzdem öffentlicher Grund. Wenn wir jetzt von hier da rein filmen, braucht man dafür eine Drehgenehmigung? Ich würde sagen, nein. Er ist Jurist. Er ist ausschließlich als Jurist hier. Ja. Spaß, nein. Ich schätze dich auch so. Wenn du mir 500 Euro zahlst, dann komme ich auch als Jurist. Ich wollte gerade die Leute fragen, ob sie mal im Rucksack aufpassen, aber ich glaube, ich mache das doch nicht. So, soll ich es hinstellen? Das ist unsere Base hier. Und ich rede nicht von dem Handyvertrag. Easy! Wie easy war das denn? Alter, ich habe mich auf alles eingestellt, aber nicht das. Komm, wir bleiben jetzt komplett hier. Wir machen alles hier. Okay, was magst du haben? Wir müssen einfach hier und er filmt uns. Er filmt uns. Genau. Ah, wir sind auf dem Oktoberfest. Illegal! Hey! Und in Full HD! Okay, die Sache ist, ich weiß jetzt gar nicht, wie weit das Mikrofon reicht, aber so ist noch gut, ne? Okay. Ach, geile Mikrofontechnik. Geliehen, genau wie diese Tracht. Was ist eigentlich noch von mir heutzutage? Naja, willst du eine Riesenbratwurst für 5,50 Euro? Heide, nein. Heidewitzka. Möchte ich nicht. Alter! Ja, okay. Danke. Danke, danke. Okay. Hier sind Herzen. Wir brauchen einfach nur vorlesen. Snupdiwupp sagt, jetzt wird seine Tasche geklaut. Nee, ich hab die Augen drauf. Wir müssen es vorlesen, weil man kann es nicht sehen. Wobei, wir streamen ja in Full HD, also wahrscheinlich sieht man das. Moment. Gruß vom Oktoberfest 2017. Oktoberfest 2017. Vielleicht kann man es dann lesen. Ich gebe dir mal das Mikro, du liest vor und ich putze mir die Nase. Ja gut, hier steht nur Gruß vom Oktoberfest. Was steht hier? Du bist... Ich glaube, das steht, du bist für mich wie... Also irgendwie... Nein. Du bist Voice für mich... Und dann sind da 2 Bierkrüge. So, dann steht hier. Leute an hier. Können Sie mir einen empfehlen? Was würden Sie haben? Was möchten Sie haben? Welche? Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Fest, oder? 2017? Was Großes oder Kleines? Ach so, arbeiten Sie hier sogar? Ja, ich arbeite. Ach so, ich dachte, Sie stehen einfach so rum. Ah, sehr gut. Kann man die auch beschriften lassen? Den Chef fragen. Also es würde aber auch länger dauern wahrscheinlich, oder? Ja, wahrscheinlich. Ah, okay. Was verkauft sich dann am besten? Fragen wir mal so. Frage. Für sich oder für jemanden? Ja, zum Verschenken würde ich sagen. Zum Verschenken? Zum Verschenken oder... Ich mach mal so. Was kostet die hier? Hier steht drauf für die liebste Oma. Weil das will ich einer jungen Frau schenken. Ich glaube schon. 57, das ist ein Schnäppchen, das nehme ich. Alter, ist das teuer. Alter Verwalter.
Malte, ich zahle jetzt 7,50 Euro. Du bist ein toller Typ. Das ist auch eine schöne Aufschrift. Ja. Meine Zauberfee. Liebes Herzelein. Opa, du bist klasse. Ja, dann nehme ich eins. Achso, gehe ich von vorne. Alles klar. Meine Zauberfee. Kleine Zicke. Meine süße Prinzessin. 6 Euro, ja, dann kaufe ich das. Gerne. Was kaufst du? Extra scharf. Extra scharf, sehr gut. Süßer Sunnyboy habe ich hier. Chat muss entscheiden. Süßer Sunnyboy, meine kleine Kröte oder ich finde dich toll. Ja, einfach mal schnell abstimmen. Mann, Mann, Mann. 6 Euro für so ein kleines Teil. Ah, hast du auch eingekauft. Ja, ich lasse gerade den Chat abstimmen zwischen 3 Sachen. Ach so. Ah. Ja. So ja. Süßer Sunnyboy und sowas alles. Also der Chat hört uns auch noch, das ist ja schön. Ja, ja. Wir streamen in Full HD. Darf man die Dinge eigentlich essen? Zweimal Kröte. Man soll die nicht essen. Einmal Sunnyboy, dreimal Kröte. Andererseits, für 6, wenn ich 6 Euro für den Scheiß bezahlt habe. Also, ihr könnt's klar. Überwiegend Kröte. Sorry, ich habe das Wort abgeschnitten, ich wollte die Kröte kaufen. 6 Euro für so ein kleines Teil, das ist ziemlich viel Kohle. Genau, deswegen kaufen wir gleich das nächste. Ich nehme das mit der Kröte. Lisa? Genau. Hallo. Servus. Servus. Einmal das hier. Nee, das hier nur. Das hier. Das gehört mir nicht. Das war 6 Euro. So. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Tschüss, ihr Betrüger. Achso, das war doch von. Ja, sie hat es hingelegt, weil das eigentlich zu mir gehörte. Ach ja. Cool, jetzt haben wir Herzen für wie viel gekauft? 14 Euro. Teuer bei deins? Das meins war 6 Euro. Ja, meins auch. Ja, dann für 12 Euro. Oh Gott. So. Chat fragt sich, wie das schmeckt. Wahrscheinlich schlecht. Möchtest du noch auf Toilette oder Geld holen? Sie nehmen leider keine Visa-Cards. Frage ist, ob wir jetzt nochmal so leicht reinkommen. Hinten gibt es Baguette Spezial, da kostet bestimmt ein Baguette 18 Euro oder so. Ah, ich fürchte dann richtig die Verbindung ab. Extra scharf, oh nein, wie peinlich. Was über dir doch? Meine kleine Kröte. Chat hat abgestimmt. Ja, ich habe 3 verschiedene angeboten. Was soll ich machen? Wir waren illegal da drin. So. So. Illegal. Yay. Hier liegen Kekse rum. Ja. Der Chat wird gefragt, ob die Dinge überhaupt irgendjemand mal isst. Ein paar haben sich Sorgen um die Tasche gemacht. Das Schlimme ist ja, ich habe keine Tasche dabei. Ich habe nichts mitgenommen heute, also musste ich die ganze Zeit hier mit rumlaufen. Komischer Kauz sagt, ich habe so ein Herz wirklich mal gegessen, mir schmecken sie nicht. Die schmecken auch nicht gut. Ja, gut. Es gibt jetzt natürlich den Klassiker, dass wir es verschenken. Oh. An irgendein Mädel. An ein Mädel, oh, so als Anmachspruch. Esst erstmal die extra Kekse, scharf. Heißt es noch. Ja, die hier. Davon habe ich welche gegessen. Willst du da jetzt einen von? Ich nehme mir einen Boncher. Tut mir leid. Dann nehme ich hier von. Aufgrund der Erkältung. Das sind ja keine Kekse, das sind Cracker. Indische. Verschenken ist gut. Ich schmecke genauso wie Tuck-Cracker oder so. Also ich schmecke da keinen Unterschied. Ich finde, dafür muss man sich qualifizieren. Ich finde, das verschenke ich erst, wenn ich irgendjemanden habe, der dann auch wenigstens so 3 Sätze oder Dialog ja spricht. Also nicht einfach so unterwegs oder so. Verschenk's an den Rettungs-SH. Ist er noch da? Der ist tatsächlich gar nicht mehr da. Geh zur Asiatin, bei der du es gekauft hast, und schenke es ihr. Aber du kommst mit dem Rucksack doch nicht aufs Oktoberfest. Ah ja, und ich darf bestimmt keine Herzen importieren. Ach. Nee, das ist verboten. Wegen der Lebkuchenherz-Schwarzverkäufer darf man keine Herzen mit aufs Oktoberfest nehmen. Das ist so wie am Flughafen. Du darfst natürlich Wasser kaufen, Cola kaufen, aber du darfst keine Cola mit ins Gelände nehmen. Dann wurde noch gefragt gerade, ob es noch mehr Spiele gibt. Ich würde sagen, vielleicht könnte es auch ein Spielgewinn sein. Ich habe nämlich noch ein Spiel vorbereitet. Ja. Ich hole dir nicht gerade ein Spiel raus. Das kann ich dann natürlich nicht mehr spielen, weil ich die Fragen auch rausgesucht habe. Die Security verschenken, damit Ablenkung herrscht und dann schnell aufs Gelände.
Wir waren auch schon auf dem Gelände. Und das filmen wir dann mit der Kamera, oder was? Ja. Okay, ich rufe mir kurz mein Spiel auf. Ah, dann ruf einige sagen, dass die Kekse Durchfall verursachen. Das sind keine Kekse, das sind Cracker. Und Durchfall hatte ich schon vorher. Die können mir gar nichts, ja? Was glaubst du eigentlich, wie schwierig das ist, wenn man Durchfall hat, hier live mit dir inzwischen schon 2 Stunden 30 zu streamen, ja? Das Ding ist, meine Fragen sind sehr ähnlich zu denen von Chris. Ja. Oh, ich soll mit dem Herz zu den Sanitätern gehen und sagen, dass mein Herz nicht in Ordnung ist. Aber du musst es vorher durchbrechen. Die Sanitäter, die heute noch nicht so viel zu tun hatten. Ja, hoffentlich. Ja, also ich hatte ein Schätzspiel. Ein Schätzspiel, ja. Genau, da habe ich jetzt nur die pure Antwort und keine Antwortmöglichkeiten. Ähnelt sehr dem Spiel von Chris, aber doppelt halt besser und es sind ja dann noch andere Fragen. Ja. Und eigentlich bräuchte ich dafür 2 Spieler. Lass mal gucken, wie wir die jetzt zusammenkarren. Ganz schön viele Leute dann hier. Ich würde mal ganz kurz noch meinen Müll erledigen. Ihr dürft mitzählen. Die rechte Tasche ist schon leer. Man ein Schätzspiel machen können. Wenn wir vorher schätzen können, wie viele Taschenlöcher das waren. Ja, und Chat, was habt ihr heute noch so vor? Also, ja. Manchmal gibt es so Witze, die ich einfach nicht mache, die ich dann danach trotzdem erzähle. Als die Frau gerade reingeguckt hat, wollte ich ein weiteres Taschentuch reinwerfen und sagen, kannst du, Mutter? Das habe ich natürlich nicht gemacht, weil das wäre respektlos. Das wäre respektlos. Genauso wie nur dran zu denken. Jetzt riecht sie nach Popcorn. Oh. Nein. Ich habe die Taschentücher nicht in die geliehene Lederhose gesteckt. Erstens, ich werde sie bestimmt zur Wäscherei bringen. Zweitens, ich habe so eine Innentasche habe ich mir eingerichtet aus Plastik. Oh, ah, scheiße. Ach, Chris verzeiht mir das nie. Und der war so nett. So. Okay. Alter, bei mir haben Montagzeugen nur was geklingelt. Du musst jetzt Angst haben. Komm drauf an, welchen Wachturm die dabei haben. So, einmal darfst du nochmal halten. Yay. Yeah. Ich fühle mich wie das Kamerakind bei 1, 2 oder 3. Nur, dass ich ja dein Mikrofon hatte. Ja, wo soll es denn gewesen sein? Oh, tatsächlich. Da muss ich außen drum. Du musst noch mal aufs Gelände drauf. Ja, aber ich habe den Rucksack an. Was soll ich machen? Dann gehe ich halt mit Rucksack dahin. Guck mal, die passen noch nicht mal auf. Guck mal, ich gehe hier links durch. Ich muss das nur ein bisschen zur Seite schieben. Geh mal noch ein bisschen aus dem Bild raus. Achtung, Ärzte mit Grenzen. Achtung. Kannst du mir einen Gefallen tun und dich rechts hinstellen, dann hat man den kompletten Blick, dann kann ich über den Stream beobachten, ob der Security-Mann kommt. Ich muss das Taschentuch wieder aufheben, es ist auf der anderen Seite. Malte, was soll ich machen? Du lenkst ihn ab? Wie geil ist das denn? Geil, er lenkt ihn ab. Scheiße, das Ding bewegt sich nicht. Ach so.
Oder so, stimmt. Habe ich nicht vorher dran gedacht. Malte, danke. Bitte. Ich habe fast gedacht, dass wir das anders lösen, das Problem. Aber trotzdem, der Durchgang ist jetzt offen. Die Mauer ist offen. Die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. Guck mal, ganz ehrlich, wie geil wäre denn das, wenn ich jetzt mit Rucksack da reinkomme? Das Bild alleine. 2017. Keiner darf mit Rucksack da drauf. Und ich stehe dann da hinten am Lebkuchenstand mit Rucksack. Oh, das wird ziemlich geil. So, also, ich glaube, langsam wird es langweilig. Wir müssen mal vorankommen. Wir müssen Quiz-Teilnehmer suchen. Na gut, dann suchen wir die Quiz-Teilnehmer. Machst du eine klar und ich mache eine klar? Einen Spieler? Oder wir fragen einfach die beiden, weil die warten da gerade. Ja, aber dann spielen die gegeneinander, ne? Ja, na und? Dann machen jetzt sind sie weg. Oh, wir wollen wohl keine 10 Euro. Wie viel kann man heute gewinnen? 10 Euro? Nee, das Herz. Ach, das Herz. Ja gut, dann wollen wir. Am besten ist natürlich ein Mädel, weil das ist ja weiblich. Meine kleine Kröte. Ja, mei. Müssen wir vorankommen. Gut. Also, ich mache eine klar. Für das Spiel. Ja, mach eine klar. Ist das ein Selfie? Was hältst du von ihr als Mitspielerin? Ja, kannst du noch fragen. Oh, Chance verpasst. Na gut, jetzt müssen wir mal hier ein bisschen. Jetzt waren noch nicht mal so viele Leute, ne? Früher haben mehr gewartet. Wir sind an der falschen Ecke wahrscheinlich. Wir müssen wieder dahin, wo wir eben waren. Ja, können wir machen. Da war noch eine gute Ecke. Da waren Familien und Kinder. Okay, ich glaube, das reicht. Weil da gehen wir ins Dunkle und in die Musik rein. Ja. Ja, die haben schon ein Herz. Ja, der andere Typ hat ein Handy in der Hand, er geht so vorbei, reißt fast das Handy mit runter. Da dachte ich mir schon, okay, auch er wird mich tangieren. Kommen Sie durch, ja, trauen Sie sich. Dann nehmen wir zwei von der gleichen Familie oder so. Okay. Sonst dauert das ewig. Hey! Hi! Hi! Na, ihr seid so als Gruppe da, ne? Ja. Ich liebe Gruppen. Niemetska. Wo seid ihr? Wo kommt ihr her? Slowakei. Okay. Ja, dann wird das Spiel wahrscheinlich ein bisschen schlecht sein, aber dann bekommt ihr eine Luftschlange. Ein bisschen Deutsch redet ihr. Du kannst mit mir Slowenisch reden und ich übersetze das. Ja. Hier, wir müssen gleichzeitig auf drei einfach boosten, okay? Und worum geht's? Okay. Worum geht's jetzt? Einfach pusten auf drei. Eins, zwei, drei. Ja. Meine Schuld. Sorry. Ja. War mein Fehler. Ich habe nicht bis drei gezählt. Ich habe einfach losgelegt. Oh, leider. Ja, doch, das Papier. Wir haben leider keine Gewinne mehr. Ja. Wart ihr schon da? Ja. Selfie-Time. Okay. Seid ihr schon da drin gewesen? Ja, ja. Okay, ja, wie war's? Super. Sehr gut. Dann wünsche ich euch... Ja, dann sehr gerne. Am Samstag. Dann sehen wir uns Samstag wieder. Tschüss. Ja, okay, tschüss. Bye, bye. Thank you. Hi. Ja. Hätte ich denen das Herz geben sollen? Nein. Hallo. Hallo. Na, wie geht's dir stets? Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Wo wird es hier ausgestrahlt? YouTube. Wir sind live. Ah, okay, nee, sorry. Ja. Hätte ich einen Sender sagen sollen? Ja, sag mal RTL. Das mögen die Leute. Ja. Was machen wir? Diesel!
Nicht ins Mikrofon schreien. Liest du denn gar keine Regeln? Du weißt Bescheid, ne? Nicht du weißt Bescheid, ja. Was ist die Frage denn? Die Frage ist, was steht auf diesem Herz? Meine kleine Kröte. Ah. Hat er damit das Herz gewonnen? Leider nicht. Du hast es abgelesen. Du musst es schätzen. Meine kleine Kröte steht da. Das ist genau. Wir haben eine Kooperation mit Arte. Das heißt, zeitgleich wird das auch auf Arte ausgestrahlt. Zeitgleich? Ja. Ich habe keinen Alkohol getrunken, falls meine Eltern zuschauen. Nur ein bisschen rumgefahren so. Ja, aber ihr seid ja auch schon fertig, oder? Also wer um die Zeit vom Oktoberfest kommt, der hat noch nichts getrunken. Ja. Nee, ist auch so. Ist auch so. Genau. Wo übernachtet ihr? Hier meiner Freundin. Hier in München dann auch? Ja, in München. Meiner wir wohnen Freundin hier auch. In München. Ah, dann wohnt die Freundin in München? Nein. Ich habe Freunde in München, ja. Keine Ahnung. Eure Aussagen widersprechen sich. Nein, ich bin aus Neufahrn, er ist aus Schwabing. Ah ja, okay. Aber das ist in München. Aber ich habe eine Freundin in Schwabing. Ah, okay. Und also ich, das ist in München, Mann. Das meint der Herr, glaube ich. Ist Neufahren in München? Ja, natürlich. Ja. Das dann bin ich aus München. Ja, okay. Das stimmt. Es ist deine Freundin oder eine Freundin? Es ist eine Freundin, die will was von mir. Und das heißt... Weil er ist hier der Playboy in der Gruppe. Bist du Playboy Number One? Nein. Nicht Number One. Jetzt sei doch ehrlich. Ich bin nicht Playboy Number aber One. Number 7 vielleicht. Aber ich bin... Number 7, so um die Richtung. Number 7, okay. Die will halt was von mir, was soll ich machen? Er ist bei uns im Team, bei uns in der Gruppe. Wenn ein Mädchen was von dir will, sagst du nein, wenn du Single bist? In der Regel nicht. Das kommt auf ihr Charakter. Wenn sie geil ist und ihr schönen Charakter hat. Wenn ihr ein paar Wohnungen braucht. Der ist macht. Okay. Ich bin Immobilienmakler, meldet euch bei mir. Oder in 076-72-50-9883. Okay. Ein, zwei Zimmerwohnungen. Ich verkaufe euch alles. Merci, danke euch. Er kriegt doch keine Provision, er macht keine Werbung. Nicht, dass sie denken, er macht es ehrenamtlich. Fein. Hey, ja. Ja, super. Ich verkaufe aber auch Anzüge. Also ich arbeite. Ihr habt fünf Jobs natürlich. Ich habe drei Jobs. In München ist es halt so. Ohne drei Jobs. Hast du Import, Export? Alles. Deine Freundin, hatte dir schon Sex? Normal. Weil sie geil war. Und wenn du Single bist und sie geil ist, dann... Wenn ich Single bin und bei uns, ich sag mal, die Stimmung stimmt. Ja. Hey Digga, wie heißt die Freundin? Wie heißt eigentlich deine Freundin? Die heißt Maria. Maria. Wie alt ist sie? Die ist 21. Von wo kommt sie her? Weil ich rede doch gerade mit ihm, Bruder. Was war die Frage? Wie alt bist du? Ich? Was schätzt du? Darf ich mal fragen, wie du schätzt? 24, 25, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es komplett so nicht, ich bin aber 21. Ja, sie ist... Ich bin 21. Schön. Ja, sie ist auch 21. Wir haben uns in der Stadt kennengelernt, bei einer Feier, bei einer Party. Wie es halt so ist. Ja, wie es halt so ist. Und dann waren wir bei ihr und sie ist halt echt ein hübsches Mädchen. Es ist halt nicht so ein Mädchen, wo du im Club kennenlernst und du sagst, okay, ich bin halt nur betrunken, deswegen. Lernst du viele im Club kennen? Ja. Ich finde es mir immer ein bisschen schwierig. Ich stelle mir das schwierig vor, weil es so laut ist. Mhm. Ich kenne nicht so viele Clubs. Ich mache lieber Stream, weißt du, und da mache ich die ganzen Leute. Da gibt es eine goldene Regel und es heißt einfach nur rauchen. Ja. Wenn sie dich antanzt und ihr schon so ein bisschen Blickkontakt hattet, dann sagst du, hey, lass ihn rauchen gehen, es geht auf mich. Ja. Dann gibst du eine Zigarette und dann kommt ihr ins Gespräch und dann tauscht man Nummern aus oder weiß ich nicht, was da los ist. Aber bei uns war es so, wir waren im Club, ihre Freundinnen waren weg. Dann ich so, hey, ich will kurz nicht rauchen, willst du mitkommen? Sie so, ja, ich will mitkommen. Waren wir oben, habe ich mit der... Da war sie schon geil wahrscheinlich, ne? Hat sie gesagt, ja, ich will mitkommen. Da hattest du dich schon an der Angel, oder? Come on. Ich will jetzt nicht, dass sie jetzt... ausgelaufen. Ich will nicht vom Fernsehen jetzt prahlen oder sowas. Nein, aber ist nur sie wollte schon. Aber sie war auch ein süßes Mädchen, sie war auch nett und alles. Hey, falls es bei jemand sieht, gell? Falls es... Meine Mutter schaut keine Arte, ich ZDF. Ja, siehst du. Ja. Das ist gut, das ist auch weit hinten. Ich sag dir echt, wie es war. Und dann waren wir halt oben und dann haben wir eine geraucht und haben wir Nummern ausgetauscht. So ist es halt dann passiert. Also es ist nicht so, als würde ich... Ich bin kein Playboy oder sowas. Es war schon gut durchdacht. Ja. Weil ich dachte mir, bevor ich Mädchen mit dem Mädchen irgendwie Nummern austausche, sage ich mir, okay, würde ich mit der eine ernsthafte Beziehung anfangen? Da war die Antwort ja. Und dann, auf jeden Fall. Sehr gut. Ich wünsche euch ganz viel Spaß noch. Ich finde es toll, dass ihr das macht. Und du bist von Arte, oder? Ja, genau. ARD. Ja, Arte? Arte, genau. Dann alles Gute noch. Alles Gute. Viel Spaß und ich finde deinen Job richtig cool. Ja, danke. Schön, dass du Spaß hast. Es macht auch viel Spaß. Wir müssen immer auf zwei Sprachen drehen. Das ist immer ganz lustig. Auf Französisch auch noch, ja? Ja, genau. Okay. Ja. Alles Gute. Gerne. Tschüss. So, wir kommen zurück zum Wetter. Na gut. Das hat mich sehr gefreut. Ja, ciao. Ja gut, ich wusste jetzt auch nicht, dass das Gespräch so lange geht. Sorry, Chat. Sorry. Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Wir versuchen seit einer halben Stunde einen Spielteilnehmer zu holen, ne? Ja. Und das Riesinger ist schon der mit Bockmus. Wie bitte? Riesinger mit Bockmus jetzt, komm. Ja, Riesinger, ja. Schmeckt gut, oder? Ja. Sehr gut. Darf man die mitnehmen sogar? Nee, hat er geklaut. Dem Interview mich schnell.
Nicht interviewen. Was hast du bezahlt? Ja, normaler Bierpreis. Gar nichts. 11 Euro. Laut? Ah, na. 12 Euro, okay. Das ist der Wirbel, um was gegessen. Ich bin schlagfertig, würde ich sagen. Ich kauf dir das gut. Was hast du für deine Garnitur bezahlt? Meine Garnitur? 400 insgesamt. Sag mir mal, was auf diesem Herz stehen könnte. Habt ihr es drauf? Was auf diesem Herz stehen könnte? Das ist gelungen. Das ist gelungen. Kleiner Tipp, ist eher für Mädels. Also ist immer aus. Ja, schon gut. Also die richtige Lösung ist meine kleine Kröte. Knapp daneben. Ne, dann machst du aber keine Klare mit. Ich versuch's mal. Ich wünsche euch alles Gute. Ja, wo kommt sie sehr? Von welchem Sender hat sie es? Skyline Fernsehen heißt es. Also einfach bei YouTube eingeben, Skyline Fernsehen. Was ist das? Das Studentensender oder? Ja, genau. Also quasi von der Uni Würzburg. Ja, finde ich gut. Ja, ist halt ein bisschen unterwegs. Medientechnik, sein, ne? Oder? Genau, ja. Studienfach Medientechnik. Ja, finde ich gut. Ja. Macht's weiter so. Ja, mach ich. Vielen Dank. Du machst politisch. Genau, politisch. Deswegen, wir machen Wahlumfragen. Wir kommen darauf, dass wir politisch machen. Ach so. Hi. Ich habe mich nämlich gewundert. Der Security-Typ stand die ganze Zeit neben dem Kameramann, neben Ice Dragon. Ich dachte mir echt so die ganze Zeit, was macht ihr jetzt, worauf wartet ihr? Sagt er uns, wir müssen weg, aber er wollte den Krug haben. Ja, wie witzig, oder? Aber er weiß jetzt auch nicht, woher der Krug ist, also wahrscheinlich steckt er sich jetzt den Krug ein, mit dem halben Arm. Er geht da gerade links, er schüttet gerade das Bier in den Mülleimer. Also ohne Scheiß jetzt, falls ihr das jetzt gerade noch nicht sehen könnt. Ja, ich hab's ganz bezeugt. Es ist doch ein bisschen eklig, oder? Just a little bit. Naja, falls ihr gerade zugeschaltet habt, wir sind hier von der Uni Würzburg und machen Wahlumfragen. Genau, heute fragen wir, wen wählt ihr bei der Kommunalwahl am kommenden Sonntag in Frankfurt? Oder was kostet das Bier und so weiter? Ich dachte, wir machen Wahlumfragen. Was kostet das Bier mit einer Wahlumfrage zu tun? Das gibt überhaupt gar keinen Sinn. Irgendwie komme ich gerade, ich weiß nicht, ich wollte das nie. Ich wollte nie irgendwelche Besoffenen verarschen, aber jetzt komme ich gerade in Fahrt. Ich weiß auch nicht. Eigentlich? Aber das Gemeinste war jetzt wirklich, dass du so einen halben Maß abgeben musst und den Maß gucken. Die Leute haben sich angeboten. Ja, die kommen ja zu uns. Es ist ja auch Werbung für sie. Meinst du, wenn ich jetzt bis 10 zähle, kommt schon der nächste? Mach mal. 1, 2, 3, 4. Langweilig. 5, 6. Zieh mal das mit Arte durch. 7. Arte? Darf man das eigentlich? Dürfte ich? Also du bist ja für meine Rechtsberatung hier zuständig, weil du Ahnung hast. Also ich würde sagen, es ist zumindest nicht strafrechtlich relevant, wenn du sagst, dass du von Arte bist, auch wenn du nicht von Arte bist. Weil letztendlich ist es doch einfach nur eine dreckige Lüge und die sind ja nicht strafbar, ne? Ich würde vermuten, nein. Ich gebe dir das gerade nochmal. Oh, was ist das für ein schöner Verein hier? Servus. Grüezi. Dankeschön. Hi. Na, wie geht's? Ja, uns auch. Familientag ist auch vorbei für uns. Ja. Ja, grüß dich. Grüezi. Extra scharf. Ja, aber die ein Mädel hat mich schon darauf angesprochen, aus deiner Gruppe eben. Ja. Ich warte kurz, bis die Gefahr hier vorbei ist. Ja, gut. Also, ich habe verschiedene Schätzfragen, zu denen wir zwei Spieler brauchen. Wie vor einer Dreiviertelstunde schon gesagt. Weißt du, irgendwie geht's dir eigentlich so als Kameramann, Ehrenamtsmann? Alles gut. Wie viele Leute haben dich eigentlich schon nebenbei, ich sehe das ja immer so im Winkel, angesprochen und gefragt, ja, wofür ist das eigentlich? Relativ wenig. Okay. Weil ich habe schon überlegt, ob ich dir ein paar Karten da lasse oder so. Wird das Ding langsam schwer? Es geht. Es geht. Also du teilst nicht den Eindruck von den Leuten, die ich bezahle für 200, 300 Euro, die dann sagen, oh, ist so langsam, können wir aber schon eine Pause haben. Das ist gut, deswegen buche ich ihn gerne zum Nulltarif. Ja. Oh, unser Zuschauer Ice Dragon. Ich lasse mir schon die Sachen leihen, ich lasse mir schon die Sachen kaufen. Nee, Moment mal. Malte, das habe ich mir selbst gekauft. Und das habe ich mir selbst gekauft. Soll keine Anspielung sein. Okay. Okay. So, Buddy People. Wir müssen ein bisschen mehr zum Ausgang hier. Hallo, wie geht's? Wie steht's? Satz von Bayerischer Rundfunk? Nee, leider nicht Arte. Arte? Ja, no, aber Kollegen. Ich schaue halt nur Kriminalfälle von Arte. Ja, das ist gut. Die französischen. Arte, ist das? Wo kämpft ihr denn her dann? Arte ist. Arte-Journal, das ist immer 19:45 Uhr. Ja, und da lerne ich immer. Ich schaue immer. Bis um 3 gibt es jetzt Fernsehen. Ich bin ein Münchner Kind und ich habe mich heute schon köstlich amüsiert. Ja, das ist gut. Gegessen und getrunken habe ich auch. Bin gut bei Land.
Sind Sie im Zelt gewesen? Bitte? Waren Sie im Zelt? Ja, ein Käferboy. Ist voll da? Da vorne? Käferboy. Toll. Ja. Käfer, Biergarten. Da ist was nicht nur toll, sondern was auch voll? Also, sehr voll. Angenehm. Ich sag's Ihnen, es war wunderbar. Das Publikum ist sowieso eins. Ja. Was steht auf Ihrem Herz? Gruß vom Oktoberfest. Ja, und das, ich bin ein Kölscher Mädchen. Ich habe Freunde in Köln. Dann auf Malle. 4 Wochen war ich vorher auf Malle. Ich bin ein Münchner Malle. Malle. Dann Gaffel. Ja. Aber da kriege ich jetzt, ja, kriege ich von meiner Freundin, die hat einen Kölscher Pub. Ja. Einen Ballermann. Und dann sagt sie, Anni, ich habe für dich wieder einen Schöner. Ich habe schon mehrere. Chefin, da. Gell? Ja. Da steht zwar das Bierchen. Da kommen Sie ja ganz schön viel rum. Na, mein Frank frei und mein ganzes Leben. Würden das Sie Leben genießen. Ja, genau, dafür sind wir ja hier. Würden Sie das Herz mit mir tauschen? Sie haben Gruß vom Oktoberfest. Ich habe meine kleine Kröte. Ich hänge sie um. Vielen Dank. Meine kleine Kröte. Können Sie nach Hause kommen und sagen, hier, Sie wurden erobert von einem netten jungen Mann. Ich hätte schon mehrere waren auf mich scharf, die Käfer. Heute Abend? Ja, so, ich bin 77. Aber ja, ich bin gut erhalten, ich habe noch keine graue Haare, könnte deine Oma mal sein. Ach, an Oma denke ich da gar nicht. Aber mein Herz ist Münchner Kindl, ist immer up to date. Ich liebe ja Wissen, ich brauche Unterhaltung, es muss geflirt werden, es muss gebackert werden. Ja. Gell? Du, ein Käfer, aber da kommt mir jetzt sowieso nicht mehr rein. Nee, deswegen gehen wir da nicht hin. Wo seid ihr her? Von wo kommt? Aus Frankfurt, ich komme aus Frankfurt, er kommt aus Augsburg. Genau. Und ich dachte mir auch, bevor ich ins Zelt gehe, flirte ich lieber mit Ihnen. Halt auf Wissen und so, gell? Ja, genau. Ich meine, da, jetzt, wenn man so schaut, da geht, jetzt habe ich mal was gegessen, einmal eine Krisenportion Schrimps gegrillt. Ja, ja, weil man muss in die Sauferei mal was reinbringen. Ja, mindestens 4 Weißbier. Na ja, 4 Piccolo habe ich auch gesoffen. Jetzt habe ich da das an und dann gehen wir mal weg. Was? Na ja, man wollte das anders, gell? Ja. Aber das, das halte ich in Ehren. Was steht jetzt da drauf? Mein kleiner Schatz, ne? Mein kleiner so, Kröte. Ja, stimmt, das ist ja von mir. Ja, das ist schön, gell? Fährt er das besser? Was hat denn er da? Extra Schatz. Extra? Ja, das passt zu mir, ne? Aber das ist original Münchner. Ja, da bin ich froh drüber. Ja. Da bin ich aber froh, dass Sie mit mir getauscht haben. Ja, sowieso, weil ich gehe jetzt heim. Ich habe noch, ich habe halt von Käfer, da gibt es so schöne Tassen, gell? Wissen Sie? Was? Oh, für meine Preisen, für mein... Saupreis. Duisburg, Herne, Köln. Ja. Habe Tassen, Käfertassen, Kaffeetassen. Ja. Was? Käfertassen. Ah, Käfertassen. Und dann habe ich mir so gedacht, gell, muss mir jetzt fragen, ich wollte jetzt noch auf einen Piccolo gehen, aber jetzt ist mir diese kleine Bar ist mir jetzt abhanden gekommen. Ach, bin ich dran schuld? Ist unser Flirt dran schuld? Nein. Ach, nein. Ich bin jetzt da runter, da habe ich die Fische vorne, da habe ich gegessen. Dann denke ich mir, wenn ich jetzt da runter gehe, dann muss da irgendwie... Da ist so ein Weißbierstand oder Cocktail und alles. Was? Sehr angenehm und schöne Mädchen für heute. Schöne Mädchen, gell? Du, dann habe ich jetzt geschaut, denke ich, irgendwas stimmt da nicht, da ist der Haupteingang. Ich habe mir Security, sage ich, wo geht es jetzt da zur U-Bahn? Da bin ich rauf und dann ist es links. Naja, man ist leicht litiert, gell? Ja. Jungs, alles Gute. Bleibst anständig? Ja, das bleiben wir auf jeden Fall. Satir von Arte, oder? Ja, genau. Arte Journal, Skyline Fernsehen, GmbH und KG. Du tust deine Flossen weg. Natalia. Eine Armlänge Abstand. Ass. Flossen weg, du Arsch. Flossen, ja, so einer. Das bringen wir zur Anzeige. Der ist bestimmt der Saupreis. Ja. Der ist das Saupreis. So, der Hut, der ist schon 10 Jahre alt, den braucht aber man. Aber den brauchen sie wieder. Ja, der ist gut erhalten, aber wir wissen. Nein, was ist somit? Habt ihr auch schon fotografiert und so mit Dingen? Ja, wir fotografieren die ganze Zeit. Nein, wir machen 25 Bilder pro Sekunde. Interview. Ja, machen wir gleich. Geht gleich los. Geht gleich los. Ja. Aber schön auf der Wiese, gell? Schön normal. Ja, schon. Normal. Schön nicht neuronal so auf der Wiese. Da. Nee, das ist ja so auswärts voll. Oh. Lass uns weggehen. Ich bin jetzt da runter, voll auswärts, gell? Ja. Türkisch, Arabisch.
ist voll auf der Wiesn jetzt, gell? Voll los. Die Hölle. Also, ein gutes Interview noch, gell? Ja, vielen Dank. Wir gehen am Sonntag zum Wellen. Dann sehen wir uns am Sonntag wieder. Ja. Ach, seid ihr am Sonntag auch da? Ich guck mal, ja. Mal gucken, wenn wir es schaffen. Naja, wo es die Zeit erlaubt, so, gell? Ja, genau. Sonntag ist Wahlsonntag. Eben, das müssen wir nämlich da. Das müssen wir jetzt noch überlegen, wie wir überhaupt wählen. Ja, da überlegen wir noch. Ja, vielen lieben Dank und auf Wiedersehen. Schönen Abend noch. Also, tschüss, gell? Alles tschüss. Gute, bis dann. Tschüss. Okay, lieben Dank für die 11,23 Euro von, also an Boris Becker Insolvenzverwaltung. Boris Becker hat wieder zugeschlagen. Es ist sehr, sehr dankbar bin ich dafür, dass du in der Insolvenz doch noch spendest. Oh, und Hans Meiser Notruf hat auch seine 5,27 Euro gespendet für Gifhorn. 14,87 Euro, da habe ich wohl einen im Tee gehabt, sorry. Vielen Dank dafür. Oh Gott, Erkältung. Ist das Herz jetzt größer als das andere? Ich glaube schon. Ja, ich glaube auch schon. Dann haben wir Gewinn gemacht. Na, ich glaube nicht unbedingt, dass das teurer ist, weil ich glaube, das ist quasi so Standard mit Gruß vom Oktoberfest. Und weil das Massenware ist, wird es billiger produziert. Glaubt, wäre meine Vermutung. Ah. Oh. Hey. Oh. Oh, ein Fall für SH Notruf, sonst was Kanal, ne? Genau. Ja. Oh. Oh. Aber das ist ja keine Trageliege gewesen. Vielleicht liegt da auch jemand drunter, man weiß es nicht. Ja, es sind Medikamente. Ach, Malte. Ach, Adam. Ich muss mir leider nochmal die Nase putzen. Mein Schädel dröhnt ein bisschen. Aber das ist nicht so schlimm. Denn du hast Biro Protect. Ja. Ja. Ja, Mann, bester Mann. Es ist sehr gut. Ja. Mai. Also ich glaube, Skyline TV war noch nie so lange an dem gleichen Fleck. Ja, Mann. Ja, das stimmt. Außer in der Augsburg-Folge. Ja, ich meine, eigentlich hatte ich auch gedacht, wir gehen mal rum oder so, aber irgendwie kommt ja alle 10 Sekunden jemand. Ja. Und ich bin auch immer ganz dankbar, wenn ich gerade jetzt in meiner Erkältung mich nicht so viel bewegen muss. Ich friere lieber an einem Fleck statt unterwegs. Aber es wird langsam auch kälter, das stimmt. Das stimmt, aber dafür habe ich ja die Jacke hier. Jetzt hast du dein Herz los, jetzt bist du ein herzlos geworden. Ich habe ein viel größeres. Wow. 7 Minuten noch geht die reguläre Abstimmung für die nächste Stadt. Wo fahre ich am nächsten Donnerstag hin? Fahre ich wieder an einen Ort, zu dem ich keine Drehgenehmigung bekomme oder nur gegen einen Entgeltbetrag von 375? Wie denn? Einfach anders da. Ja, vielleicht ein bisschen deutlicher und langsamer würde ich das genau, machen. Genau, genau. Ich habe immer das Problem, ich rede immer so schnell und die Leute verstehen mich da nicht. Und dann sagen langsam, die Leute immer so langsamer, ja. Haben sie und du musst das Mikro näher dran halten, sonst verstehen wir noch nicht. Stimmt. Genau, so näher. Oh nein, RIP Headphone-Users. Ja, naja. Sind Sie gerade da gewesen oder kommen Sie gerade oder wie geht's? Wir gehen jetzt nach Haus. Ah, nach Haus. Wollen Sie noch ein kleines Spielchen spielen? Zahlen für das Oktoberfest? Kann man da was gewinnen? Ja. Ja, was gewinnt man nochmal bei dem? Wir haben so viele Spiele, ich bin nicht mehr durch. Dieses wunderschöne extra scharf Lebkuchen. Extra scharf? Oh, da habe ich extra doch schon ihn schon. Eigentlich schon. Ja, da passt es ja super zu eben. Ihnen. Ja, super. Hey. Ja, super. Lot oder sowas. Ich bin des Bayerischen noch nicht so mächtig, ich übe noch. Ich habe die Frage hier nämlich auf dem Handy. Dann, wer spielt denn jetzt gegen wen? Bayern gegen Löwen. Bayern gegen die Löwen. Löwen in den Zoo! Löwen in den Zoo! Ich kann nämlich spielen, ich verteidige das, weißt du? Okay. Wenn ich verliere, dann musst du es abgeben. Sie spielen gegen mich. Er kennt die Fragen auch nicht. Ich kenne die Fragen nicht. Das Oktoberfest, seit wann findet es statt? Wir können schätzen, ne? Man weiß es nie genau. Dafür sind die Fragen zu fein. Ah. Aber es sind immer zahlreich. Ich sag, 48. Mal. 100. Ja, die Frage ist, in welchem Jahr war es zum ersten Mal? Keine Ahnung. Keine Ahnung? Schätzen Sie. 1860, sag ich. 1860? Ja, wie die Löwen. Ja, freilich, klar. Ah, ja. Nee, das finde ich scheiße. Die Löwen sind einfach blöd. Da sag mal 1859. 18, okay. Ich sage 1855. Jo, 1810 war das erste Mal. Siehst du, wir haben gewonnen. Ja, da waren sie näher dran. Ja, super. Ja, aber das geht ja noch 4 Fragen, das Spiel. Das ist das Problem. Ach so, aber unser Zug geht. Ach so, wann geht denn der? Jetzt gleich. Jetzt gleich? Ja. In 20 Minuten. Bist du nimmst den Preis gleich mit und gehst jetzt. Komm, wir gehen. Komm. Wir gehen? Komm, wir gehen. Zusammen. Ja, zusammen gehen. Tschüss, Malte. Okay, ich hab gewonnen.
Ja, ich bin das ist der Gewinn. Du kriegst der Herz. Das ist aber meiner. Das ist das Problem. Gut. Das ist eine extra scharf. Fett das Herz. Verdünner, was? Hat sie nicht 18,59 gesagt? Hä, du bist doch der Gewinn, du musst mitgehen. Hat sie nicht 18,59 gesagt? Ja, kann sein. Ich habe 18,55 gesagt. Ja, also erstmal hätte ich gewonnen. Und ich habe extra nicht 18,10 gesagt, weil die Frage hatten wir eben. Ich habe das komplette, ich habe die Antwort, also ich war mir nicht ganz sicher, ob sie überhaupt, also die eine Jahreszahl, die war mir sehr verdächtig. Die bestand aus 5 Ziffern, will ich gehört zu haben, meine ich. Naja, okay. Egal. Okay. Ich behalte das jetzt einfach, das meinst du, das habe ich bezahlt. Das ist nicht von euren Spendengeldern, das ist auch nicht von der GEZ, weil wir sind nicht von Arte. Das stimmt. Deshalb behalte ich das einfach. Oh, viele Polizisten, die darf man jetzt filmen, weil die kein Persönlichkeitsrecht haben. Polizisten in Full HD. Ja, ich glaube, mit ihr konnte man das Spiel nicht richtig spielen. Deswegen. Was ist mit den zwei jungen Damen dort? Ja, auf geht's. Die sehen so wartend aus. Die eine hat einen Koffer. Hallo. Hallo. Spielen? Ganz kleiner Überfall, aber wir machen keine Verarschungsspiele oder wie man so sagt. Wie von Dänemark. Ach so, you speak English? Ja. Because I can translate actually the questions. I'm not going to be in an interview right now. Oh, yeah. I just arrived here. We just want to play a game. Do you gonna check in, like, in the next hours? Or? Because you can't walk in with this. I just gave her a key. Ah, I see, okay. So, you wanna play with me? What is this for? It's just for YouTube. But oh my god, no. No, actually it's for Arte. Do you know Arte? It's a German-French TV channel of the public broadcast. So it's 100% serious. As well, it's 100% just in Germany. It doesn't walk to Denmark or to somewhere else. It's on the internet. It's always gonna get to Denmark. And yes, the prize is, what you can win, is this Lebkuchenherz. And it says extra scharf, which means extra sharp, extra hot. Yeah, but do you want to win this brilliant prize? You just have to answer one question, and you will. It's like a guess game, yes. Because you can't actually know the answer, but the answer is a number, so you just have to focus on a 30 seconds. One long time. I don't think I'm ready for the internet right now. Oh, okay. You want to come back later in 2 hours when you are ready for the internet? I'm so ready in 2 hours. Okay. In two more beers, I might be ready. Two more beers. Yes, but German beers are very big, you know. Are you going to start now? Or are you going with your friends? I'm going to go in again. Ah, okay, I see. Ah, that's the reason you just gave her the keys. Yeah. Ah. So how much is one room in your apartment? Because I didn't find any apartment. We're staying with a friend. Ah, I see. Ah, yeah. A German friend. She's free. No, she's Danish, but she was an intern for Bosch. Mm-hmm. So she's here writing her bachelor. Ah, I see. Do we have festivals or like how is it in English? A fest? Like a party like this in Denmark? No. Also not in your traditional style? No. No, okay. No. So. I don't think Denmark has a traditional style. Must be very amazing. Because we're so advanced, yeah. Oh. Yeah. I must be very amazing. Yeah, okay. How much did you pay for your dirndl? 200, I think. Ah, oh, okay. Euros. But you will keep it and you can wear it in Denmark. Yeah, I mean, this is my sixth year here. So you've already been here. I've worn it 5 years now. So. Okay. So this it wasn't worth. Yeah. Yeah, okay. Yeah, that's so cool. It's been paid for by visits. You bought it in Germany? In Munich? I bought it through like a website. Okay. Like a German website. There are a lot of people buying their dirndl or their tracht on Amazon for 50 or 60 euros. But then there are like the fake ones where it's all like sewn together. Yeah. And also it's poor quality just for one time. So if you want to go inside and puke after this, then you can just put it in the rubbish. But all the Germans will shame you though. I don't know, because almost every second person is puking here. So you know the Kotzhügel? Oh yeah. The Kotzhügel, it means like a puke hill. Oh yeah. Don't sleep there. Don't sleep there. Yeah. No, we've seen people fall, like roll down the hill when they're drunk. Oh, okay. So. Yeah, there are a lot of. You've seen the damages. Yeah, so I'm also here to warn the people not to go on the puking hill. But you'll be later. I know. That's not my, I'm very shy and it's not my kind of
business to walk in. And we're not even allowed to go on the area. Yeah, that's as well because we... Oh, because you're filming. Yeah, we need a permission but and actually, this costs almost €400 and I'm just a small YouTuber. I don't have the money for it. The people sent me to several places and they don't know if I can even go there inside. So I'm just standing in for 4 hours and informing other people about the puking hill. Fun times. Yeah, but thanks for your interest in playing with me the game. Our non-cooperation. Yeah, I know. You're very welcome. You gave me nice answers. Actually, if you just played the game with us, you would be we would have finished like 5 minutes ago. Then you wouldn't have to ask questions. Oh yeah. No. But then it's like a test. Another online test. No, it's not a I test. I get enough tests at school. No, it's like one of these questions like, how many seconds does the light need to get from Jupiter to the sun? Nobody knows. Yeah, still, except for still. The person that wrote down the question. It could be a seller. Like, it still feels like a test. But on the other hand, I got some nice information about Denmark and that there's no Oktoberfest in Denmark. Only fake ones. There are? There's like Oktoberfest emulating the German Oktoberfest. Okay, yeah. But very badly. And then playing the Danish, It's like Danish old music, very shitty. This is actually one of the questions because in Cincinnati they also make an Oktoberfest since 1976. Yeah. And my question would be how many visitors have this event every year? And the answer would be 500. Yeah, that's. I guess 500,000. German guys, probably, maybe. We're English. English, yeah. He wants to be a part of your program. I'm sure. I'll be about. Once I finish it, let me finish it first. Do you know this guy? No. No. But maybe you want to get to know each other. No. Eine Armlänge Abstand. I'm sorry, English guy. It might be exciting to meet. A guy with a, was war das, ein Fleischbrötchen? I don't know. Leberkäse. Leberkäse. Ich weiß, vielleicht noch Leberkäse. Okay, Danish guy. Dansk girl. Danske beer. Danske beer. Yeah, Danske okay, beer. Danske beer. Is Danish beer better than German beer? No. But Danske beer. My last question. But our internet is better. What? Your internet is better? Yeah. Like faster? Yeah. Probably. Yeah. Because every country in Europe and even some countries in Africa probably have faster internet connection. Yeah. But even here I'm streaming in full HD and so. Especially like the mobile connection, which are incredible expensive. Very yes. Yeah. You pay a lot for mobile internet here. Adam knows it best. We have no issue. Like we're using our we can use Danish data here. Yes. Thank you, European Union. Yes, because we are from this German-French TV channel, we have to promote the European Union and the German-French connection. Well, European study Union. European studies, so. I used to study law, and now I'm not a lawyer. But you will be. Maybe, or a judge, or a Staatsanwalt. Oh yeah, a Staatsanwalt. State attorney. Yeah. Or some weird guy on the internet. What? Or some weird guy on the internet. No, he's just my guy. I'm the host and he's just following me for the second time. I'm like a groupie. He's weird as well, but not as weird as me. Like, yeah. I'm pretty weird, but I think I'm more weird than Adam, than him. But I'm not streaming my entire life in the internet like Adam does every Thursday. Maybe the people will send me to Denmark because I was a lot in Austria, for example. Once. But yeah. It's very expensive. They have to send a lot of cash to send him to another state than Germany. Yeah, because there's a minimum border. Yes. Yeah. Then maybe I will visit Copenhagen or Aarhus. We're from Aarhus. Directly in Aarhus. What? From the middle of Aarhus or like? Yeah. Okay. Yeah, maybe we will meet us again in Aarhus in a few months. Maybe. How long do you stay here? Until Monday. Until Monday. Okay, dann skip hier. Yes. Yeah. We will see us again. Tschüss, geweih. Tschüss, gedränge. Tschüss, geweih. Yeah. Okay. Oh, do you have also a Sprachstudio in your ear? Like, is also somebody reading out the comments? No, okay. I was just thinking. This could be. Okay.
I was listening to music. Yeah. Okay, which kind of music? Danish music. Munich. No. This was R&B that I was listening to. Okay. Is there also Danske R&B? Yeah, but they're shit. They're shit. Yeah. Not yeah. Very good. Danish R&B and hip hop is kind of like for fun. Yeah, it's like ironic. Yeah. Very ironic. Okay, that's good. As ironic as us. It's like party music, but it's not very like quality writing or anything. Yeah. Okay. Yeah. I see. I mean, nobody in Denmark had a tough life, so. No. They can't write about my that. My tough life in Denmark. Yeah. You know what? I'm trying to finish the conversation since 5 minutes or something. Yeah. I don't know. It's really weird. You don't want to play with me, but you're talking with me the whole time. You're answering very stupid questions for me, but I'm fine with that. Yeah. But I really have to say goodbye. Danske Bier. I'm very Deutsche sorry. Deutsche Junge. Ja, sehr gut. Ah, du kannst auch Deutsch sprechen? Ein bisschen. Ein bisschen. Aber wenn ich ein bisschen schneller rede, dann kannst du mich nicht verstehen, oder? That I understood. That if you speak too fast, I can understand. Das ist sehr gut. Dann verstehst du Deutsch besser, als du redest. Aber wenn ich dann ganz schnell rede, dann können wir uns ganz schnell austauschen. Du verstehst einfach das, was ich rede, und dann kann ich schneller. Das ist ein bisschen zu schnell. Ein bisschen zu schnell. Ja. Langsam. Langsam. I think it's the first time I hear Dansk accent. And it's German. Really, in German, yeah, and it's really cute, I think. Yeah. What do you think? It's so cute. Okay, but. Can you repeat me again, schnell? Schnell. Ah, yeah. It's really good. Schnell. No. That's just a weird guy imitating a dance accent. Ja, mei, aber Freddy, kannst du verstehen, wenn ich auch ein bisschen Bayerisch rede? What? Oh, that's Bayerisch. Yeah. No, it's not because I don't speak Bavarian, because I'm not Bavarian, but. But it was an attempt. Yes. Yeah. I'm actually from Schleswig-Holstein, so it's very close to the border. Close to Denmark, yeah. When I grew up, we had TV1, the Danske TV station. TV1, okay. And I was always watching it because I thought it's exciting. So you speak Danish? Actually, no. I'm sorry. Because they just showed English programs and then they just subtitled it. Yeah. Yeah. So you can read Danish now. Yes. So if you just wrote down, for example, your number, I would know, okay, that's your number, for example. Things like this, yeah. Okay, but I have to say goodbye. Yeah. Okay, goodbye. Have a good time in Munich. Thank you. And enjoy it till Monday. Yes. We see us in Aarhus. Goodbye. Adios. Adios. Ciao, ciao. Ciao. Servus. What's goodbye in Danish? Bis ses. Es ist Danske Bier. Es ist. Okay. Immer diese Ideen, die man nicht loswerden. Ja, echt, ey. Erst wollen sie Wahnsinnig. Nicht und dann... Oh. Gut. Oh. Achtung. Ja, gehen wir mal einmal ins Fernsehen. Gehen wir doch mal ins Fernsehen. Gehen wir doch mal. Ja, wenn alle gleichzeitig reden, klappt das besonders gut. Woher kommst du her? Frankfurt. Und ihr? Rot für ein... Für Arte. Arte. Wir lieben Arte. Arte ist unser Leib. Arte. Und ihr wollt noch zusammenkommen. Ich komme erst heute. Arte. Wir müssen zusammen sprechen. Das Lustige ist ja, dass ihr jetzt nur noch mich hört und ihr hört ja gar nicht, was die sagen. Ihr seht sie zwar, wie die irgendeinen Schwachsinn reden, aber sie werden niemals die Möglichkeit haben, wirklich ihre Stimme in der Kamera zu haben. Egal wie sie zappeln und winden, man sieht sie kämpfen. Aber es hat einfach keinen Zweck. Weil jetzt hat es gecheckt. Hey. Oh, das geht leider nicht. Das geht aus Versicherungs. Ich halte es euch in. Genau. Aber es ist gut gepegelt, ihr braucht gar nicht nah dran gehen, man hört euch so. Du musst sagen, was sollen wir sagen? Also, du musst jetzt alle leider im Mikro... Na, ihr mal das Gespräch für den ersten Moderator. Also, fragen Sie mich bitte ein paar Fragen. Ja, okay. Genau, uns alle. Wir stehen ja von Rücken zu. Genau. Habt ihr gerade begonnen, hier loszugehen, oder seid ihr gerade gekommen? Nein, wir sind gerade gekommen. Also, gleich geht's los. Gleich, jetzt geht's los. Ach, schon ein bisschen vorgeglüht? Ja. Genau. Ja, natürlich. Weil es billiger ist, ne? Müssen wir unser Motto hier wissen. Motto? Das ist echt teuer hier. Ich verkaufe meinen Körper ganz, ganz billig. Ganz, ganz billig. Weil, ich sag mal so, mein Lebensmotto ist, ich kann mich aushalten. Mir geht's gut. Ich kann mich aushalten. Es wird echt teuer hier. Du kannst dir keine Maske mehr kaufen. Aber du kannst dich aushalten. Das ist immer die Hauptsache. Wenn du dich aushalten tust, dann reden wir davon,
Mir geht's gut. Wie komme ich aus heute? Das ist ein gutes Motto. Das, ja, hey, was staubst du eigentlich, weil du so Hochdeutsch redest? Ja, ich komme eigentlich aus Norddeutschland. Aber wir reden ja nicht über dich, wir reden über uns. Oh, das stimmt. Das haben wir nicht vergessen, aber liebe Zuschauer. Das haben wir nicht vergessen. Wenn wir jetzt irgendwas sagen, oder? Ja, kommt ihr direkt aus München oder woher? Ja, komm aus Oberpfalz. Aus Oberpfalz. Das ist hinter Ringspruch. Ja, hinter Ringspruch. Ja, ja, die Bayern. Da gibt es ein paar Orte, an denen wir mich gut aushalten können. Einfach. Ja, man muss sich selbst aushalten können. Ja, du hast das erfasst. Ja. Du bist der Erste. Ey, man muss sich selbst aushalten. Ja. Ja. Läuft das jetzt gerade live am Fernsehen? Mein Lieblingssender ist Arte. Sehr gut. Arte ist ein super Sender. Unsers auch. Ja. Echt? Ja. Ich danke euch sehr. Wünsche euch alles Gute. Sau geil. Wir sehen uns bald wieder. Ja, ja, und ich wollte noch gesagt haben, dass ich mich wirklich gut aushalten kann. Also ich leiche jetzt nicht, sondern ich kann mich wirklich gut aushalten. Und wann sehe ich mich auf Arte live? Live siehst du dich um 23.15 Uhr. Da geht das dann los. Gibt es dann eine Wiederholung? Genau. Da wird aber nichts gestreamt, oder? Da wird nichts gestreamt. Gibt es sie online nochmal? Oder wenn es mehr ist, muss man schauen. Ja, mal schauen. Und enter mich auf Snapchat. Thomas H61. Alter, die Moral von der Geschichte. Kannst du dich aushalten, oder nicht? Ja, das ist die Frage. Das ist dir die Frage. Alles Gute. Vielen Dank. Alles Gute. Tschüss. Schiff Commander. Ja, Malte, wir haben ja nämlich noch einige Spenden, die reingekommen sind, die ich eben eigentlich schon anteasern wollte. Jawohl. Es ist nämlich genau eine. Jawohl. Eine. Denk dran, die Geburtsphase ist ja gleich vorbei, ne? Vielleicht ist sie schon vorbei? Ach, die ist vorbei. Ach, wie witzig. Da bin ich mal gespannt. Warte. Oha. Es kam 12,21 Euro für Ilmenau nämlich noch rein, von Alexander. Ich danke dir sehr für diese Unterstützung. Der Gewinner ist nämlich gerade mal mit 52,18 Euro ersteigert worden. Nicht schlecht. Eieiei. Kannst du wieder keinen Hotel leisten. Also Adam, wenn es weitergeht. Ja, das stimmt. Nicht schlecht für Adam, gut für andere, die immer sagen, man kann eh nicht gewinnen. Das finde ich gut, dann kann ich damit werben. Das ist das Gute. Und das andere Gute ist, es ist eh in Deutschland. Ja, für die Tickets zahlt man drauf. Was haben jetzt gewonnen? Ich muss nur mal gucken. Ilmenau. Selfie-Stick kann ich dann ja machen. Das ist immer das Gute. Zur Not mache ich einfach Selfie-Stick. Sind wir da nicht auch irgendwo im Süden? Wir schauen mal. Aber da wird vielleicht auch der ein oder andere sein, der sich jetzt wieder denkt, oh nein, hätte ich vielleicht mitgeboten oder so. Es ist halt ganz schön schnell vorbei. Ja. Ja. Ich suche mir gerade auf der Homepage, schaue ich mir gerade mal den kompletten Endstand nochmal an. Aber nee, beziehungsweise lieber Zef, du kannst mir das gerne durchgeben im Sprachstudio. Gifhorn hat gewonnen. Vielleicht ist der Meister Popper mit dabei. Wenn er wirklich mitgeboten hat. Meister Popper hätte mehr geboten. Also der echte. Schauen wir mal. Also am liebsten wäre mir da jemand, der dann wirklich aus der Region ist und da auch was zu sagen kann. Das ist wahnsinnig gut. Gifhorn, was hat denn das für Postleitzahlgebiet? Das ist noch... Ah, das ist 4. Nee, das ist 3. Ja? Ach so. Das ist doch da in Niedersachsen, wa? Landkreis Gifhorn ist 3. Ja, ist ja in der Nähe von Braunschweig. Hallo, na, wie geht's? Ja, cool. Vielen lieben Dank für diese Unterstützungen. Ich habe ehrlich gesagt auch nicht gedacht, dass es mehr zusammenkommt. Ich meine, wir stehen seit 3 Stunden hier vor diesem Fleck. Aber es ist so, Leute. Wenn wir keine Trinken mehr haben. Ja. Ja, live ist live. Oh, cool, oh. Nur noch 1 Stunde. Ah, nein, Spaß. Oh. Kleiner Spaß. Ich finde es eigentlich ganz cool, wenn die Leute sich so anbieten. Das ist in meiner Erkältungsphase wirklich sehr, sehr erleichternd. Trotzdem haben wir seit etwa 1,5 Stunden das Spiel, was wir versuchen zu spielen. Was aber keiner mit uns spielt. Stattdessen unterhalten sich die Leute mit mir. Mit uns. Dann spielen wir es dann nicht. Ja, wie du willst. Vorhin hieß es auch in den Kommentaren, dass jemand hier in der Nähe ist, der uns auch schaut, aber der sich nicht traut herzukommen. Komm einfach vorbei, wir zensieren dein Gesicht live. Niemand erkennt dich. Genau, ich liebe es, wenn Geiz spontan vorbeikommt. Kannst du kurz halten? Vor allem unangekündigt. Genau. Aber er hat sich ja dann, also nee, er hat sich nicht angekündigt, weil er hätte gesagt, er traut sich nicht, also kommt er nicht. Achtung. Oh. Frisch aus Berlin. So, ich pack das mal nicht in die Tasche, die Hose, sondern direkt hier rein. Boah, Mai, langsam wird's ein bisschen frisch. Es heißt, fahrt doch mal in die Innenstadt. Sagen die anderen dazu. Können wir machen? Es ist dunkel in der Innenstadt. Und wir haben nur noch 1 Stunde. Also letztendlich, wenn man zu Fuß geht, wird man da jetzt 20 Minuten hingehen. Dann ist es bald 22 Uhr. Oder wir fahren einfach dahin, wo wir auch geparkt haben.
nämlich am Stadion, wo nichts ist. Aber ich bin schneller zu Hause. Nein, Spaß. Leute, ich bin halt nur erkältet. Das ist die Sache. Kleiner Spaß. Kleiner Spaß am Rande. So. Meinst du das? Also ich finde das gar nicht so schlecht, mal irgendwo anders hinzugehen, weil es ist hier schon ziemlich laut. So auf Dauer, weißt du. Achso, du meinst, es ist anstrengend? Ja. Okay. Für mich aber. Für dich? Ja. Weißt du nicht, ob es anstrengend ist für die Zuschauer? Ja, da wir das Mikrofon haben, nein. wir können ja mal fragen. Aber wenn du gerne weitergehen möchtest, können wir gerne machen. Hier ist halt das Licht ganz gut, ne? Von allen Seiten. Ich habe mich halt gefragt, ob wir das Herz noch größer bekommen. Nein. Hey, 6 Euro. 6 Euro, aber mal, extra scharf. Ich werde es aufessen, auch wenn es nicht schmeckt. Ich esse es auf. Geht es heute länger? Nein, tut mir leid, weil ich heute mit dem Euronight sowas von wieder nach Frankfurt muss. Ich habe ja natürlich auch kein Zimmer hier bekommen und so weiter. Wenn ich den Zug dann gegen 23 Uhr nicht mehr bekomme, dann sitze ich hier direkt neben dem Euro-Rettungswagen-Spezialisten 24 SH und denke mir, was mache ich mit meinem Leben? Nee, ich muss in den Norden. Das geht leider nicht. Außerdem bin ich erkältet, Leute. Ich bin ein bisschen... Es ist ein bisschen nicht anstrengend, aber ich merke es ein bisschen körperlich. Das ist bis 22 Uhr ganz okay, aber... Ich würde verdammt gerne tut mir leid, drauf. Aber wir machen bestimmt bald wieder, ne? Da oben drauf. Ist doch toll. So ein Kettenkarussell ganz weit oben. Was meinst du, was kostet? Irgendjemand den Chat wahrscheinlich geschossen? 8 Euro oder sowas. Ja, mindestens. Ah, nee, weißt du. Nee, das kostet mehr. Das kostet 12. Also normales Kettenkarussell kostet 4 Euro. 3, 4 Euro. Ja. Na gut. Naja, aber ich bin ja nächste Woche wieder hier. Dann Livestream auf Periscope. Nein. Also ich bin hier, aber nicht, es wird nicht gestreamt. Oh, du nutzt Periscope? Nein. Ich wollte es mir runterladen, aber ich habe keinen Speicherplatz mehr. Dann kannst du Periscope nicht nutzen. Ja. Weil leider mein blödes Huawei nur 16 GB internen Speicher hat. Und davon sind am Anfang schon 8 GB voll. Und jetzt habe ich mir noch eine Datenkarte von der Telekom geholt. Sodass ich jetzt beide SIM-Karten brauche. Und das hat so einen Scherz-Slot. SIM-Karte... SD-Karte. Und deshalb habe ich jetzt nur noch 16 GB internen Speicher. Marc sagt, das Karussell kostet locker einen Zehner. Wir haben die Standardfrage auch noch gar nicht abgeklärt. Die Fragen, die jedes Mal im Chat gefragt werden. Zum Welche Beispiel, können das nur sein? Na, zum Beispiel, ob das Oktoberfest einen Ringtennisverein hat. Ob hier Straßenbahn fahren. Ich glaube nicht. Straßenbahn fahren auf dem Oktoberfest auch nicht. Also das heißt, wir haben ja relativ schnell geklärt. Busse? Ja. Fahren da Busse? Nee. Weiß ich nicht. Okay. Nee. Farbe der Sparkasse? Ich habe noch keine gesehen. Okay, wollen wir das Spiel noch abhaken oder wollen wir drauf scheißen und sagen? Ich will drauf scheißen. Echt jetzt? Chat? Mal, wir versuchen das seit anderthalb Stunden. Das aber dann gibt es Leute, die wollen wirklich spielen und die sind nicht besoffen. Aber hier sind sie sind besoffen. Challenge. Wer findet die erste nüchterne Person? Wir gucken abwechselnd, irgendwelche Leute fokussieren die, sprechen die an. Fragen die, aber die müssen das auch bestätigen. Und durch den Wortlaut stellt man ja auch noch fest, ob sie wirklich okay. besoffen sind. Und wer als erstes eine nüchterne Person findet, kriegt 10 Euro vom anderen. Es kann sein, dass ich kein Bargeld mehr habe, jetzt ohne Scheiß. Das ist egal, kannst du mir auf PayPal überweisen. Oh ja, cool. Okay. Nee, Moment mal, ich habe auf dem PayPal kaum Geld. Okay. Ja, du hast es doch gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Wir spielen um 2 Euro. Okay. Okay. 1, 2, 3, los. Hey, bist du nüchtern? Schade, dass das gilt. Ich bin besoffen. Ich habe nämlich das Spray benutzt. Hey, du trinkst deinen Alkohol, Kameramann. Er antwortet doch gar nicht, das ist der Kameramann. Bist du besoffen oder nicht? Wenn er nicht antwortet, kannst du es nicht werten. Das ist ja voll unfair. Ja, Kameramann hier in die Scheiße reinziehen. Als wenn das so ein Zuschauer ist, der das umsonst macht. Ich habe zwei nüchterne... Da meinst du wegen dem einen Stück Löwenbräu von vor 2 Stunden? Das ist unfair. Also, Chat zählt das, ich finde schon. Allein, weil es so brillant war, dass ich dich jetzt gelauert habe. Ich schaue selber nach, was der Chat sagt. Ich traue dir. Wer fängt von uns an? Nicht eine Person zu finden? Ich glaube, ich suche mir gleich eine Person, die mit mir dieses Spiel spielt. Das kannst du machen, aber das hat die letzten 2 Stunden schon nicht geklappt. Da such mal, Alter. Komm, such, weil sonst ist es langweilig. Such, oh, los, hopp, hopp. Hallo. Hallo, sind Sie nüchtern? Ja. Ja? Absolut, ich bin der Kollege. Ja. Das ist gut. Entschuldigung, warum? Ich habe sie zuerst gefunden. Stimmt, ich habe sie gefunden. Wir machen nämlich gerade ein Spiel, wo es darum geht. Teilen wir mich auf oder wie machen wir das? Ich habe ihn zuerst gefragt. Ja, aber ich habe ihn doch fokussiert. Wir streiten uns gerade. Werf mal Münze, oder?
Dann haben wir beide zur Hälfte gewonnen. Xing Shang Shang. Okay. Xing Shang Shang. Shang. Moment. Okay. Okay. Xing Shang Shang. Gehen Sie denn noch trinken, Leute? Ich trinke nichts. Ich das bin ist schön. Ah, wie schön. Passt so wie ich. Ich trinke nur während des Streams, also einmal die Woche allerhöchstens. Ich habe alles durch in der Jugend. Mir hat nichts geschmeckt. Ich bin kein anonymer Alkoholiker. Wenn ich saufen will, dann mache ich das nicht anonym. Und Sie können sich so amüsieren? Absolut. Ich brauche keinen Alkohol. Wie lange planen Sie heute hier zu sein? Halbe, dreiviertel Stunde nach. Der ist noch irgendwo. Ja. Seine Freundin abholen vom Job. Dann geht es wieder Richtung Garmisch. Waren Sie so gegen die Uhrzeit auch schon mal hier? Vor Jahren, ja. Als Nüchterner, wie wirkte das damals? Also ich meine, wenn Sie da die ganzen Besoffenen sehen? Oh, amüsant. Kommt drauf an, nicht? Manche Besoffenen werden ausfällig, ja. Andere kennen sich nicht mehr wieder, andere werden lustig. Ja. Es ist als Nichttrinker ein amüsantes Fest. Ne? Das volle Programm hat man dann. Ne? Volle Programm. Und ich habe noch nie gebraucht, Alkohol, um lustig zu sein. Ne? Also ich habe es mal probiert, nach zwei Bier bin ich immer müde geworden und eingeschlafen. Ne? Aber ja. Es schmeckt mir nicht. Nehmen Sie dann dafür Kokain oder so? Ich nehme keine Drogen. Gar nichts. Okay. Aber ich rauche halt Zigaretten, normal Tabak. Ja, gut. Aber keine Drogen. Zigaretten beeinflussen ja das Gemüt nicht, ne? Nö. Nee. Man also bleibt gut, man ist ein bisschen beruhigt da, aber. Ja. Von was für eine Zigarette? Das nee, stimmt, ganz normale, ganz nichts normal. drinnen. Schlingel, was du wieder denkst. Keine Rauschmittel. Ja. Er kann ja denken, nicht? Ich mach's trotzdem mit. Da sparen Sie aber ganz schön viel Geld, ne? 11 Euro pro Bier. Wer saufen will, muss zahlen. Wer rauchen will, muss auch zahlen. Das oder? Stimmt, ja. Was trinken Sie denn dann stattdessen? Wasser, Saft? Wasser, Saft. Was kostet das hier? Das würde mich mal interessieren. Boah, ich habe Cola gekauft, also Pepsi-Flasche, kleine, 1 Euro Pfand und 3 Euro das Pepsi. Ja, das geht eigentlich. Das war aber draußen. 3 Euro für die Flasche plus Pfand. Wo seid ihr her eigentlich? Hey, YouTube. YouTube. Ich bin jeden Donnerstag woanders, wo mich die Leute hinschicken. Okay, ich habe auch YouTube am Handy. Achso, ja. Ihr könnt jetzt live sehen. Genau. Live, echt? Ja, genau. Soll ich mal nachschauen? Ja, schauen Sie gerne nach, das ist die Karte. Okay. Da können Sie dann nachschauen. Dann schauen wir mal kurz. Momentchen. Man hört euch doch nicht, Jungs. Jetzt muss er mir aber dann helfen, pass auf. Da ist YouTube. Genau, da können Sie mich nämlich gleich abonnieren, das ist ganz gut. Ah, okay, mach das Abonnenten. Gleich, ja. Wo? Genau, Sie können hier quasi auf die Suche gehen. Ja, ich habe die Lesebrille nicht an, machen Sie genau, einfach. Jetzt einfach Treiber hinzufügen. Und dann Skyline Fernsehen. Also eine englische Tastatur, ne? Und Englisch, Deutsch, Griechisch. Ach so, vielleicht drei. Skyline TV. Wird schon gleich vorgeschlagen hier. Genau, da sind wir gerade, wenn wir da rauf gehen. Da sind wir. Ja, das sind genau, wir. Sehen Sie, okay. Da sehen Sie sich selbst. Können Sie jetzt weiter gucken, entspannt? Ja, gucke ich entspannt weiter. Man drehen wir es mal, dann sieht man es gescheit. Genau. Ah, okay, alles geben Sie klar. Dem Stream gerne einen Daumen hoch. YouTube, genau so. Der zweite Daumen kann ich nicht, sonst fällt mir das Handy runter. Einer reicht. Einer reicht. Ab dem zweiten wird eh nicht mehr gezählt. Jungs. Ja. Die finden wir schon. Ja, finden wir schon. Sonst, nee, sonst finden sie mich. Ja, oder so. Und seid ihr jeden ich Abend? Oder? Stimmt, ja. Ist genau. Schon cool. Und ich wie lange ist das drauf? Das wird dann als Aufzeichnung veröffentlicht in den nächsten Tagen. Okay, also in ein paar Tagen können wir es nochmal anschauen. Ja, genau. Ja. Okay. Und dann jeden Donnerstag bin ich unterwegs. Ich brauche noch Fragen an mich. Sonst frage ich euch, drehen wir es um. Gerne, ja. Endlich mal fragen. Wie lange sind Sie schon für YouTube tätig? Seit 2014. Seit 2040. Ja, 40, nee, ja fast 14, genau. 14, ja. 40 kommt ja noch, wie denken Sie, ja. Wird sich das Oktoberfest 2040 verwandelt haben? Vielleicht gibt es ein paar mehr Attraktionen, bei denen man die Brille aufsetzt und dann in virtuellen Realitäten eintaucht. Aber ich glaube, dass so Volksfeste gar nicht sich so stark verändern. Das finden Sie das eher gut oder schlecht? Das finde ich eigentlich ganz gut. Also die Tradition zusammenzukommen, man sich zu alkoholisieren. Es verbindet. Es verbindet, genau. Verbindet, sagen wir so, ja. Ich hoffe, dass die Preise dann nicht noch mehr hochgehen. Das kann man nur hoffen, denn wird wahrscheinlich nicht so sein. Dann wünsche ich Ihnen noch viel Spaß auf dem Oktoberfest. Dankeschön. Wo läuft denn das jetzt eigentlich? Wo läuft das? Das läuft in YouTube. YouTube? Ja, ich habe soeben Ihren Job übernommen. Sie sind gekündigt. Ich ach so. Bin der Neue. Oh. Nee, kleiner Spaß am Rande. Ja, oh, da bin ich aber beruhigt. Ja. Mein Herz, das hat gerade so gezittert. Ja. Ich habe es bemerkt. Ja. Ich muss mich jetzt leider verabschieden. Ja, kein Problem. Es warten noch meine Leute auf mich. Ja. Ich übergebe Ihnen wieder und sage jetzt alle YouTuber ein schönes Hello.
Ah, ist ja Fasching, das Sebastian nicht zum Arbeit ist. Passt ja immer, geil. Geht immer. Alles Gute, tschüss. Alles Gute, tschüss. 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 Dankeschön. Der Typ hat gleich bestimmt kein Datenvolumen mehr. Ja. Aber ich habe gesehen, bei ihm hat YouTube schon das NSD gestartet, obwohl ein Full HD-Stream. Oh, die beeilen sich aber ganz schön dafür, dass es nur so ein Medizinschrank ist. Naja. Bamberg wird immer noch verarbeitet. Aber du bist sicher, dass es Bamberg ist und nicht, weil ich habe nämlich noch Graz hochgeladen und Graz verarbeitet auf jeden Fall noch. Ach so, okay. Ja, dann, also Release hast du die anderen wahrscheinlich noch nicht, ne? Ne, genau, dann warten wir einfach, bis es fertig verarbeitet ist. Wie lange braucht YouTube, um Videos zu verarbeiten? Da lädt man was um 13 Uhr hoch. Ach, das ist die 4-Stunden-Datei, die noch verarbeitet? Echt, aber die habe ich... Das ist die Zusammenfassung, ne? 15 Minuten Zusammenfassung. Bist du sicher, dass die immer noch sorry, internes Gespräch. So rede ich dann immer mit meinen Leuten. Ja, ja. Und Chat, was macht ihr so? Ja, stand bei mir auch. Komisch, ne? Ist es vielleicht, weil ich jetzt einen Full HD stream und YouTube dann an die Verarbeitung der Videos gestoppt hat? Spätestens in der Nacht seht ihr dann die beiden Aufzeichnungen, die schon alle fertig sind. Verarbeiten halt mal von YouTube. Ich kann nichts dafür. Sag mal, ist der Rucksack eigentlich schwer? Ja, fühl mal. Oh, soll ich es mal tragen? Gerne. Oh. Ja, da ist halt der ganze Laptop noch drin und so weiter, ne? Getränke und so weiter. Danke, dass du es trägst. Oh. 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 Tschüss, du Betrüger. Scheiße. Scheiße, er ist wirklich weg. Aber es ist just a prank, right? It was just a prank. Oh, 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 oh. Wo werden das dann ausgestrahlt? Ja, oh. Cool. Guck mal, da sind wieder eine fröhliche Gruppe. Wie man sagte vorhin noch, ich toppe die Challenge. Sucht einen Nüchternen, der auch noch Hochdeutsch spricht. Oh. Ah. Saupreis. Ah. In Gifhorn ist das bestimmt einfacher. Ah. Das ist, glaube ich, hier die Art von Mädels, über die vorhin geredet wurde. Ah, das sind Asiatinnen. Ob die Hochdeutsch reden? Zählen auch Mädels mit dabei? Man weiß es nicht. Ah. Was ist mit Riesenbratwurst, wird noch gefragt. Okay, ein Hochdeutschen, also einer, der Hochdeutsch spricht und noch nüchtern ist. Wirst du nicht finden. Ich setze 10 Euro dagegen. Echt jetzt? Ja, bei WeWin. Aber wie viel Zeit habe ich dann? 5 Minuten. Mach mal eine Challenge. Ich mach den Timer. Okay, und wie bewertest du dann, ob jemand Hochdeutsch spricht? Einfach an dem, was er sagt. Also wenn er nicht so, oh, wenn er nicht so spricht, war, wäre das schon mal gut. Oh. Also das werden wir schon fair. Das muss der Chat sagen. Okay. Moment, 5 Minuten hast du Zeit. Ab jetzt. Okay, 5 Minuten Zeit habe ich jetzt dafür, dass ich innerhalb dieser 5 Minuten jemanden finde, der Ice Dragon zählt nicht. Nüchtern und Hochdeutsch spricht. Nüchtern ist und Hochdeutsch spricht. Frau, Mann ist egal, ne? Ja. Oh nein, die sehen alle besoffen aus. Die Leute, die sich anbieten, sind bestimmt auch alle besoffen. Hi, sprichst du Deutsch? Leider nicht, schade. Okay, wie viel Zeit habe ich noch? Ich muss mich beeilen. Hallo, ich suche jemanden, der Deutsch spricht? Ah, nur Bayerisch. Ja, schade. Hallo, ich suche nur eine nüchterne Person, die Hochdeutsch spricht. Das ist alles. Wenn Sie mir das bestätigen können, habe ich gewonnen. Das wird bei uns ein bisschen schwierig. Ah, ist wirklich schwierig, weil Sie von hier kommen. Ah, danke für den Versuch. Bist du Hochdeutsch, sprichst, warte mal, sprichst du Hochdeutsch und bist nicht bayerisch? Warte mal, wie war das? Bist nüchtern und sprichst Hochdeutsch? Sorry, I don't follow the word you're saying. Oh, okay. It's not really important. That's fine. Hey, have fun. Yeah, it was same like this. Thank you very much. Hallo, ich brauche jemanden, der Hochdeutsch spricht. Nein, keine Zeit. Nächstes Mal. Keine Zeit, sorry. Zählt das nicht? Sorry ist Englisch. Sorry ist Englisch? Sie müssen schon einen Satz mit dir reden. Okay. Mann, warum sind hier so wenig Leute? Hallo,
Nicht erschrecken, ich suche nur jemanden, der Hochdeutsch spricht und der nüchtern ist. Dann habe ich alles gewonnen und ich lasse ihn in Ruhe. Naja, nüchtern. Kann ich nicht sagen, gell? Ach nein, nicht wirklich. Ah, nüchtern ist schon ein bisschen schwierig. Danke. Kommen Sie von hier? Vielleicht kriegen wir es sogar hin. Ich bin Münchner, ja. Ah, okay, nee, dann aber danke für den Versuch. Scheiße, sag mal. Scheiße, das ist Zapperlot. Wie viel habe ich noch? 2,50. Okay. Okay, okay. Gleich kommt so eine ganze Traube. Halbzeit. Hallo, ich suche jemanden, der Hochdeutsch spricht und der nüchtern ist. Ich brauche nur einen Satz. Englisch bitte. Ach so, scheiße. Was, wird der gewirbelt? Er hat gesagt Englisch bitte und ich habe einfach nur gesagt Scheiße. Okay. Hi, ich brauche nur jemanden. Hallo. Nicht erschrecken. Ich bin das Problem. Du bist das Problem. Ja, ich brauche jemanden, der Hochdeutsch spricht und der nüchtern ist. Hochdeutsch und nüchtern. Wieso? Bist du bayerisch? Also bist du aus Bayern oder was? Ja, ich bin nüchtern. Ich wohne in Bayern. Ja, aber du sprichst doch Hochdeutsch, oder nicht? Sprich mal einen Satz. Erzähl doch mal einen Witz. Oh Gott. Witz? Kannst du einen Witz? Es geht nur darum, ob man das Bayerische bei dir raushört. Nein, hört man nicht. War nicht witzig, aber letztendlich. Ja, aber spätestens das ist doch Hochdeutsch. Und Sie können. Sie haben jetzt nicht viel Alkohol getrunken. Also Sie haben keinen Alkohol. Ich habe gar keinen Alkohol. Sehr gut, dann habe ich gewonnen. Du hast leider die Challenge gewonnen. Ja, ich krieg's nicht. Was war denn die Challenge? Die Challenge war, dass ich tatsächlich jemanden finde, der Hochdeutsch spricht und der nüchtern ist. Aber du hast doch gewonnen. Schwer. Du hast aber was getrunken. Okay, aber ich bin trotzdem, weil ich habe ja nur ein paar Schluck genommen von deinem Bier. Gilt es noch als nüchtern? Das ist jetzt schon hier gleich. Also ich habe keine eigene Maß bestellt. Nein, habe ich nicht. Wann haben Sie das denn getrunken? Wie lange bin ich jetzt? 2 Stunden? Oh, 2 Stunden, ja. Ja, dann ist doch verjährt, oder? Das ist verjährt. Du hast dein Geld schon bekommen. Okay. Ja, danke. Oh, ich muss jetzt nur noch meine Tasche holen. Ja, es ist ein bisschen hell, ne? Ja. Haben Sie es bei den Schließfächern, die ich nie gefunden habe, haben Sie es da gebunkert? Ja, das ist gut da, ne? Genau, da auf der anderen Seite, da steht es. Was kostet das? Das würde mich mal interessieren. 4 Euro. Aber eigentlich günstiger als in Hamburg. Weniger als 10,70. Ja, als ja genau. Ja, dann haben Sie noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. Was? Du hast sie gesiezt? Chat sagt auch, ich habe gewonnen. Ja, ich glaube, ich habe die Rechte gesiezt. Ich habe gedacht, das ist die Mutter. Ja. Okay, ich wette, du findest keinen. Was witzig wäre, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel dich einen Engländer suchen lasse, weil ich gerade einen hatte. Ja, mal Engländer oder englisch sprechende Person? Ja, englisch sprechen sie alle. Wie soll ich denn rausfinden, ob der Engländer ist? Ja, indem du ihn fragst und sagst, ja, wo kommst du her? Nee, sorry. Also mal in Deutschland einen Deutschen zu finden, wird doch wohl einfacher sein als ein Tommy. Das ist nicht gerecht. Guck mal, jemand benutzt den Geldautomaten. Nein. Saupreis. Ach schade, der ist schon weg. Ich hätte ihn gerne gefragt, was sein PIN ist. Wie viele Gebühren musst du eigentlich dafür zahlen, dass er jetzt Geld abhebt? Stimmt, 12 Euro. Oktoberfest Special. Ja, ja. Ja. Preis okay. Von 1,5 Maßen. Was ist eigentlich der Plural von Maß? Ein Maß, 2 Maßen. Muße. 2 Maß. Was? Muße. Muße? Muße. Muße. Ja. Ja, was sagt der Chat eigentlich so? Ich habe ihn auf Moor. Ach so. Wirklich? Der Chat mag das anscheinend nicht, dass ich hier die Leute sitze. Hä? Mann, die waren 20 oder so. Kannst du gar nicht 20. Ach so, da spricht ja aber was an. Damen sitzt man nicht, weil sie sonst alt wirken. Ja. Ja, aber die alte Schabrack. Ach nee. Nee, die war ja auch recht jung. Ich vermute jünger als du, Adam. Auch wenn natürlich niemand weiß, wie alt du bist. Die war doch niemals jünger als ich. Doch. Die rechte? Ja. Die war genauso alt wie die andere. Chat! Die sah halt vielleicht ein bisschen älter aus oder sowas. Aber die war wahrscheinlich, ich sag, sie war 1-2 Jahre jünger oder älter als die andere. Dann schreibt der Chat noch, Malte soll mit dem Rucksack auf dem Gelände und wenn die fragen, sollst du sagen, ich bin Anwalt. Aus dem Weg! Ich bin Anwalt, lass mich durch. Komm mir entgegen, weil ich bin erkältet. Ich kann nicht eskalieren, ich kann nur infizieren. Ich glaube, wenn ich es versuche, dann wird da einer von den netten Herren und Frauen in Gelb kommen und werden dann so machen und mich aufhalten und wegschubsen und... Dann sagst du Tschüss, du Betrüger. Dann renne ich ganz schnell drauf und sage, schmeiß den Rucksack auf den Boden und sage, der Rucksack ist mir zu schwer. Was sagtest du denn? Ja, willst du es probieren? Nein.
dazu habe ich zu sehr Stock im Arsch. Und ich glaube, es wird. Also, ich könnte es natürlich versuchen, da beim Müller mal lang zu gehen. Aber ich glaube halt nicht, wenn ich hierher gehe, dass, da werden die mich schon aufhalten. Ja. Also, man ist jetzt gerade noch nicht so viel los, das sind so viele. Verstehe. Verstehe. Dann willst du kurz halten, dann putzen wir nochmal die Nase. Nein. Du hast immer das Talent, dass du mit dem Rücken zur Kamera stehst. Warum tust du sowas? Weil der Kameramann andauert. Nur mal so eine Frage. Echt? Ja, ich drehe ständig, sorry. Ich drehe mich seit zwei Stunden, drehe ich mich dann immer entsprechend, um das zu kaschieren, dass du irgendwie zum Beispiel mitten in der Bahn stehst. Nein, ganz so schlimm ist nicht. Halb so schlimm. Ja, ich verstehe schon. Nein, Spaß. Ja. Ein bisschen Trizen und so. Nein, aber Ice Dragon, der geht halt auch immer im Kreis rum. Tja, also ist das nicht ein toller Stream. Toller. Wir haben keinen Brunnen gehabt heute. Ja, Du stehst mit dem Rücken zur Kamera. Kannst du denn gar nichts? Das ist also ein Stil mit einmal mit Profis arbeiten. So ein Kack. Oh, hast du gedacht, dass der Ballon so groß ist? Ja. Da ist der Ballon, da. Schön, ja, jetzt wird er wieder kleiner. Schöner Ballon. Eben als er bei den Menschen war, da war er total groß. Krass, was so einen Unterschied macht. Ja, Chat sagt unter anderem, wir sollen wirklich mal diese Riesenbratwurst probieren. Und traut euch mit dem Rucksack, traut euch. Ja, Chat, du kannst gerne kommen und dich trauen. Ich habe einen Stock im Arsch, sorry. Ein Kommentar noch von Mein Hund Nagi. Manga, was? Mein Hund Manga? Mein Hund Nanga, ihr geht gerade in die schlimme Ecke von München. Ja, oder wir? Wir stehen doch seit zwei Stunden. Ja. Deshalb frage ich nach, weil es keinen Sinn ergibt. Ja, sehr herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist, lieber User Nunanga. Hallo. Na, wie war's? Wie war so das Oktoberfest? Hervorragend war's. Ganz klasse. Kommt ihr von hier, aus der Region? Ja. Okay, weil ich höre den Dialekt so ein bisschen an. Wir haben eben ein Spiel gespielt. Tief aus Bayern. Wie bitte? Tief aus Bayern. Ja, das war. Das heißt tief. Ich gehe direkt aus München. Bist du das gewohnt, dass man dir hinterherläuft, so wie jetzt gerade? Eher weniger. Aber du redest ja in der Zeit weiter. Du möchtest diese Konversation beenden? Vielleicht. Siehst du dir unangenehm? Vielleicht. Ich habe noch Chancen. Weiß ich nicht. Nee, voll, wie weit ist euer Weg? Die Erziehungsberechtigte schmeißt sich dazwischen. Ach so, ist die minderjährig? Ja. Oh nein. Bitte zeigen Sie mich nicht an, ich habe meinen Anwalt aber da. Okay, danke schön. Oh, da habe ich aber Glück gehabt. Oh, und ich wollte sie fast siezen. Oh, Malte, wie geht's dir eigentlich so? Top. Ja, ich dachte mal auch mal ein bisschen Kulissen wechseln, ne? Ja, meinst du? Internet-Rambo sagt, ich komme vorbei und hau Malte. Ja. Hä, du heißt doch nicht Lukas. Nee, weiß ich nicht. Komisch. Warum lese ich sowas überhaupt vor? Ja, das frage ich mich manchmal auch. Und ich frage mich auch, warum ich jetzt zum zweiten Mal mit dir hier eigentlich bin. Also nicht hier, sondern im Stream bin, weil irgendwie, ach naja. Wir sollen fragen, wie viel der Ballon mit dem Roten Kreuz kostet. Einmal Blutspenden. Ja, ich frag mal nach. Ja. Bis gleich. Meinst du, diesmal, die lassen mich jetzt diesmal wieder genauso durch wie eben? Ja. Ja, ne? Ja. Guck mal, der fotografiert uns. Ja, stimmt. Wenn der uns fotografiert, dann können wir auch gar nicht auch zu dem Roten Kreuz gehen. Ja. Okay, bis gleich. Hallo, ich habe eine Frage. Wir machen so vor der Kamera Späße. Ich wollte mal fragen, was der Ballon kostet. Verkaufen Sie den? Was machen wir den brauchen? Nee, ja, was verkaufen Sie den? Na. Wo kriegt man den her? Wie viel würde der kosten? Keine Chance? Bei eBay vielleicht. Bei eBay? Oder bei Amazon, ich weiß nicht. Am Ende des Oktoberfestes vielleicht? Ist das Mikro an? Wir können es gerne anmachen, wenn es okay ist. Na, danke. Ah, okay. Na, dann gehe ich mal wieder. Ich hätte sonst höchstens im Service Center fragen, in der Verwaltung. Da ist ja die Einsatzleitung hier oben. Ja. Dass bei denen einfach nachfragen. Okay. Es kann schon durchaus sein, dass die da über die Geisterbahn das möglich vielleicht ist. Vielleicht machen die das für Journalisten, dass sie einen rausgeben. Mit Presseausweis und so weiter. Einfach im Service Center probieren. Ja. Aber heute ist ein ruhiger Abend eigentlich heute? Geht das? So wie immer. Das können wir relativ wenig sagen, weil wir nicht den Überblick über alles haben. Ach so, okay. Alles klar. Ja, dann noch einen schönen, entspannten Abend. Alles Gute, bis dann. Tschüss. Ach so. Ja, es ist ein bisschen schwierig, diesen Ballon zu bekommen. Ich habe es versucht, für den Chat klarzumachen. Ihr habt es gehört, aber schwierig. Schade. Können wir Ihnen weiterhelfen? Wir sind Guides. Also wir können uns hier auf dem Oktoberfest gut aus. Was? Genau.
Nee, gar nicht. Can you speak English? Oh. Oh, yeah. What are you doing? We're doing a live stream. Oh, you don't want to be shown. Okay, that's okay. Okay. Because I would answer your questions because I'm very familiar with this. That's very nice. Are you working for like a website or some television or whatever? Oh, yeah, it's a web page, like a YouTube channel. Okay. Yeah. No, I would rather not. Oh, no, that's no problem. Okay. Where are you from, by the way? France. Hello, everyone. Oh. Have a great evening or sonst was. Yeah. Cool, finde ich auch. Das ist ein typisches Verhalten von Passanten, die nicht interviewt werden möchten. Mal so ein bisschen Making-of hier gerade. Er stand hier, er hat an die Karte geguckt. Er wollte sich orientieren. RTL 2, alle bringen das um, oder? Ah, ne, dann RTL 2, Arte sind wir. Nee. Ja. Oder Vox oder sonstiges. Nee, Arte, kennen Sie Arte? Hallo? Arte. No passing. No passing. Ah, no passing. Passing. Aber ich fand, der Franzose, der hat ziemlich gutes Englisch gesprochen, also fast akzentfrei, oder? Die war so hacke, die wollte ich noch nicht mehr interviewen, so hacke war die. Und das ist schon selten. Normally I would think that the French would speak like this. Ich glaube, was sie meint ist, das ist nicht München Passing. Ja. Ist ja auch logisch, weil in Passing führt man anders Interviews. Deswegen hat sie gesagt, no Passing. Passing fährt der Zug nach Leim. Ja, die geht auch völlig orientierungslos hier gerade auf der Straße. Vielleicht, naja. Vielleicht braucht sie Hilfe. Vielleicht will sie gesiezt werden. Naja, also zumindest kippt sie nicht um beim Gehen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen dafür, dass sie heute noch nach Hause findet. Ja. Oder was anderes. Ja. Gut, also no passing, merken wir uns. No passing. Ballonfrage haben wir geklärt. Dieses Spiel haben wir jetzt abgeschrieben, ne? Ja. Ich gucke nochmal, was ich auf dem Zettel hatte. Das kannst du gerne im Nachtzug spielen. Ich freue mich schon drauf. Hast du da wenigstens einen Liegeplatz? Oder nur so ein normal? Nee, Sitz. Es gab überhaupt nichts mit Liege oder sonst was. Ja. Sparsam sein. Sitzwagen. Christine sagt, für mich klang das eher no, passing. Ach so, sie wollte nur durch. Ja, sie weiß man jetzt nicht. Sie war so klein, sie konnte einfach hierher gehen. Die Kamera hat sie nicht eingefangen. Und der Kameramann muss sich auch mal die Nase schneuzen. Ich habe eine Erkältung, tut mir leid. Achso, sorry. Nee, der Kameramann. Soll ich die Kamera halten? Aber er hält weiter tapfer die Kamera. Ja, ja, Chat, ihr bekommt das, was ihr bezahlt. Oktoberfest. Ja, ich meine, so jetzt in die Gerätschaften reinzugehen, wäre sowieso nicht so schwer, so einfach gewesen. Hallo? Na, komm! Ja, bleib doch hier, ich habe ein Herz. Wir sind ja, nämlich schon. Ja, und? Damit kann ich dich nicht ködern. Was brauche ich noch? Ich habe noch eine riesen Bratwurst für 5 Euro. Das ist ganz frisch. Ja, wirklich. Ja, wenn ich die Bratwurst und jetzt verpiss dich, du Affe. Na gut, macht's gut. Tschüss. Servus. Servus. Auch das, wo wir schon bei Making-of sind, eine interessante Kombination. Zwei Leute. Der eine mag Interview überhaupt nicht, die andere schon. Ja, alles so. Schön, wie die den Leuten echt hinterher rennen. Aber Chad hat recht, ich wollte die erste. Ja, weil wenn die schon so nett drauf sind, dann lohnt es sich manchmal schon. Er hat ja sich bei den Dänen auch gelohnt, eigentlich dran zu bleiben. Ja. So ist es manchmal. Genau, die erste Story soll ich noch weiter erzählen. Genau. Er hatte seine Karte in der Hand und stand. Er wollte sich orientieren. Wo geht er hin? Dann habe ich ihn angesprochen. Seine Navigation war erstmal unterbrochen. Er konnte sich nicht orientieren und so weiter. War abgelenkt und so weiter. Wollte nicht gefilmt werden. Okay, haben wir akzeptiert. Und dann ist er aber einfach nach dem Ende losgegangen. Obwohl er gar nicht wusste, wohin. Er ist dann einfach in eine Richtung gegangen. Und was ich ganz häufig erlebe, nach so einem Gespräch, die Leute wechseln danach ihre Richtung. Die gehen dann einfach in die andere Richtung. Obwohl sie eigentlich ein festes Ziel haben. Das ist ganz häufig in Einkaufszonen auch so. Das finde ich interessant. Das war doch auch bei dem Bonus-Stream, als du mit CF in Hamburg warst. Da habt ihr irgendwie einen Radfahrer angehalten oder sowas. Irgendwas gefragt und dann ist der Radfahrer umgedreht. Es war halt so eine lange Straße. Also er ist so lang gefahren und ihr habt ihn angehalten, was gefragt und dann ist er zurückgefahren. Ja, gut, das war sowieso der legendärste Mann überhaupt. Genau, das war ein Bonus-Stream. Das war wirklich cool, ja. Ach Malte, wir kommen so langsam zum Ende. No, oh, nee, ne? Ja. Oh. Das tut meiner Erkältung ganz gut, wenn wir pünktlich aufhören heute. Oh, ja, ja. Ja. Dein Resümee, hast du es dir genauso vorgestellt? Hallo? Ich habe mir nicht vorgestellt, dass wir die ganze Zeit hier stehen. Ich auch nicht. Was hast du dir stattdessen vorgestellt? 1-2 Stunden draußen rum herumlaufen und dann in die Innenstadt. Ja, aber wir können jetzt auch in die Innenstadt gehen. Hey. Ja, können wir. Die ist bestimmt gut beleuchtet. Das stimmt eigentlich. Warum sind wir nicht in die Innenstadt gegangen? Weiß ich nicht. Musst du den Typen fragen, der dieses Konzept Skyline TV entwickelt, betreut, sich darum kümmert? Ja, weil ich immer denke, Oktoberfest muss Oktoberfest bleiben, also wenn da die Leute verabschieden. Ja, aber nee, Moment. Also
beim Heidepark Solter warst du auch nur eine halbe Stunde oder so im Heidepark und danach warst du in dieser einen Spielehalle. Okay, der Chat will die Rucksack-Story. Die Rucksack-Story? Ja, wir sollen versuchen, mit dem Rucksack reinzukommen. Also ich kann euch sagen, was passieren wird. Wenn ich da jetzt um meinen Rucksack hingehe, sagt mir der eine Typ, halt stopp, Rucksack darfst du nicht mitnehmen, musst du da hinten abgeben. Genau das will der Chat sehen. Okay, Chat, wenn ihr 10 Euro dafür spendet, dann mache ich das. I'm from England, you didn't interview me? Oh yeah, this would be the nicest interview ever. This is my second time here. Ah yeah? Second time in Oktoberfest. Where are you from? England, near Birmingham. Oh, okay. But what I want to ask a question is... Yeah. Why is it called Oktoberfest in September? Yeah. He has the answer. He already told us. Yes. Because originally it started in October, but because the weather is better in September, they moved it like 2 weeks earlier. So it should be called. Sorry, just a moment, I will be back soon. Oh, ladies. Hi, na, so, wo war jetzt der Witz, hier einfach mein Interview zu stürmen? Hä? Was war, wo war hier der Witz? Sag mal, wo war hier der Witz, in das Interview zu stürmen? Ich wollte dieses scheiß Interview zu Ende machen. Und die stürmen einfach so rein. Heute, er war so gute Sachen gesagt. Der will halt bei dir schlafen, wir bitte nicht schießen. Oh, nee, danke. Alles Gute, tschüss. So. I'm sorry. It's just too many said. These Germans, you know. The foreigners, they come here. They come in Germany, the foreigners, and they just ruin it. It's terrible. Yeah. All I can say is the German people are really polite. Thank you very much. Yeah, you saw it. Not them, they're just pissed. Oh, yeah. But lovely time. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. How long are you staying here? We came today, we go back on Sunday. 4 days. Yeah. Just... by the airplane. Sure. Yeah, okay. You're gonna be back next year? Yeah, every year we're gonna come down, and every year we get better with the. Last year we came to check shirts. This year, Lederhosen, check shirts. Yeah. Next year, who knows? How much did you pay for it? £42 sterling, so 48 euros. That's pretty cheap. Yeah, it is. You want to feel? Oh, I'm gonna feel it. Oh, wait a minute, I feel something different. Oh no, that's just a pocket. That's the lamp. Oh yeah. All that's on your hands. Yeah. See you. Nice time in Germany. Bye bye. Yay. So, kamen wir 10 Euro zusammen, dann mache ich das. Oh ja, Chat. Nein, die sagen alle nur die ganze Zeit Rucksack, Rucksack. Es kamen aber keine 10 Euro. Sorry, wenn ihr dafür nicht bezahlt, das ist so wie auf Chatterbait. Und wie die Seiten heißen. Heißt das? Ich. Hab ich gehört. Chatterbait wird sich ausgezogen, ne? Das sind doch irgendwelche komischen, also so ja, wie die, ja. Genau. Okay. Glaube ich, hab ich Ach gehört. Ach so, und dann gibt man Tipps dafür, dass die dann noch weitergehen? Ja. Und wenn dann halt keiner, wenn es keine Spendengelder mehr gibt, dann ist halt Ende. Kann man denn auch für 35 Euro eine Stadt ersteigern? Nee. Stimmt. 35 Euro eine Frau ersteigern. Kannst du auch mal live auf Chatterbait streamen. Das fand ich lustig. Ja. Aber immer ich diese... alles nur so aus zweiter Hand gehört, weil ich kenne da jemanden, der... Kennt da jemand, der war dann auf dieser Seite? Wir haben jetzt den Eindruck bestätigt, dass die ganzen Engländer, Amerikaner und so weiter hier immer herkommen, um großartig aufs Oktoberfest zu gehen. Ja. Also es gibt wirklich viele davon. Ja. Ja. Okay. Gut. Ja, kommen Sie her! Kommen Sie her! Oh, hallo. Grüß dich. Servus. Sind Sie gerade rausgegangen, weil Sie genauso rausgeflogen sind, so wie wir? Nein. Wir haben nicht auch so geflogen. Nein, bei uns ist es so, wir kamen gar nicht erst rein, weil wir eine Drehgenehmigung brauchen, die kostet 400 Euro. Okay. Was? Und Presseausweis. What? Ja. Alter, das ist kein Problem. Überhaupt kein Problem nicht. Gib ihm 400 Überhaupt Euro. Überhaupt kein Problem nicht. Das ist super. Pass auf. Das wäre super nett. Ich gebe dir sogar 1000 Euro. 1000 Euro. Wollt ihr das haben? Sehr gerne, ja. Aber ich brauch's selber. Ah, schade. Ich hätte Ihnen das Herz gegeben. Oh, für einen Tausender. Ja, und Sie wären für 3 Monate lang der Zuschauer des Monats. Das ist viel wert. Das wäre auch das Mindeste gewesen. Ja, das Problem ist, ich muss um 5 in der Früh wegfliegen, deswegen brauche ich das Geld. Ach, zahlen Sie in Bar im Flugzeug die Takt. Ja, genau. Aber jetzt ohne Quatsch, braucht ihr wirklich 400 Euro? Mit 375 wollten die haben, ja. Nein. Ja. Aber ist doch ein Volksfest. Ich habe auch gesagt, das ist ein YouTube-Kanal, der sich selbst kaum tragen kann. Ja, ja, weil die Leute schicken mich in eine Stadt, aber manchmal kommen dann nur irgendwie 50 oder 80 Euro zusammen oder sowas und dann habe ich halt meine ganzen Unkosten. Aber sie meinte, das hätte mehr Dokumentarcharakter und was war das noch? Achso, und dann hat sie sowieso gesagt, das wäre sowieso, also irgendwelche Spiele spielen mit Passanten oder so wäre sowieso unerwünscht. Ach Quatsch. Ja. Und deswegen stehen wir einfach hier vor der Tür, reden mit netten Leuten, die uns 1000 Euro geben oder vielleicht auch nicht, je nachdem.
genau. Nicht so Schmatzköpfe wie mit ihm, das ist dann mit wirklichen Leuten. Ja, ihr seid noch die Nüchternsten heute. Also wir haben ja auch schon alles erlebt. Echt? Na gut, so nüchtern haben wir zwar nicht, aber wir benehmen uns, oder? Ja, Frage, sag mir doch mal den Channel, wie heißt ihr denn? Ich habe eine Karte da. Ja, cool, danke. Denn du bist nicht der Erste, der fragt. Ja, will ich nämlich abonnieren dann, auf jeden Fall. Ja, sehr gerne. Dann habe ich nämlich einen mehr. Das ist 80% von eurem Zuschauern. Ja. Also mindestens ein Like hast du dir schon mal sicher. Von sehr Mauern, Leute. Also zwei. Ja. Genau. Und so hier Mauern. Den überzeugen wir auf jeden Fall. Das machen wir schon. Du kannst halt durch den Geldbetrag, also falls du es dann einfach überweisen möchtest, kannst du dann bestimmen, wo ich dann nächsten Donnerstag hingehe. Teilweise, ich wurde jetzt nach Graz geschickt. Ich war in kleinen Orten wie Buxtehude. Und dadurch hat man Einfluss auch auf das ganze Konzept, auf die Sendung. Ja? Ja. Jetzt lassen wir mal erstmal kurz denken, wenn ich komme, dann überweise ich die Kohle. Das ist sehr, sehr nett. Was ich fragen wollte, was macht ihr? Reisedokus oder wie schaut das aus? Es ist eine Mischung. Also manchmal quatsche ich mit den Leuten, wenn es welche gibt. Häufig Ortserkundungen, heute ein bisschen weniger. Heute waren wir an einem Fleck. Also eine Mischung aus Sightseeing, mit Leuten sprechen, Spiele spielen. Wo kommt ihr her? Ich komme aus Frankfurt. Okay. Das ist mein Guide heute, das ist Malte. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen, habe jetzt 5 Jahre lang in Mecklenburg-Vorpommern gewohnt und lebe seit 2 Monaten in Augsburg. Er wohnt seit 2 Monaten in Augsburg? Zwischen Dortmund und Münster aus einer Kleinstadt namens Berne. Ja, ich bin ein gebürtiger Essener, also da kenne ich mich aus. Ja. Na cool, ne? Die Welt ist ein Dorf. Ja. Und ich will mal sagen, so die Welt, die schrumpft ja durch die ganzen YouTuber, ne? So, man wächst immer enger zusammen, finde ich cool. Ja, ja, genau. Also mir macht Spaß. Man wird immer häufiger zufällig gefilmt. Ja. Zum Beispiel. Was steht noch auf euren Herzen? Ah, du hast ja gar keine. Ja, habe ich extra für meine Frau mitgenommen. Alles, was ich brauche. Oh, wie süß. Ja. Sehr gut. Ja, genau. Ja. Ja. Und wer braucht dich? Wer braucht dich? Wer braucht dich? Ja, ich meine, das ist natürlich auch universell, ne? Das muss ich nicht unbedingt zu Hause, kann ich zu Hause verschenken, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Wenn das irgendwie nicht so ganz so gut schmeckt, obwohl es 6 Euro kostet hat, dann schenke ich da lieber was anderes. Ey, das Ding hat 15 Euro gekostet hier, bitteschön, ja? Oh! Du kannst doch im Internet bestellen für 5 Euro. Ist mir egal, meine Frau ist mir das wert. Kann man das? Stimmt. Ah. Ja, okay, aber das ist die Frau wert. Die Frau ist 15 Euro wert. Jetzt muss man weiter, sonst verpasst man unseren Zug, gell? Super. Genau. Vielen Dank. Jungs. Hat mich gefreut. Alles Gute. Mach's gut. Dankeschön. Tschüss. So, Winkelhaus, 10 Euro über Streamtür. Adam, schnall dir den Rucksack auf den Rücken und geh in das Oktoberfest. Ja. Also an den Sicherheitsleuten vorbei wirst du, bis du nicht mehr kannst. Aber eigentlich hatte ich jetzt so verstanden, dass ich es versuche für die 10 Euro. Ob du es versuchst für 10 Euro, das haben wir nicht ausgemacht. Du kannst es ja, ja, okay, Chat, hier, Teilnehmer, Winkel, der du das gesendet hast, entscheide. Also ich versuch's gerne. Ich weiß, was passieren wird. Also dazu sage ich nicht nein. Ich bin erkältet. So als ob du die Erkältung, als ob dich da tätig hast. Vielleicht hinter mir Pferdeballon mit 2 Beinen. Aha. Ach ja, doch, tatsächlich. Ja, wie schön. Ganz hinten, ja. Ja, was wollte ich sagen? Der Chat-Teilnehmer, der Spendensender entscheidet. Einer müsste für Ablenkung sorgen. Die Frage ist halt, ob man da nicht irgendwie tatsächlich so einen Moment erwischt, bei dem keiner hinguckt. Tada! Da müssen wir in den Stream pausieren. Da sieht man wahrscheinlich kaum was. Ja. Ja. Oh. Also es gibt verschiedene. Wie hast du das Ding die ganze Zeit getragen? Das ist ja so schwer. Jeden Donnerstag trage ich so viel. Oh, mein Rücken. Ah, ich wurde wegen meinem Rücken ausgemustert. Normalerweise ist es schwerer, weil ich dann noch Trinken dabei habe und so weiter. Und Hotelschlüssel oder was weiß ich. Ei, ei, ei. Hallo. You wanna be part of this interview? You can, if you want. We can do it if you really want. Where are you from? South Korea. South Korea, ah, okay. Of course not North Korea. Because I was hosting a room by Airbnb. And I had always people from Korea. Yeah. And they always told me they are from Korea. And I always asked, North Korea or South Korea? And they were always like, South Korea, of course. I thought you went verkackt. Yeah. How long do you stay here? 5 days. 5 days. Did you enjoy? No, just travel. I just traveling. Did you visit the festival? Yes. Okay. How was it? How many beers do you have? Just one. Okay. That's a big one. Yes. Yeah, okay. Yeah, I wish you a very nice journey. Yeah. And have a good evening. Yes. Thank you. Thank you very much. Goodbye. Goodbye.
Hallo. Aber hey. Scheiß drauf. Mal ist einmal im Jahr. Ganz genau. Ganz genau, ganz genau. Ja, ja. Dann bedanke ich mich für dieses konstruktive Interview. Ja. Und wünsche euch alles Gute. Ach, schon fertig? Ja. Wollt ihr dir was erzählen? Leute. Also, Lederhose, Hemd, also Tracht, vollkommen okay, und dann die Schuhe. Was ist los mit euch? Ja, ich bin kein Tracht. Wir haben kein Geld mehr. Wir haben das, kein Geld mehr. Sag einfach so Scheiß. Wir hatten kein Geld mehr. Das sind die jungen Leute. Du hast genau die gleichen Schuhe an. Ja, gell? Du hast gerade die Lederhose an. Du hast gerade die Ich muss leider in der Hand festhalten. Fliehwange. Aus versicherungstechnischen Gründen. Ich frage mich aus. Wie viel habt ihr bezahlt für eure Trachten? 170 Franken. Ach, komm, das ist der Schweiz, jetzt höre ich es. Ja. Ja. Also, wie viel ist das in Euro ungefähr? Circa 190. 190 Euro. 190? Ja. Nur für die Dreckgang. Ah, okay. Hose. Aber lohnt sich wahrscheinlich. Mit. Ja, zum ersten Mal hier? Ja, zum ersten Mal. Ja, müsst ihr nochmal öfters herkommen. Ja, nächstes Jahr. Ah, du spielst auf deinem Bein. Wie nennt man das Instrument? Hey, ist die Ah, ja, cool. So macht man es in der Schweiz. Ja, sehr gut. Wann geht's zurück? Am Samstag. Samstag. Ja. Bist du am Aufnehmen? Bitte? Bist du am Aufnehmen? Ist Achso, ja. Ist das näher dran halten oder was? Wie mach mal bis. Nee, das ist so drauf eingestellt, dass man jeden verstehen kann. Deswegen muss es ein bisschen weiter weghalten. Wie gibt immer die Leute, die halten das dann dran. Der verarscht dich. Du nimmst gar nicht auf. Wie oft bist du schon hier gewesen? Ah, das erste Mal jetzt tatsächlich. Das verarschen. Acht jetzt. Nein, wirklich, das erste Mal. Ich meine, Mama will ich jetzt einfach theoretisch anschauen. Mit dem Mikrofon. Du verarschst. Ich stelle normale Fragen, wie soll ich dich verarschen? Ich will jetzt anschauen. Nein, ja, das ist ein Arschloch. Meine Mutter könnte mich jetzt anschauen. Ja. Ja. Okay. Er hat einen fahren lassen. Schmeckst du es? Fahren lassen. Oha, ich muss weg. Mach's gut. Tschüss. Hey, tschüss. Weißt du was, Malte? Ich habe heute Chris 86 kennengelernt. Ja. Der edle Spender, Chris 87. Ja. Tschüss! Der so viel für dieses Projekt beigetragen hat. Das war, ich war richtig aufgeregt, weil ich wusste nicht, ob er jetzt aussieht wie Jesus oder wie Herkules oder so, weil der hat ja so viel gegeben in das Projekt. Und wie sieht er aus? Ganz normal. Also auch jung. Quasi der Jung, woher hat er das ganze Geld? Naja, ich dachte mir, vielleicht ist er so 50 Jahre alt und denkt sich, ach ja, dann unterstützen wir den jungen Armen mal oder sowas. Ja, aber gut, nein. Ich meine, jung kannst du ja auch definieren. Und ich konnte ja gar nicht drauf kommen, weil der Chris 87 heißt. Ja. Nein. Das ist ja immer erst das Chris 86. Ich habe mir nichts so da vorgestellt, aber es war sehr, sehr schön. Und dann hat er mir das komplett geliehen. Das war so schon mal sehr freundlich und hat ja dann für das Quiz beigetragen und so weiter. Nicht zu vergessen seine Spende. Das war mal cool. Jetzt fehlt nur noch Meister Popper in der Reihe. Und vielleicht noch den einen oder anderen, der unter Boris Becker Insolvenzverwaltung spendet. Also ich bin in der Summe jetzt bei 150 Euro, glaube ich. Vielen Dank. Könnte noch mehr geben, aber ich bin zu geizig. Winkelhaus hat jetzt nochmal 1 Euro gesendet über Streamtipp. Er schreibt, hab doch alles geschrieben, los. Na dann. Ich bin schon betrunken. Sehr gut, wir auch. Dann nimm deinen Rucksack. Aber gib mir das Mikrofon. Ja, aber ich will die Diskussion noch mitbekommen. Jetzt ist gut, jetzt ist gut. Egal, ist das denn, oder? Ja, wir kommen zum Thema Sicherheit auf dem Oktoberfest. Wie wir sehen, klappt das wunderbar. Willkommen bei Ein Tipp für das Oktoberfest. Mein exklusiver Typ verzichtet darauf, Rucksäcke mit reinzunehmen. Rucksäcke sind strikt verboten. Die Security achtet sehr stark darauf, keine Rucksäcke mit reinzunehmen. Und vielen Dank dir für die 10 Euro. Ah, herrlich. Malte, ich bin noch am Überlegen, ob ich das noch weiter aussitze. Ich war noch am Überlegen, ob ich das noch ausnutze. Noch irgendwie schön einen, keine Ahnung, einen Wurst kaufe oder sonst irgendwas. Ja, alles gut, jetzt haben wir das auch gemacht. Hätten wir das um 18 Uhr gemacht. Dass es so einfach geht, ne? Ach. Aber um 18 Uhr, da haben wir auch wirklich viel kontrolliert. Also sind, ich glaube, das ist halt so, die Leute, die stellen sich dann noch an, zeigen sie den Rucksack oder so. Oh, na gut, die Rucksäcke. Aber man darf halt irgendwie mit einer Handtasche, die maximal so groß ist wie ein A4-Blatt, da darf man aufs Gelände. Dann gucken die Leute da trotzdem rein bei den Handtaschen der Frau. So, jetzt bitte Security auf Fehler hinweisen. Ach komm, ich stell die jetzt noch nicht bloß. Jetzt ist es 22 Uhr. Genau. Na gut, aber wir haben ja später angefangen.
Nö. Oh, guck mal, Prügelei. Ach nein, das gehört so, das sind die Schweizer. Internet Rambo sagt 10 Euro für den Arsch. Ja, unabhängig davon, ob wir 2 Minuten später angefangen haben oder nicht, ist die Sache, dass ja trotzdem mein Zug fährt. Der Zug fährt ja nicht später, nur weil ich früher... Stimmt, vielleicht sollten wir uns dann aufmachen Richtung Hauptbahnhof. Auf jeden Fall. Ich bedanke mich an der Stelle sehr, dass du vorbeigekommen bist. Ja, immer wieder gerne. Und wieder beigetragen dazu hast, mir beigestanden hast bei den ganzen Leuten, die hier so verkehrt sind. Da war nämlich einiges verkehrt. Also Leute, die verkehrt sind oder die verkehrt sind? Beides. Oh. Dann bedanke ich mich bei der Security hier auf dem Oktoberfest München für die unkomplizierte Entgegennahme von mir als Person, fürs Reinlassen und so weiter. Bedanke mich sehr bei der Stadt München für die konstruktive Diskussion, nachdem ich 5-mal versucht habe, dort anzurufen. Und aber einen ganz herzlichen, ehrlichen Dank geht an CF im Sprachstudio, Christine im Chat, die wieder super moderiert hat, Ice Dragon, der ehrenamtlich der Mann, der die Kamera gemacht hat. Vielen lieben Dank dafür. Dafür sollten wir doch was springen lassen, oder? Ich schlage vor, aber ihr sendet das Ice Dragon direkt, weil sonst muss ich die Umsatzsteuer abführen. Wendet euch vertrauensvoll an mich. Dann habe ich damit nichts zu tun. Vielen Dank dafür. Und vielen Dank an Chris 87 für die Tracht. Genau, den wollte ich ganz am Schluss. Ja doch, aber das ist schon ein Schluss. Chris 87 für das Ausleihen dieser Tracht. An alle Spender, die wieder dazu beigetragen haben, dass ich in der nächsten Woche für eine relativ diesmal geringere, aber doch akzeptable Summe nach Gifhorn fahre. Nee, Gifhorn. Gifhorn, doch, ja. Das klingt direkt gegen JPEG-Horn. Ja. Macht es gut, Bayern, das sind wir mir. Wir sehen uns bis nächste Woche. Da bin ich auch wieder fit. Da kriegen wir das wieder hin. Und ich habe mir übrigens schon... Sorry? Da ist jetzt die nächsten 2 Wochen komplett krank. Nee, das geht bei mir ganz fix. Ich habe mir auch schon einen Plan gemacht, was wir machen werden, wenn es dunkel wird und ich ein Hotelzimmer habe. Dann gehen wir halt die letzte Stunde im Notfall rein, wenn es regnet und machen lustige Spiele. Cool, ne? Ein letztes Interview noch von Leuten, die gerade zugucken und gefilmt werden möchten? Ja. Okay. Hi, wie geht's dir stets? Nichts mehr stimmt. Ihr wolltet doch mit mir reden, doch. Ihr habt doch gewartet da drauf, oder? Nichts mehr stimmt, Deutsch. Aber wo kommt ihr her? Bulgarien. Bulgarien? Ja. Okay, Bulgarisch ist nicht so gut bei mir. Ich lerne noch Bulgarisch. Aha. Aber ich glaube, wenn ihr Bulgarisch mit mir redet, dann verstehe ich das ein bisschen. Ja, aber ein bisschen spreche ich. Ah, sehr gut. Wohnst du hier oder bist du hergezogen? Ja, hier. Seit wann? Urlaub. Achso, du machst nur Urlaub hier? Ja. Dann kannst du aber ganz schön gut Deutsch dafür, dass du hier nur Urlaub machst. Ja, ein bisschen Schule gehen und... Ah, ja. Lese. Dann übt man miteinander. So üben wir. Hm? Was hast du für diese Wurst bezahlt? 5,50 €. Eigentlich geht das, dafür, dass sie so lang ist. Ja. Und was ist das für ein tolles Spielzeug? Was hast du dafür bezahlt? Dieses Geschenk. Von Dosenwerfen? Mit so machen. Eine... Ein Ball auf Dosen? Ja. Ja, okay. Dosenwerfen. Ja. 9 €. 9 €. Was? 9 €. Das ist zu viel. Dreimal ich mache so und gebe so. Das Dosenwerfen hat 9 € Einsatz gekostet. Ja. Wow. Das ist schon aber der Gewinn ist doch mindestens 9 Euro wert. 50 Cent diese. Ja, weißt du? Ja, wahrscheinlich. Ja. Na gut. Ja, dann kommt gut nach Hause. Lass es dir schmecken. Guten Appetit. Danke. Gut. Und guten Rückflug dann wieder. Gute Reise wieder. Alles Gute. Tschüss. Ja, tschüss. Wer kann halt gewinnen? YouTube. Diese? Genau, das ist bei YouTube. Okay, Skyline TV ist es. Später. Sehr gerne. Mach später einen Daumen nach oben. Gucken. Ja, später kannst du gucken. Okay, ciao. Tschüss. Ah, ja, stimmt eigentlich nicht. Später kannst du es nicht mehr gucken. Aber egal. Was soll ich die Leute noch extra aufklären und so weiter? Irgendwann später schon. Ja, so, Bonusinterview. Also, nochmal herzlichen Dank an alle, dass ihr im Chat gewesen seid. In aller Frische sehen wir uns ganz fit nächsten Donnerstag dann wieder. Macht es gut, kuschelt euch schön in eurer Bettdecke ein, an den Liebsten, an die Liebste und genießt das Wochenende. Bayern ist Eskalation. Aber die freuen sich drüber. Kameramann braucht gar nicht schwenken, weil er lacht darüber. Kameramann schwenkt eh nicht. Denn er hat schon Feierabend, genauso wie wir. Macht es gut, bis dann. Tschüss. Tschüss. Ah.